Okay, gut. 2 Minuten Speedrun. Elden So. Ring. Easy. Ja. So, Ladies and Gentlemen, einen habt ihr schon gehört. Heute ist die dritte Ausgabe am Start. Ich hoffe, alles fit bei euch. Ich hoffe, alles gut durch die Zeit gekommen. Wir haben heute neue Teams, aber wir haben die gleichen Kandidaten wie beim letzten Mal. Ja, hier sieht man schon die Aufteilung. Wir haben hier einmal Team Hamster und Team David. Ja. Hamster und Team David, okay. Hast Ja. du echt Team Hamster genannt? Nee, Reader Folger. Achso. Und Team Bock. Hätte ja sein können. Team Bock finde ich geil. Team Bock. Bock, warum Team Bock? Bock. Blau oder gar nicht? Ah, blau oder gar Das nicht, fand ich richtig. gut, weil das wegen der Haarfarbe passt. Und Haarfarbe, wegen Bier. Glatze. Oh, Bier. Achso, Bock, Bier. Ja, gut. Ja, das fand ich doppelt passend, deswegen fand ich das gut. Und Reader Folger erklärt sich, Ja. glaube ich, von selbst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es lustig, dass ich das gleiche T-Shirt anhabe wie auf dem Foto da. Na klar. Fällt mir gerade das auf. So. Lul. Na, und jetzt können wir auch einmal umswitchen. Da sehen wir sie. Holger natürlich als Wild. erstes. Mirko, Paul, und Hallo. David. So. Wild. Da haben wir die Bin ganzen da. Cams wieder. Na, das Startbild müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen schicker machen, aber hey. Das sieht man nur 2 Minuten. Das lohnt sich gar nicht. Ja, Nick, ich Ja. finde. Okay, gut, das kann man jetzt nicht ändern. Ich finde es nicht gut, dass ich so komisch links sitze, aber ist okay. Na, könnte ich ändern. Du hast deine Karten mal Raum gesetzt. Du Ja. hast dran gerüttelt. Ich habe dran gerüttelt, ja. Also, habe ich natürlich schon gerade eben gefragt, aber habt ihr euch vorbereitet oder geht ihr blind da rein? Ich habe mich nicht vorbereitet, bin ehrlich. Für was soll ich mich vorbereiten? Weiß ich nicht, hätte es sein können, dass du jetzt die letzten 80 Artikel durchgelesen hast von sämtlichen Games, Serien, Ja, Anime-Artikeln, keine Ahnung. klar. Warte, Vollkommen. Alles ich hab noch mal gelesen. Naruto rewatcht, ja? Innerhalb der letzten 3 Wochen. Geht easy. Sehr Ich gut. hab Hast du den Duden rewatcht? durchgelesen, ne? Duden durchgelesen, auswendig Wow. gelernt. Und ich hab natürlich auch das komplette Grundgesetz auswendig gelernt. Perfekt. Sehr gut. Ja, okay. Ja, Perfekt. gut, ich bin ehrlich, ich hab mir die Bibel noch mal durchgelesen. Tut Ja, mir für leid, jetzt ein unsere bisschen, ne? Religionskategorie nachher. Natürlich. Sehr gut. Muss, ja. Ja, klar. Dantes Besser, Inferno Janik. gelesen, in der Originalsprache natürlich. Klar. Dantes Inferno in der Originalsprache. Ja, Boah. klar. So, ihr wisst ja schon ungefähr, was auf euch zukommt. Ja, wir machen Aber heute natürlich nö. wieder drei Games. Nö. Und drei Games heißt Vorher. natürlich das Team, was zwei gewinnt. Aber Goethes Faust hast du dann auch im Altlateinischen Ja. gelesen, oder? Goethes Faust war mein Paladin. Gut, das war sein Oh Trash-Talk. Gott. Und am Ende kommt wieder das Nerd-Quiz. Ja? Das ist ja sehr beliebt, das mögen alle, Ja, es wird geil, geliebt. mega. Ja, jeder Geil, feiert das Nerdquiz. Nerd-Quiz, deswegen habe ich das natürlich wieder da behalten. Und davor machen wir wieder zwei neue Spiele, die ihr noch nicht kennt. Ja, das Ich wird bin das sicher, dass wir die noch nicht Coole. kennen. Ja. Überraschung. Vielleicht kennen wir die ja schon. Wer weiß. Vielleicht kennen wir sie nicht, aber die kennen uns. Auch Ich werde es auch möglich. nicht wissen. Einige werden wir gleich noch eingeladen, in Cosmo Buzzer und so. Ja. Okay. Ja. Du musst mal so ein paar Links und so schicken für Spielflächen und so Echt Zeug. so, also ich kann ja Nee, hier nicht nö. spielen, schlecht vorbereitet. Ja, Ja. nö. Ich nehme das doch auf, was in solchen schwarzen Bildschirm aufnehmen Wir oder reden doch noch miteinander. Ist mir doch egal, was du was? aufnimmst, Holger. Ja. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, entschuldige bitte. Weißt du, die Ich finde Qualität jetzt und so. schon irgendwie wieder so Anti-Stimmung gegen uns, Holger, aber ist okay. Ja, das Ja, ihr merkt seid man, nur gerade oder? am Motzen. Kann ich hin? Ja, echt so, Mirko. Geht ja gar nicht. So. Ja. Anzeige ist raus. Okay. Das ist okay für mich. Ach, ja. So, da darf jeder einmal gleich buzzern. Und dann gucken wir auch, ob das klappt. Ja. Bei Pal Warum sollte passt es nicht klappen? alles. Nur mal so als Frage. Weiß nicht, das hat bei der Ja. ersten Ausgabe hat es einmal nicht geklappt. Deswegen ist es immer besser, gleich zu testen. Ah, okay. Das bei David auch. Na? Reader Folger ist ein bisschen langsamer gerade unterwegs. Bei Abgepasst, Holger passt das auch. Hä? Mirko will Wo nicht. ist denn der Okay. Link? Hat er geschickt in unserem Raum. Bei deinem Teamraum. Reader Folger. Teamraum. Über Quizarena ist das. Genau Ach über Leute, ich unserem hab's ja offen. Oh Sprachstelle. mein Gott. Ja. Super, hat's offensichtlich aber nicht. Warum? Deswegen schenke ich Ja. euch nichts. Ihr seht's ja eh nicht. Hey, ich hab's doch gesehen, ich bin noch drin. Als drittes. Ach bitte, ja, als wenn. Hallo, mein Internet ist langsam. Ja, Entspann ja. dich mal. Ach komm, hat's auch. Ich war die Ausreden für die Matches gleich.
Ja, ja, mein Kind. Keine Sorge. Nein, Mirko geht's auch. Heute nicht so rum wie Sven, ja. Oh, böse, mein Freund, böse. Hey, gegen die Leute, die nicht da sind. Das geht gar nicht mehr. So, jetzt fängt ihr mal den Link für das Spielbrett. Natürlich, wie beim letzten Mal auch, bleibt erstmal auf dem Startfeld, nicht um auf die anderen Games klicken. Das machen wir dann im Nachhinein. Ja, ich muss Google noch schließen. Ja, wir machen natürlich keine extra Sachen, also kein Google, kein Telefonjoker und sonst alles. Die benötigen Zugriff. Nee, warum muss ich mich jetzt anmelden? Echt jetzt? Nee, warte, ich muss das noch einmal. Zugriffsanfrage. Also, jeder, der über den Link verfügt. So. Mal mit der Nummer. Janik, nicht vorbereitet hier. Ist das jetzt der aktuelle? Nee, so. Das ist der. Ja, hervorragend. Okay, sauber. Genau, alles schön. Auf dem Startfeld bleiben. Genau. Und wir machen natürlich, wie gesagt, drei Spiele. Wir fangen an mit, welches Spiel ist das? Dann wechseln wir auf skurrile Fälle und am Ende kommt der Nerdquiz. Was ist das? Kommen wir natürlich dann dazu, wenn wir soweit sind. Excited? Ja, ich auch. Echt? Oh Gott, I'm so excited. Ich bin immer unfassbar aufgeregt und ich freue mich immer mega, wenn Baby wieder dran kommt. So, da dürft ihr jetzt umswitchen auf das erste Spiel. Welches Game ist das? Sofort. Holger, das ist grau, schwierig. Grau, belastend. So, aber die grauen Jedi waren cool, also. Okay. War nicht witzig? Okay, schade. So. Schade. Hab ich nicht verstanden. Soll ich dir wieder sagen? Ich auch nicht. Ich habe ihn verstanden, aber ich werde ihn. Mit schwierig für die Star Wars-Kategorie nachher. Egal. So, welches Spiel ist das? Wir hatten letztes Mal ja schon im Nerdquiz, wer bin ich? Ja, das war ja schon von der eine oder andere ja ganz okay. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, machen wir so ähnliches, einfach direkt mit Games. Deswegen, ihr müsst jetzt erraten, welches Game gesucht wird. Wir machen 5 Runden und ihr könnt sehen, es geht runter von 8 bis 1. Also das wird dann von schwer zu sehr offensichtlichen Tipps. Das sind alle, die basieren alle auf Steam-Reviews, das heißt, das Spiel ist auf jeden Fall auf Steam zu finden. Und die Leute haben es verfasst in irgendeinem Zeitraum, wo das Spiel. Kannst du nochmal erklären? Entschuldigung. Nee. Danke. Wenn ich siehst du wieder Anti-Holger-Team? Ja, das war ja wieder klar. Anti-Holger. Ja, ich war gerade noch eigentlich. So, Holger, wo soll. Nochmal komplett von vorne? Ja, wäre ganz cool. Okay, ich bin am 14. Danke. September 97 geboren. Man, Nein, welches Game ist das? Man sieht, es geht von 8 bis 1 runter. Wir suchen Spiele. Die werden durch Steam Reviews, wird euch das erleichtert, herauszufinden, welches Game oder welche Game-Reihe gesucht wird. Sagst du uns an, ob Game-Reihe oder Game gesucht wird? Ja, das mache ich. Okay. Und ihr seht, 8 bis 1, das heißt, es fängt schwer an, also ein nicht so offensichtlicher Tipp und am Ende offensichtlicher geht es gar nicht. Ihr könnt so oft buzzern, wie ihr wollt. Wenn es falsch ist, kriegt der Gegner aber allerdings einen Punkt. Okay. Genau, und das heißt aber, wenn man bei 8 direkt beim ersten, das wären 8 Punkte, wenn man es richtig hat. Okay. Beim zweiten, okay. Wenn man es selbst beim zweiten, kriegt man 7 Punkte. Das heißt, mehrfach buzzern kann sich auch lohnen, wenn man zumindest die Richtung hat. Ja. Wir müssen buzzern, okay. Ja, genau, buzzern. Ja, das cool. Geht gerade auch, aber ja. Das ist genau. Cool. Genau. Habt ihr dazu noch Fragen? Nö. Sind die Reviews auf Deutsch oder auf Englisch? Beides. Das sind Original, das sind die Original-Reviews und ich habe sie nicht bearbeitet. Das heißt, Rechtschreibfehler, die Originalsprache, alles drin. Ja, wird es cool. Natürlich vorlesen. Ja, nice. Das ist super smart. Ne? Das heißt, ich habe natürlich aber auch rausgesucht, dass ihr ungefähr Bescheid wisst. Ne? Es gibt auch eine Sprache, die ich nicht verstanden habe, aber das ist nicht mein Problem. Wie viele kommen? 8. Ja, 8 also Stück. Wir machen 5 Runden, also 5, wir werden dann 5 Games suchen und hier gibt es dann halt 8 pro. Genau. Ja. Ich werde dann auch so oder so immer alle auflösen, dass ihr dann Bescheid. Aber alles ist einfach ein Buzzerspiel und raten. Ja, genau. Das kriegen wir hin. Das ist easy. Ja.
Also nicht uns. Hat so ein Quizspiel an sich, aber ist du nice to know. Ja, aber man kann sich ja nicht absprechen, weil man wahrscheinlich irgendwas im Kopf hat. Ach so, meinst du das? Ja, ich meine, ihr könnt ja miteinander chatten. Das würdet ihr trotzdem machen. Ne? Ich wollte gerade sagen, das würde ja... Ich bin nicht der große Schreiber, ich bin der große Redner. Ja, wie letztes Mal auch, habt ihr eure eigenen Teamräume, wo der andere nicht drauf zugreifen kann. Ich schon, das heißt, ich sehe jeden Diss und finde es dann witzig. Ich lese auf jeden Fall, was Paul schreibt. Ich werde weniger da drin schreiben, aber ja. Genau. Und natürlich gewinnt dann das Team, was mehr Punkte hat. Na, das war die einzige Info, die ich noch nicht gesagt habe. Regel schon hin. Ne? Aber das ist, glaube ich... Diesmal gewinnen wir. Also diesmal gewinne ich mit meinem Team. Paul ist ja bisher ungeschlagen, aber Paul war bisher mal auf der rechten Seite, deswegen habe ich ihn mal nach links gepackt. Mal gucken, ob das... Oha! Ja. Warum machst du sowas? Warum jinxst du mich? Jetzt geht los. Yannick jinxt. Yannick, Paul, du kannst nicht immer gewinnen. Nee, ich möchte aber immer gewinnen. Nein, das geht. Verstehe ich, will ich auch. Ja, Mirko hat bisher auch immer nur gewonnen. Ne? Holger bisher, seit Akadari hat Holger nur verloren. Ey, ja? Oh. Ich war auch noch einmal dabei. Ja. Seit Akadari hat Holger nur verloren. Das ist wohl right. So, nehme ich als Folgentitel, danke. Bereit für Runde 1? Ja, jawollo. Okay. Hau mal die erste. Alles klar, wir suchen erstmal eine Spielereihe. Also, die Reihe reicht mir. Okay. So. Dann. Tipp Nummer 1. Das schlimmste und ekelhafteste Spiel, das ich je gespielt habe. Ich liebe es. Ich liebe es. Ach du Scheiße. Okay. So. Okay. Komm, mach das nächste. Das kann echt alles sein. Okay. Noch kein Buzzer? Okay. Nein. Dann mach ich mal weiter. Also schon mal keine 8 Punkte in dieser Runde. I broke my hand in this game. Very nice, good game. Und ganz viele Ausrufezeichen. Hä? Was denn? Es ist eine Spielreihe. Also es gibt mehrere Games davon. Ja, und hat keiner gefragt, aber danke nochmal. Das muss nicht sein, David. Ich kann, wenn das, ich war meine, das war meine, das war eine Frage an den, an ja, den Spielshowmaster. Ja. Ich an euch. Danke. Okay. So. Okay, 7 Punkte, wenn es dann wohl auch nicht. Dann schmarrn wir weiter. Tipp Nummer 3, 6 Punkte Frage. It is harder than the dick of porn stars. Ah. Was? Das ist irgendein Trash-Game oder so. Komm, ich probier's mal. Komm mal raus. Okay, ich muss einmal nachschauen. Ah, Paul hat gepasst, ja? Okay. Hand Simulator. Das ist der erste Punkt für das Gegnerteam, das ist falsch. Schade. Okay. Aber natürlich nur einer, ihr könnt natürlich noch 5-mal buzzern und es wird sich immer noch lohnen. In die Zone. Ich hab was vollkommen anderes im Kopf gehabt, aber das war echt ein nicer Tipp. So. Leider falsch, schade. Ja, machen wir direkt dann weiter, ich höre nämlich jetzt von weiteren Buzzergeräuschen. Hälfte ist jetzt rum. Ich hasse zwar mein Leben, aber trotzdem geil. Hä? Was? Alter, scheiße. Wie heißt dieses fucking Game, Alter? So, ich mach einfach so weiter. Ich warte mal kurz. Ich lese viel zu wenig die Reviews. Okay. Getting over it. Das wird der David. Und David sagt, Holger und Mirko brauchen einen zweiten Punkt. Nice. Aber gut, Holger müssen nichts machen. Oh, war gut, ja, das stimmt. So. Oh, gut. Machen wir weiter. Das ist alles freigesetzt. Dying is fun again and again and again and again and again und so weiter. Dein Ernst? Das geht noch ein bisschen weiter. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ja, komm, für den dritten Punkt, was soll's? Ja. David war schneller, David. Ja. Es ist Dark Souls. Es ist Dark Souls. Oh nee. Ja. Es ist fucking Dark Souls. Ich dachte auch, Junge. Das wollte ich auch sagen, klar. Oh mein. Ach, scheiße. So viel über Dark Souls gerade geredet. Natürlich sagt ihr dann nicht Dark Souls in Runde 1. Ja, das wäre jetzt einfach zu Alter, okay, das muss mich an die ganzen Gespräche mit Yannick vorher erinnern, die wir gerade geführt haben. Ja, das ist jetzt zu spät, glaube ich. So, ich löse mal weiter die auf. 3 wäre gewesen, läuft in einen Raum, sieht eine Tour und versucht sich zu öffnen. Tour frisst dich, Game Over. Ja, spätestens dann wäre es sowieso klar gewesen.
Ja, mhm. Bei der Truhe, da wäre ich auch bei gewesen. Tatsächlich. Irgendwie bei Bloodburn oder sowas, so wie das heißt. Bloodburn? Bloodburn, ja, keine Ahnung. Praise the Sun. Ah, Praise the Sun. Ne? Und Dark Souls 4, please. Haben wir. Damit ihr. Da, aber der da hätte ich dann versteht. Hey, 6 Punkte sind in Runde 1 rumgegangen. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Mehrfaches Buzzern hat sich... I broke my hand auch gepasst. Naja. Das Ding ist, ab der 7 Punkte Review dachte ich mir schon, ja, Dark Souls, aber nee. Nee, Dark Souls sind ja also nicht kennst. Zu viel drüber geredet, kann nicht sein. Also bei Dark Souls habe ich mir auch schon mal die Finger gebrochen gefühlt. Ist das so schlimm, echt? Das ist absoluter. Also, ich habe auch irgendwie 2 Tage lang gespielt, das ist echt schwer. Das ist echt für Leute, die einfach eine Herausforderung suchen. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Na okay. Dann ist ja schon mal gut. Zufrieden mit Runde 1? Ja. Was? Okay. Ja, ist okay. 2 Punkte für nichts tun. Ja? Ja, Mirko, du bist voll laut mittlerweile, ne? Dann musst du Mirko leiser stellen, ne? Wie ich dafür das gemacht habe. Dann mach mich leiser. So. Ja, schon mal. Ready für Runde 2? Auch mir mein Yes, sir. Ass. Alles klar. Ich möchte gerne von euch das genaue Spiel haben. No, oh, okay. Gott. Ne, ja? Mit der Schwierigkeitsgrad, wir haben leicht angefangen mit der Reihe. Ja. Ne, war ja offensichtlich und habt ihr ja schnell erraten. Ja, schnell, klar. Erster Tipp: Single! Okay. Alles klar. Was? Single da. Okay. Noch kein Wasser. Jetzt kommt der zweite I'm Single 2 oder was? Zweiter Tipp: Wenn ihr Freunde habt, die ihr loswerden wollt, spielt mit ihnen dieses Spiel. Ich sehe nichts, ja, ne? Ah, jetzt hat er. Ja. Ich hab's ja vorgelesen, dann. Muss es dann noch formatieren, dass es dann auch reinpasst. Ha? Scheiße. Da ist der nächste Buzzer. Wer ist denn Fall Guys? Also, Fall Guys. Das ist falsch. Schade. Ich hab ein Game im Kopf. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Oh, Scheiße. So, machen wir mal langsam weiter. Das Versagen deiner Freunde wird dir Spaß bereiten. Oh nein! Holger! Boah, bin mir nicht sicher. Ben und Ed Blood Party? Nein. Aber auch. Kenn ich nicht. Gut, ich denke an was anderes. Ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt. Hm? Dürfte natürlich sein. Janik, reicht dir eine Beschreibung? Ich hört gerne das genaue Spiel. Deswegen sage ich. Ja, aber reicht dir eine Beschreibung des genauen Spiels? Nein, reicht nicht. Genau das Spiel, hat er gesagt. Es muss für mich eindeutig sein. Ja, okay, das wenn ich sie erkläre, wird sie eindeutig erscheinen. Wenn du es gut erklärst, wird es ja eindeutiger. Okay, wenn du es schlecht erklärst, dann ja nicht. Das ist nicht eine lange Erklärung. Okay, pass auf. Ich buzzer mal. Okay. Ja, und zwar, du kannst dieses Spiel mit 5 Leuten spielen. Jeder spielt so ein Männchen, ihr könnt euch aufeinander stapeln. Human Falls Flat, oder was? Nein, nicht Human Falls Flat, sondern, Er ist eh falsch. Das hat auch. Ja, okay. Mal. Kurz und knapp abgeschnitten. Tschüss. Ja. Ich wollte noch sagen, das hat Dalu gespielt mit ganz vielen. Ja, das ist aber schwierig, weil Dalu hat alles gespielt. Dalu hat. Ja, das ist eine Lüge. Das ist schwer. So. Das ist, wo man da am Anfang über diese Minen drüber springen muss und sowas. Nach und nach. Nee. Also, Dave? Es ist 2D, hätte ich noch sagen können. Oh, dann, nee. Allein langweilig mit Freunden, exzellent. Jedes Multiplayer-Spiel, das ich gerne. Das ist sehr, also muss ich schon sagen, also der das geschrieben hat, der war kreativ. Ja. So, sehr witziges und manchmal nervenaufreibendes Spiel. Man findet immer wieder neue und interessante und lustige Bahnen. Bahnen. Bahnen? Bahnen, ja. Bahnen. Bahnen. Hey. Pal?
Oh, lol. Oh, das könnte. Golf. Was klingelt da? Golf wird ist der Guess? Oh, mein Wecker. Oh, Wecker um 19.20 Uhr. 20 Minuten nachdem das Quiz losgeht. Das ist ein Glück. Also wir haben es jetzt genug in die Länge gezogen. Golfit wäre für mich eindeutig. Damit meinst du, glaube ich, das Spiel Golfit. Und damit seid ihr auf 10 Punkte. Das ist richtig. Nice. Oh, nicht im Ernst. Nice. Super. Ist natürlich so richtig. Muss das. Ich hätte notfalls nochmal gebuzzert und gesagt Golf with your friends. Na? Ja, smart. Hätte ich auch gut gemacht. Ich war schon auf dem Buzzer. Smart, smart. Na, ich löse nochmal die weiteren Tipps auf. Loch ist Loch und hier wird gescheit ein Loch ballen. Was? Original. Ich hab den so gelassen. Ne? So, dann gutes Spiel, geht für zwischendurch. Immer Workshop, immer voll mit guten Karten. Sehr zu empfehlen. Nice. Ne? Und mit Freunden macht das Golfen richtig Spaß. Ja, dann hätte man es ja was. Nein, war es eigentlich nur 50-50, weil so Vinicius Golf und sowas nehme ich natürlich nicht. Nice. Ja, 10-3, easy. Jeder hat Punkte dazu geholt, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist ja nicht mal die Hälfte, ne? Drei haben wir ja noch in dieser Runde, alles noch drin. Aber auch wieder so, dass es nur für dieses jeweilige Spiel die Punkte gelten. Auch ne? Der Win. Naja, genau. Okay. Für Spiel 2 ist es absolut egal, was hier passiert ist. Nur, dass man dann ja, das Einzige mit dem Rückstand ist in der Gesamtwertung. Mhm. Gut, bei dem... was möchte ich denn haben? Ja, ich will schon den genauen Titel wieder haben. Geil. Das heißt, es gibt auch eine Spielerei, weil du überlegt hast. Ich finde es sehr cool, was in deinem Chat gerade steht. Vielleicht sind das auch Mindgames. Shining hasst dieses Game. Jo, stimmt. Aber dann hätte. Ja, Fanny, jetzt mal eine Review geschrieben. Dann hätte ich einen Cameo-Auftritt von dir hier eingebaut. Ja, halt, dass ich den Stream zu hab. Sonst hätte ich ja den Chat gelesen, dann wäre ja wieder cheaten. Ja. Ich hab aber nicht hier Stream auf, ne? Das wäre ja. Geht ja gar nicht. Ich hab den offen, aber nur. Ich hab den nur im Hintergrund offen, hab kurz drauf geguckt, deswegen. Ach so, ja. So. Jetzt, wo das Game Runde 3. Hoffe, ihr seid ready. Mhm. Ist so. Sehr gut. Erster Tipp. Der beste Tipp natürlich, wie immer. Big Game makes Benis go brrr. Was? Big Teufel? Game makes Penis go brrr. Nee, das ist Penis. Penis. Es ist mir egal, es soll Penis heißen. Nein, das ist Penis, wie auf dem Programm. Ja. Da gibt's auch nur Penis und keine Penis. Also, ne? Ja. Das ist mir so egal. Das ist Penis. Hm. Okay, wollen noch nicht buzzern? Dann könnte man meinen, wir reden wieder von Dark Souls. Hassliebe ist, glaube ich, das richtige Wort. Das stimme ich zu. Ah, okay. Ich warte noch kurz rein. Ah, kein Wasser? Ja, komm, mach was. So, Pal war ja schon dabei vorhin, hat er das so angedeutet, dann wir das jetzt ja wissen. Besser als jedes russisch Wörterbuch. 11,5 von 10. Fuck. Was? Okay, jetzt check ich gar nichts mehr. Was? Dann mach ich ja nichts. Oh, dann mach ich weiter. Was soll denn das hier? Ja, mach weiter. Es wird ein besseres Anti-Cheat-System benötigt. Da kommt der Buzzer von Mirko. CSGO. Das ist korrekt. Oh, scheiße. Okay. Als du russisch Dings geschrieben schön hast, dann dachte ich so, das kann nur CSGO sein, aber dann hast du schon zu schnell. Scheiße, wenn 6 Punkte. Respekt. Ich dachte die ganze Zeit jetzt an Metro und an sowas, weil russische. Ich dachte, ein russisches Game. Als erstes dachte ich an das Skill von Tarkov, dann ist dachte, das wird ja gar nicht. Also, entweder ist es CSGO oder irgendein Simulationsspiel, glaube ich. Ja. Not bad. Gut aufgeholt wieder. Dachte ich tatsächlich, aber eigentlich an Daisy. Schön. Daisy hatte ich auch kurz im Kopf. Hätte auch gepasst. Und Daisy wäre auch gut gewesen. Besser, also Anti-Cheat-System, safe. Ja. Hass, Liebe, ja. Beans, ja, hätte auch gepasst. Hätte auch Beans Go Brü heißen.
Aber das erste macht für mich, also von 8 Punkten macht so wenig Sinn als Kommentar. Ja. Der erste ist auch immer ein bisschen so zum Auflockern, damit er ein bisschen reinkommt. Auflockern, ja, klar. Ja. Auflockern. So, was a good game in 2K15? Wäre der nächste Tipp gewesen. Dann Bombe durch Katas zu A kurz, 10 von 10. Ah, okay, ja, dann. Okay, ja, Bombe durch Katas zu A kurz, ja. Das heißt, wenn immer mehr Cheater und Valve unterlebt, nix dagegen. Wer ist Valve? Gibt ja nur noch Steam. Ja. Dear Valve, please make a new operation, wäre der letzte gewesen. Doch, aber weißt du, Valve entwickelt ja selber nichts mehr. Ja, CSGO. Ach so, das ist richtig. Ja. Na, wäre sehr, sehr spannend. 10-8, das hätten wir gerade erst angefangen. Eigentlich können sie ihren Firmentitel in Steam umbenennen. Steam GmbH oder so. Mhm. Nee, aber das ist ja der Witz dabei. Valve ist ja, ne, so ein. Ja, Facebook wird ja auch nicht umbenannt zu Meta, weißt du, das wäre ja der gleiche. Und, ne, Steam ist ja dann der Dampf, der aus diesem Ventil rauskommt. Okay. Egal. Egal. Next game. Nächste Runde. Runde 4, Halbfinale quasi von diesem Game. So, und ich möchte den genauen Titel wieder. Okay. So, hoffe, ihr seid ready. Ja. Okay. All I want is Waifu Top Trumps. Oh, das ist eigentlich die Beschreibung musst du mir eigentlich schon irgendwie sagen. Ihr merkt, der erste Tipp ist immer der beste Tipp. Na, ihr seid noch so am Überlegen, soll ich noch kurz warten? Nee, mach ruhig. Nee, mach. Überlege währenddessen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. So. Spiele gerade im Kopf. Great platform to play whatever you want with your friends. Use the batteries for little shenanigans. Okay, jetzt bin ich schon wieder so. Shenanigans. Wie heißt das nochmal? Scheiße. Holger, warte mal. Tabletop Simulator. Was? Oh. Nein. Nee. Interessant. Interessant. Darf ich buzzern? Nee, Holger kriegt erstmal die Punkte. Jetzt. Danke. Echt lol. Okay. Holy shit. Ich dachte an dieses VR-Spiel. Ja, ich dachte auch kurz VR-Chat. Ich dachte so, play whatever you want kann nur bei sowas Tabletop sein. Ja, aber das kannst du ja auch im VR-Chat. Tatsächlich. Hey, ich war auch beim VR-Chat. Ich bin so die Spiele durchgegangen, die wir zuletzt so zusammen gespielt haben und dann dachte ich, dann kann es in dem Sinne nur Tabletop Simulator sein. Aber ich war auch wie Paul und Dave bei VR-Shirt. Das ist das erste, was mir gerade eingefallen ist mit Gadget. Weil, das ist vor allem Waifus, Alter. Ja, das ist. Gerade da ist es so. Tabletop Simulator. Krass. Ja, not bad, Paul. Damit seid ihr schon. 15 Punkte. Paul, 6. 15 C, guck mal. Was müssen wir jetzt machen? Miko, wir sind in Führung. Spannende Nummer. Noch. So. Was? Ich löse natürlich noch weiter auf. Ne? Tabletop wäre ich jetzt gar nicht bei dem. Not bad, Holger. Ist wirklich ein. Ist ein wirklich gutes Spiel, so frei. Man kann fast alle Spiele spielen oder super leicht selbst welche erstellen. Ah, okay. Ja, gut, dann wäre es klar gewesen. Ja. Let's you play Uno without buying Uno. das wäre auch noch. Das wäre auch noch cooler gewesen. Das Spiel ist klasse für Leute, die nicht nah beieinander wohnen und trotzdem einen Spieleabend machen wollen. Besonders in der Corona-Zeit. Ja, da wäre es eigentlich auch klar gewesen. Naja. Bei 4 seid ihr meistens immer drauf gekommen. 6, 7, 8, Paul. Sonst immer raus. Ne, 5 reicht. Naja. Ich wollte gerade sagen, so die Brettspiele eigentlich mögen, aber ihre Familie hassen. Ja, aber Tableflip, verstehe ich, ja. Ah, apropos Tableflip. Man kann den Tisch umschmeißen. Das ist übrigens sehr gut. Ne, und der letzte. Spielt jegliches Brettspiel online, ein Videospiel, das jeder braucht. Aha. Easy. Na, spannende Nummer, 15-10 hat sich der Table geturnt.
passenderweise. Ja. Turn the tables, Junge. Witz. Ha, all the turn tables. Nicht how the table turns? Nee, how the turn tables. Ah, okay. Tablette 11 sehen die Haare so lustig gerade aus. Das sieht so aus, als ob deine Haare so. Das nächste und die letzte Runde schon von unserem ersten Game. Oh. Ich hoffe, ihr seid soweit. Mir reicht. Also die entscheidende Runde. Mir reicht der. Es ist die schwerste Runde. Und mir reicht ungefähr der Titel. Ne? Ihr müsst nicht den kompletten Titel wissen. Was ist? Ungefähr. Warum? Ungefähr der Titel. Es muss offensichtlich für mich sein, aber. Ja. Es, ja. Hey, jetzt wird's crazy. Ne? Es kann alles passieren. Ready? Also bis 4 müssen wir durchhalten, Olga. Ja, komm. Oder direkt ein bisschen, Mirko. Blick, Big Black Sword goes clang clang. Was? Warte, was? Big was zum Black Teufel? Sword goes clang clang. Yes. So viel sein. Ja. Ah, Big Black Sword. So. Blood and Gore. Das ist ein Gore. Ach du Scheiße. Blut, Blut und Gewalt. Ja. Ah, okay. Das ist nicht das Spiel, das kann auch alles sein. Ja, darum geht's. Das Spiel ist pures Gold. So wollte ich Dynasty Warriors immer schon mal spielen. Wait. Oh nein. Oh. Nein. Nein. Ah, nein! Scheiße, ich weiß, welches fucking Spiel das ist! Animation is better than the new show. Ich wusste... David? Also, ich kann dir den Titel nicht sagen. Ich kann dir nur erklären, was da drin abgeht. Du kannst mit verschiedenen Charakteren gegeneinander in einem Battle Brawler kämpfen, wo ihr euch gegenseitig Gliedmaßen abschneiden könnt und übelst viel Blut rumsplashert. Die Animationen sind absoluter Garbage und ihr müsst gefühlt jeden einzelnen Finger in eurer Hand benutzen, um überhaupt den Charakter richtig bewegen zu können. Okay. Und klingt für mich eindeutig. Es ist. Ist aber falsch. Come on, ey. Falsch? Berserk and the Band of the Hawk. Lol. Keine Ahnung. Alter, das. Aber selbst wenn das jetzt richtig ist, dann haben wir trotzdem gewonnen. Das ist sehr wilder Guess. Es geht um Prinzip. Es geht ums Prinzip. Und es ist richtig, ja, das stimmt. Ich habe genau eben kurz geguckt, ob es Berserk gibt. Oh. Hätte Dave ein bisschen doch gestruggelt? Schade. So, Massenix. Ist besser denn der Anime? Ich kenne das Spiel nicht. Ich auch nicht. Ich kenne auch nicht. No, das ist auch schön. Berserk and the Band of the Hawk, Alter, ja. Als ob. Rest in Peace, Keatoru Miura. Na, hast du gestorben? Stimmt, ja. Das hat sogar Janek, glaube ich. Ja, klar. Ich habe einfach mal in die Bibliothek durchgeschaut. Ja? Welches Spiel packe ich noch rein? Oh, guck mal, schwer. The horse is in the game, you know the one I'm talking about. Wusste nicht mal, dass es ein Berserk-Spiel gibt, obwohl ich wusste, dass Yannick ein Berserk-Spiel auf seiner Bibliothek hat. Wusste ich nicht. Hätte dir Berserk gereicht? Ja. Ah, shit. Okay. Und Guts wäre der letzte gewesen. Dann hätte ich einfach mal bei. Wow. Ich hätte eigentlich bei 8 direkt drücken müssen, weil Big Black Sword dachte ich direkt, ich dachte auch. Berserk-Spiel gibt's nicht. Aber da dachte ich mir ja dann so, gibt's ja eigentlich, glaube ich, nicht. Ja. Wie wär's denn mit Elden Ring? Okay, Elden Ring passt auch nicht. Nach Blood and Gore war das Big so. Big Black Sword gibt's ja auch theoretisch. Ja, eben. Wieso theoretisch? Das heißt ja nicht Big Black Sword. Es heißt so, okay. Na, und es gibt ja auch Malikavs Schwert, ist auch ein Big Black Sword, wenn man es genau nimmt. Aber schade. Ja. Schade. 16-15, spannende Nummer gewesen. Das war interessant. Holger und Mirko gehen 1-0 in Führung. Ja, aber knapp. Aber ich glaube, Yannick wusste, auf welches Spiel ich anspiele, oder? Ja, und die Richtung. Also ich komme auch nicht auf den Namen. Hätte ich den aber drin gehabt, wüsste ich, wen du meinst. Ich müsste jetzt bei Hanno nachgucken, wie das Game hier ist. Ja. Spannende erste Runde.
Gibt es jetzt eine Keilerei? Ja. Nee, das machen wir mal im Spiel 2,5. Schein. So, ich hoffe, ihr seid ready für Spiel Nummer 2. Habe ich am längsten für gebraucht. Na? Ihr dürft umswitchen auf skurrile Fälle. Erinnert mich jetzt eher so an, wie hieß das nochmal? Wer weiß denn sowas? Oder Millionär? Nein, wo gibt's diese noch, Karten. Wo gibt's noch Blau? Weiß ich nicht. Mehr weiß ich nicht. Stefan Raab, schlag den Raab. Nein, wie heißt das nochmal? Okay, mehr kann ich dir auch nicht helfen. Nennen wir nicht so vorbei. Ach so, ach, das ist so aufgebaut. Wer weiß denn sowas? Keine Ahnung, was das soll, aber gut. Vielleicht von den Farben her passt es da am ersten. Ich dachte, das meinst du. Nee, skurrile Fälle erinnert mich hier. Wie heißt das Spiel noch mit diesen Karten, wo komische Fälle drauf sind, wo du immer eine Ja-Nein-Frage stellen musst? Bin ich doof. Wer bin ich? Nein, das okay. Ja, nein. Das ist Black irgendwas mit Black Stories. Ah, Black Stories, oh mein Gott. Black Stories. Ah. Ach du Gott. Warum ist heute eigentlich nur ein Gift? Ist heute ein Hamstercamp? Weiß nicht, was du meinst. Macht mir nix. So, also das ist skurrile Fälle. Spiel Nummer 2. Ihr seht links. Hellish Quad wär's gewesen. Hellish Quad. Ja, gut. Nächstes Mal. Fall ich nächstes Mal rein, wenn's alle vergessen haben. Okay. Sehr gut. So, ihr seht links die Kategorien. Es gibt Natur, typisch Deutsch, Hollywood, Verkehr, Fragezeichen, Tierwelt, Sport, Süßkram, Alltag, Länder, Gesetz und Gaming. Ihr werdet auch hier natürlich, logischerweise, gegeneinander antreten. Team A nimmt dann eine Kategorie, zum Beispiel typisch Deutsch. Dann werde ich eine Frage stellen mit A, B, C oder D. So viel kann man schon, glaube ich, aus dem Feld auch ablesen. Und nur eine davon ist richtig. Das gegnerische Team kann nichts machen in der Zeit. Ihr dürft also in Ruhe ausdiskutieren, was davon richtig ist. Also ihr müsst quasi den richtigen Fall ermitteln. Na, ihr dürft überlegen, miteinander kommunizieren. Ihr braucht gar nicht schreiben, weil das gegnerische Team kann euch ja nichts klauen. Wenn es falsch ist, kriegt das gegnerische Team auch keinen Punkt. Ihr natürlich aber auch nicht. Ne? Es geht nur darum, wer am Ende die meisten skurrilen Fälle richtig gelöst hat. Okay. Und natürlich links die ganzen verschiedenen Kategorien. Also an sich sehr simpel, aber es wird für euch noch sehr interessant. Es ist nämlich nicht so leicht. Deswegen habt ihr auch in Ruhe Zeit, miteinander zu reden. Holger, das war auch der Tipp. Das war auch, als ich meinte, man muss viel mit dem anderen reden. Ach so, ja, easy. Nö. Hast du pro Kategorie eine Frage oder mehrere? Nö, natürlich der strategische Part. Mir ist natürlich, Pall und David fangen natürlich an, weil sie gerade auch hinten liegen. Mhm. Dadurch kriegen sie ja auch einen Vorteil, weil sie natürlich jetzt. Also, denn wenn sie jetzt Tierwelt nehmen, könnt ihr das Teamwelt, Tierwelt ins Allgemein raus. Also jede Kategorie gibt es einmal. Und da genau, da ist eine Frage dahinter, die wird dann gestellt. Die kann irgendwo in diesem Bereich wird es sich handeln. Okay. Und dann müsst ihr ermitteln, was halt richtig ist. Joker und so gibt es nicht, deswegen ja, schön miteinander reden, was es wohl sein könnte. Okay, ja. Na, mehr habt ihr nicht. Alles klar. Wer ist als erstes dran? Wer darf als erstes gehen? Ihr dürft als erstes. Wer ist da gerade von euch? Du Loch. Mirko. Nein. Mirko ist wieder rum. Karl, du darfst gerne die Kategorie auszuprobieren. Genau. Ja, nehmen wir eine, wo wir uns beide sehen, Dave. Würde ich sagen, nehmen wir Gaming, oder? Ja, würde ich dir auch sagen. Ja, nehmen wir Gaming. Gaming. Das Gaming. So. Gaming, dann mache ich mal den vierten grauen. Zack. Ne, das war hell. Oh, schön. Ne, das war hell. Mach ich den vierten grauen von dunkel. So ist besser. Ja, genau. So, Gaming ist die Kategorie. Dann wollen wir mal skurrile Fälle den ersten haben. Na, es geht jetzt um Gaming. Schreib ich da nochmal hin, damit wissen alle Bescheid. Na, damit ihr das nicht währenddessen vergisst, worum geht's eigentlich. So, das Detektivspiel L.A. Noire enthielt eine Inspiration aus dem Real Life. Und zwar... Ich kann gerade nicht, Schatz. Sind die meisten Verbrechen auf echten Straftaten basierend? B. Ist der Sohn vom Rockstar-Game-Chef Sam Hauser leidenschaftlicher Inspector Gadget-Fan? Nee. Oder C.
Es ist eine Anspielung auf den Detektiven Ragu Spanelli. Oder es, oder es ist D. Und zwar kam die Idee zum CGI-Capture von einem Hund. Einer davon ist richtig und ihr müsst es erraten. Have fun. Viel Spaß, ja, ach, genau. Ja, viel Spaß. Also ich habe ja echt nur A gespielt. Ja, Gaming seht ihr euch ja, dann ist das ja jetzt kein Problem. Nee, nur A ist das nicht auch ein... Gibt's doch auch als VR, oder? Ist das nicht das Spiel? Ich weiß nicht, ob es das als, VR gibt, aber ich weiß, dass es damals für ihre CGI-Capture sehr gelobt worden ist. Aber ich glaube kaum, dass das von dem Hund die Idee kam. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Rockstar so, dem seinem Sohn irgendwie ein großer Inspector Gadget-Fan war. Und deswegen, ja, glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwie ein Easter Egg oder so versteckt ist. Das würde zu der Zeit, wo L.A. Noir spielt, keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Ich hab, das Ding ist, ich hab auch keine Ahnung von Inspector Gadget. Inspector Gadget ist nichts anderes als ein Typ, der als Cyborg umgebaut wurde, mehr oder weniger, und ein Inspector ist. Ist aber eher nicht so die Robocop-Schiene, ja, sondern eher so die Funny-Cartoon-Schiene. Okay. Ja. Das ist jetzt mal grob für jemanden, der es nicht kennt, zusammengefasst. Ja, aber schreibe mal geil, Inspektor war ja Inspektor. Ja, gut. Ich hab das aber gehört. Ich find's für mich auf jeden Fall super angenehm, weil ich jetzt gar nicht mehr machen muss. Muss euch nur noch zuhören. Das ist super. Ob es eine Anspielung auf diesen Detective Ragu Spinelli ist, keine Ahnung. Nee, Spanelli, nicht Spinelli. Spinelli ist die von Disney's große Pause. Ja, Spanelli, Spazinelli, ey. Ist mir egal. Ich tendiere aktuell zu A. Das Ding ist, ich tendiere zu D einfach, weil es so absurd klingt. Erstmal. Das ist alle, jede, also ja, A, B und C okay, kann alles sein. Da denkt man sich so, okay, ja, eventuell. Aber dieses, ja, Idee zum CGI-Capture von einem Hund, wie soll er von einem Hund kommen? Ein Hund kann die Idee ja nicht haben. Der Hund hatte wahrscheinlich auch nicht die Idee, sondern die haben irgendwas gesehen, irgendein Hund hat irgendwas gemacht oder was, da dachten die sich, CGI-Capture. Wie? Keine Ahnung. Okay, okay. Wie genau der Kopf war? Ich geh damit, Paaren. Einfach, weil es zu absurd ist. Das klingt so absurd, dass es schon wieder richtig sein könnte. Das ist das. Weil, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, komm, lass aber D können. Nehmen. Ja, komm, wir nehmen D. Wir nehmen D. Ja, über Metaplay. D ist eingeloggt? Ja, D ist eingeloggt. Jawohl. Okay. Ist falsch. Schade. Lass mich raten, das ist das Erste. Es ist A. Ja. In Eleanor basieren die meisten auf Verbrechen auf echte Straftaten, die sich um das Jahr 1940 ereignet haben. War nicht zu langweilig, sag ich das. Spiel spielt tatsächlich 1960. Na, es geht aber auch um. In einem Titel steht ja auch Inspiration. Ne? Ja. Das ist ja die Frage. Ja, Mensch. Ja, Dave, warum willst du dich auch von mir überzeugen? Na, ja, weil ich mir dachte, jetzt hast du gute Argumente geliefert, komm, warum nicht? Hör dich gut. Ich finde, hey, das kann vielleicht auch helfen. Ne? So, jetzt machen wir natürlich aber auch auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Dann dürfen Holger und Mirko ebenfalls einen wunderschönen, skurrilen Fall aussuchen. Dann kann ich mal kurz in die Küche gehen, wer wieder da. Jo. Dann machen wir mal kurz die Kamera aus. Das ist ja ruhig, die beiden dabei. Hä? Ja, ihr dürft gerne reden. Ihr seid ja echt gut. Holger, was nehmen wir denn? Ja, also ich wäre irgendwie bei Gesetz. Wie, was? Komm, Junge. Ich will lieber eigentlich Hollywood nehmen, da bin ich hier up to date. Aber nein. Du willst Hollywood? Nee, Hollywood kann ich gar nicht, Alter. Also ich bin bei Gesetz bei, Junge. Ja, wenn die das gleich nehmen, ne? Ich töte dich. Ist mir doch egal. Komm rüber hier. Ja, mach Gesetz, komm. Ja, komm, mach mir Gesetz. Gesetz. Naja, für, ja, für Pals Pattern muss Länder gleich drankommen. Nerdquist-Meter hier. So, Gesetz. Natürlich geht es jetzt nicht mehr um Gaming, sondern um Gesetz.
Das heißt, so, Elinor ist... Gehen, möchte ich festhalten. Ja, ist natürlich jetzt Elinor raus. Also so viel kann ich schon mal sagen, dass um Elinor geht es nicht. Ah, Prediction, es kommt jetzt das Gesetz zur Verfolgung eines Bienenschwarms. Und wie sind die A, B, C und D? Weiß ich nicht. Dann darfst du die aussuchen. Achso, danke. So, 1482 wurde in Großbritannien ein kurioses Gesetz verabschiedet. Das besagt... Toll. Ja, Holger. Ich hoffe, du hast dich richtig entschieden. Das ist das, was du haben wolltest. Dass alle Schwäne in Großbritannien Eigentum des amtierenden Monarchen sind. Oder Monarchin. Oder besagt es B, dass Regen ein schlechtes Omen für angeklagte Bürger ist? Oder ist es vielleicht doch C, dass während der Arbeitszeit die Bürger nur in der Landessprache kommunizieren dürfen? Oder ist es D? Ich hab doch gesagt, dass Hollywood nicht. Dass ein paar Schuhe für maximal 2 Anlässe benutzt werden dürfen. Und ja, bitte. Heffern. Ach du Scheiße. Also, das mit B macht keinen. Das macht doch keinen Sinn. Das ist ja eigentlich so, würde ich sagen, zum Beispiel eine allgemeine Sage oder Mythos oder ist ja wie mit. Okay, mit den Bauernregeln gibt's ja hier 7 Tage Regen und so, das ist ja fast korrekt immer, aber nicht immer. Aber ich würde das schon mal krass ausschließen. Also jetzt so für den Anfang erstmal so von meinem Gedanke her. Was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich C. Also wegen der Landessprache. Das könnte... Ja, also... War das schon so krass mit Einwanderer, so 1482? So? Ich weiß sowieso nicht, was 1482 los war. War das nicht so Christoph Kolumbus, die sind da losgesegelt, um nach Indien zu kommen oder so? Ist das nicht so um die Zeit? So 1482 bis 1500 irgendwas? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das war doch eine junge Zeit. Ach, was weiß ich. Ich bin Geschichte immer schon schlecht. Sagen, was besser? Was kommt jetzt mit Bud Spencer? Ja, ist gut. Also, es geht hier um kurioses Gesetz. Ne? Ja, das Janik, kurioses Gesetz. Wir können ja diese Frage sowieso nicht klauen oder so, ne? Genau. Nee, okay. Könnte aber mal ruhig sein. So. Ich könnte auch einfach die Schnauze. Wir dürfen natürlich untereinander chatten, wenn ihr sagt, hey, ich glaube, das ist so. Okay, zum Beispiel, guck mal, bei D können wir sagen, wie willst du das kontrollieren? Das kannst du ja gar nicht kontrollieren. Nee, das kontrolliert ja auch keine so. Ja, das wäre zu schwierig. Hat ja, das mit dem Regen, ich weiß nicht, ob die damals so auf ja, auf aber sowas. Du kannst auch nicht Regen für ein Gesetz abschließen, das ist doch verbannt. Also es ist kurios, aber das ist dann ein totaler Hirngespinst für mich. Also, ja, aber wenn du Angeklagter bist und es regnet an deinem Verhandlungstag. Tolles Gesetz. Und dann, jetzt hat es ja ein schlechtes Omen. Toll. Ja, das Großbritannien. Ja, da regnet es immer. Dann ist sie ja jeden Tag scheiße für die. Ihr dürft ja nicht vergessen, dass Großbritannien ein christliches Land damals war, ne? David hat's Maul. David, bitte ein bisschen zurückhalten. Danke. Ich werde ihn diskutieren und verzweifeln. Also, ja, ich wäre entweder bei A. Das ist mein Tagestag. Ja, ich wäre auch bei A oder C. Ich wäre bei A oder bei C. Ja. Also das mit der Landessprache könnte ich mir halt eher vorstellen. Aber ist ja die Frage, 1482, waren die damals so mit den, die Monarchen und so, Müll, waren die so auf Schwäne aus? Ja, was? Kann doch. Schwäne waren, also jetzt mal so gedacht. Ich kann mir echt vorstellen, wenn so ein Schwan landet, ja, das ist jetzt unserer Pech gehabt. Ist ja wie beim Staat, wenn du Gold in deinem Garten findest, dann gehört das ja eigentlich dem Staat angeblich. Ja, ist genauso wie mit Öl. Ich sage auch, ne, ist ja dasselbe. Boah, ich weiß halt echt nicht. Aber also, C kann ich mir eher denken als A. Ja, aber C, ja. Dann treffen die sich irgendwo, wo keiner da. Ja. Ja, es geht ja um die Arbeitszeit. Ja. Du darfst während der Arbeitszeit nur in einer anderen Sprache reden. Was sie danach machen, ist ja scheißegal. Und wenn die sich eine Tüte rauchen gehen oder so. Das Schlimme dabei ist, ich find's ja nicht mal kurios.
Ich finde, das war wahrscheinlich eh früher rassistisch und das war ja normal. Ja, dann nehmen wir A. Kurios. Ey, krass, okay. Ja, keine Ahnung, das ist nur meine Meinung. Also. Ja, Rassismus war früher noch schlimmer als heute. Ich meine, heute ist immer noch schlimmer, aber früher war noch schlimmer. Ja, das stimmt. Was ist eure Antwort? Noch gar kein. Okay. 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 So, sonst nennen wir nochmal Gründe, warum es A nicht sein kann, sondern eher C, sonst weiß ich nicht. Keine Ahnung. C könnte ich mir halt, wie du schon sagst, das wäre nicht so kurios, aber ich könnte es mir halt eher denken als, ja gut. Ja, weil alle Schwäne dem Eigentum der Monarchen sind, wenn die so geil darauf waren damals und ein Gesetz erlassen haben, weil die so geil darauf waren, kann auch sein. Das ist ja auch vielleicht so ein das Status. Also A wäre ein kurioses Gesetz. Ja. Dann in dem Moment. Dann würde ich eher ja, zu A tendieren. Ja, dann machen wir A, komm. Naja. Wir loggen A ein. Ja, wir loggen A ein. A. Jetzt ist D richtig oder so. Oh, wollt ihr auflösen, Pearl und David? Ja, komm, ich löse auf. Es ist A. Es ist tatsächlich. Ich wusste es. So, ja, es ist 1982. Ein Gesetz war blöd. Genau. Geil. Ja, dieses Folgendes. Gesetz hält bis heute. Also, lass mal. Wenn Großbritannien einen Schwan verletzt, beschädigt das Eigentum der Queen. Denn laut einem Gesetz aus dem Jahr 1482 gehören alle wilden Schwäne der amtierenden Monarchin. Der Grund, damals machten viele Menschen wegen ihres zarten Fleisches und der weichen Federn Jagd auf die Vögel. Um die Schwäne vor dem Aussterben zu schützen, wurden sie durch den Act of Swans durch den Schutz der britischen Krone gestellt. Auch alle Delfine und Wale vor den Küsten Großbritanniens gehören der Regentin. Ja, aber ist doch gar nicht so schlimm, das Gesetz. Das ist ein gutes Gesetz. Ja, ist doch geil. Ein cooles Gesetz, aber ich ganz ehrlich, wenn Paul das nicht geschrieben hätte, hätte ich auch C gesagt. Halt echt, Zesch, dass wir dann unlucky die Kategorie nicht hatten. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, unseres war. Ich hätte ja Hollywood lieber gehabt, aber nein. Komm, was für ein Punkt, ey. Mann. Unseres war, by the way, auch nicht so skurril, ne? Also, dass da Delphi Hollywood nimmt, töte ich dich, ne? Oh. Ja, okay, dann nehme ich jetzt Hollywood, so fertig. Hab ich auch gesagt. Nehme ich jetzt einfach Hollywood. Oh. Okay. Hollywood it is. Was lachst denn du jetzt? Das ist wahrscheinlich reingebaitet, der will Hollywood gar nicht haben. Ist mir egal, ich nehme Hollywood gerne. Ja, eben. Hollywood ist, glaube ich, einfacher als Tierwelt. Oder süß. Aber ich finde es lustig, ich habe das Holger 1:1 geschrieben. Ja, ich will Dave damit belten. Was macht Dave? Bam, bam. Ja, easy. So, ist Hollywood. Mir egal. Ja. Hätte ich so oder so genommen, also von dem her. Bevor der ehemalige Schauspieler Robin Williams mit dem Filmdreh begann, verlangte er immer etwas vor dem Produktionsfirmen. Was war dies? Er möchte in seinem Hotelzimmer eine Schale mit nur blauen M&Ms haben. Na gut, dann gebe ich euch direkt halt den Punkt. Danke. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt aber auch gewusst. Nee. Das wusste ich tatsächlich nie. Ich wusste irgendwas mit Blau und dass er irgendwas auf seinem Zimmer haben wollte. Was stimmt bei dir denn jetzt nicht? Hey, wir machen einfach mal weiter, weil das ist nicht das Gesuchte. Achso, schade. Schade. Wäre aber lustig. Okay, ich war überzeugend anscheinend. Im Drehbuch sollte immer mindestens ein Name aus seiner Familie wiederzufinden sein. Das wäre schon affig, wenn du das machen würdest. Dann würde ja keiner mehr dich engagieren wollen. B. Seine Mutter erhielt von jedem Drehen ein Gemeinschaftsfoto mit allen Mitwirkenden. Das sind die Hauptausbilder. Okay. C. Obdachlose sollten eingestellt werden. Das war nett. Oder es ist D. Sein Hundemasseur muss einen garantierten Cameo-Auftritt bekommen. Und bitte. Keine MMA. Ach du Scheiße. Schade, ich dachte, das wäre von dem gekommen. Weil das ist ja so ein altes Showbiz-Ding. Du machst halt alle möglichen Forderungen, dann am Ende ist was ganz Absurdes und dann guckst du noch diesem komplett Absurden, weil dann weißt du, okay, anderen Forderungen wurden anscheinend dann auch eingehalten. Wenn die so, da ist sogar das Absurde. Ja, sowas könnte ich mir tatsächlich aber auch vorstellen. So, also. Ja, hätte sein können, dass es von dem kommt. Ich hab's mal probiert. Ja, gut. Robin Williams ist auf jeden Fall, oder war, ne? Ist er schon tot? Ja. Mittlerweile, ist tot, ja. Das ist der sich umgebracht hat, meine ich. Yes. Ja. Genau. Der war ja schon Philanthrop, meine ich. Sehr lustiger Kerl. Sehr lustiger schon Kerl. Schon Philanthrop. Hatte aber auch selber sehr viele Probleme.
Definitiv, ja. Hochgradig depressiv. Ja. Also alles außer D kann ich mir durchaus vorstellen. D bin ich auch raus. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das interessiert ihn, glaube ich, eher wenig. Mich würde schon wundern, wenn der tatsächlich einen Hundemasseur hatte. Ja, also... Gut, okay. Viele Stars sind so abgehoben, also es gibt viele Stars, die vielleicht so abgehoben sind und dem Hund einen Hundemasseur anbeuteln, ne? Aber ich glaube nicht er. Würde mich auch irgendwie wundern. R haben wir nicht, wir haben nur A bis D. Aber. Gemeinschaftsfoto ist auch irgendwie komisch mit der Mutter. Ich meine, in seinen frühen Filmjahren vielleicht ja. In seinen späteren weiß ich nicht. Also mit allen Mitwirkenden. Das würde ja bedeuten auch. Schon krass. Jeder Assistent, jeder Kerl vom Bühnenbild und so weiter. Das sind ja teilweise hunderte oder tausende Leute. Hunderte bis tausende Leute, ja. Fände ich schon seltsam. Oder Mitwirkender heißt dann in dem Fall alle Schauspieler. Ich glaube, mitwirkend bezieht sich dann wahrscheinlich auf Schauspieler. Das heißt, aber auch das, gerade bei sowas wie Good Morning Vietnam oder was mit den ganzen Statisten und so, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist schon krass. Also ich tendiere aktuell eher zu den Obdachlosen. Ja. War schon ein gutherziger Mensch. Wollte immer was Gutes tun, weißt du? An sich. Obwohl das mit der Familie auch nicht weit hergegriffen wäre, aber das wäre schon krass, wenn in jedem Film irgendwie, keine Ahnung, statt Peter Pan heißt du David, Maria, was weiß ich. Oder so. Das ja, gut. Ich meine, bei vielen, sagen wir zum Beispiel Mrs. Doubtfire oder was, dann heißt halt eins der Kinder heißt dann irgendwie Peter oder was und der hat halt einen Onkel, der heißt Peter. So. Ja. Das geht ja relativ fix, also so einen Vornamen irgendwie einbauen. Ist relativ easy, denke ich. Bei Peter Pan weiß ich nicht, ob da nur Originalfiguren drin waren. Da waren nur Originalfiguren drin, vor allem hieß der Film ja auch Hook. Das ist mir gerade eingefallen, das war ja gar nicht Peter Pan, sondern Hook hieß der Film. Aber da ist dann die Frage, eventuell hieß er eins von den Kindern oder so, wie jemand aus seiner Familie. Ich bin zwischen A und C auf jeden Fall, ja. A und C sind so die Dinger. Weiß nicht, Obdachlose finde ich ist. Obdachlose Einstellung ist schon irgendwie ein bisschen grenzwertig. Du weißt halt nicht, was die machen. So, aber ich. Es wird halt so zu dem Gutherzigen passen. Ja, das steht ja auch nicht, dass die Schauspieler dann sein sollen, die Obdachlosen. Nee, vielleicht, überhaupt nicht. Ne? Einfach irgendwie als. Ein Job. Einfach ein Job, keine Ahnung, als Artisten oder so. Kann ja auch sein. Ja. Beispielsweise ein Penner als Artist in einem Film drin haben, ist doch ganz geil, wenn du einen Original-Penner drin hast. Ja. Was klingt? Blöds klingt, ist halt schon authentisch so. Oder du gibst einem Obdachlosen Job dann fürs Bühnenbild, weißt du, dass er da ein bisschen singen darf oder sowas, ne? Ja, genau. Also gibt ja mehr als genug Arbeiten, die verrichten könnten in so einem Set. Also aktuell sage ich mehr C als A, aber A ist halt auch schon, kann halt auch schon sein, so, ne? Ich achte übrigens immer auf den Chat, wenn ich da hingucke. Vertrau mir. Ach, ich auf den Chat. Also. Ich sehe alles. Ja, ich gehe mit dir. Okay, wir nehmen C. Ihr nehmt C? Hast du auch keine blauen Emmerichs? Nee, keine blauen. Leider nicht. Okay. Wäre krass gewesen. Ja. Bin doch gar nicht dran, scheinig. C ist eingeloggt. Genommen? C ist eingeloggt und ist fertig. Und ob ihr einen Punkt kriegt oder nicht, sag ich euch jetzt. Ich muss umändern auf einen Punkt. Ja, korrekt. Stark. So, es war nämlich so, Robin Williams forderte für jeden Film, den er drehte, die Produktionsfirma auf, mindestens 10 Obdachlose einzustellen, damit sie Arbeit haben. In seiner gesamten Karriere half er so etwa 1520 Obdachlosen. Alter, das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Das ist aber schick. Halt, ja. Das ist halt 10 von 10. Yes, yes. Damit haben wir jetzt echt nicht mehr gehabt. Ja? War richtig, dass wir Hollywood genommen haben. Yes. Ja. Das ist ich auch so. Haben Mirko gut gebetet. Na, absolut. Danke, Mirko. Kuss. Danke, bitte, Mirko. Kein Thema. So, damit ist dann, seid ihr dann wieder dran. Sein Wechsel. Ja, Holger sucht aus. Mir ist es mir alles egal. Ja, dann nehmen wir Altag. Komm. Alter. Oh, ich hab Altag verstanden erstmal. Ja, ich hab's nicht so. Natürlich. Leute,
Da habe ich mal eine Zwischenfrage. Wer von euch hat schon alles fantastische Tierwesen gesehen? Ich noch nicht. Den ersten Jahr. Ich nicht. Den ersten und zweiten Jahr. Geht von immer noch dritten. Nicht. Nee. Noch nicht. Werde ich mir bei euch angucken. Ich kann mit keiner darüber reden. Achso. Ich gehe morgen ins Kino. Danach kannst du auch mit keiner darüber reden. Ist mir egal, Mirko. Halt am Maul. Hey, das war doch nicht böse gemeint. Ich. Jetzt fing der so an. Wie war das mit Anti? So, Holger und Mirko wollten beide gemeinsam den Alltag jetzt erklimmen. Ja, geschrieben ist egal, ich habe ihn gefragt. Ja, Alltag ist scheiße, Ende. So, der und? Alltag. Ja, Kreuzwitze. Der Bürgermeister von Toledo, Emiliano Garcia Page, schaffte es 2010 in die Schlagzeilen. Weil... Ja, schön für ihn. Woher? A, er in einem Meeting statt einer Präsentation einen Porno zeigte. Was? Das würde ich Amerika tatsächlich zutrauen. B. Geht der Puls hoch bei den Männern? Ja, ein Engel mit einer Rakete enthauptet hat. Alles Dinge, die ich Amerika zutrauen würde. C. Er kein Mensch, sondern eine Ziege ist. Alles, was ich Amerika zutrauen würde. Oder es ist D. Er bei Amtseintritt in einem Kleid erschienen ist. Alles, was ich Amerika zutrauen würde. Und bitte. Das ist alles bescheuert. Da geht's. Alter. Ich weiß nicht, ob die Frage kommt, aber in Amerika gibt's auch einen, gibt's auch einen Bürgermeister, der ist ein Kind. Weil die Einwohnerzahl nur 10 Leute sind oder so. Neues. Auf jeden Fall ist alles bescheuert. Also die Ziege glaube ich nicht. Ja, die Ziege heißt nicht Emiliano Garcia Page. Woher willst du das wissen? Warum das denn nicht? Warum das denn nicht? Echt so. Hallo? Viel zu lang für eine Ziege, ey. Hallo, Bernd oder irgendwie so Hans oder sowas, ja? Keine Ahnung. Das wird schon was gegen. Hast du jetzt was gegen Ziegen oder was? Nö, ist ein gutes Fleisch. Mirko hat immer was gegen Ziegen. Guten Käse. Gutes Fleisch, guter Käse. Ja, ist auch lecker. Wenn das gut gemacht ist. Also, ja, Holger, ich sag mal so, ich hab keine Ahnung. Also Mirko, das mit dem Engel glaube ich auch nicht. Gut, das könnte mein Semester auch passieren, wenn ich das in der Kirche abfeuern würde oder so. Ja, aber meinst du, er hat einen Engel enthauptet? Ja gut, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, aber... wir dürfen ruhig diskutieren, das machen wir nichts. Ja, ich weiß nicht, was ich da diskutieren soll, weil alles ist Schlagzeile wert. Ich wäre halt eiskalt einfach auf Scheiß einfach bei der Pornogeschichte. Keine Ahnung. Weiß nicht. So was machst du doch keine Schlagzeile eigentlich so richtig, ne? Weil das kann ja jedem passieren, wenn er seinen Rechner nicht richtig, sag ich mal, sauber hält, beziehungsweise. Ja, aber die hängen sich doch an alles auf, oder nicht? Bitte? Sag, die hängen sich doch an alles auf, was Schlagzeilen angeht. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich sag. Ich weiß, es ist jetzt nicht so bahnbrechend schlimm, dass... warte mal, erstmal muss ich mir denken, Toledo, ich weiß nicht, ob das... Ne, was, keine Ahnung, Stadt ist, was weiß ich, ist auch egal. Alter! Ja, was denn? Ich hab da keine Ahnung von, Dave. Ob das... Wie soll ich das erklären? Ich find's jetzt nicht so krass, also wenn das ein Bürgermeister... Ja gut, wenn das ein Bürgermeister ist von einer wichtigen Stadt ist. Toledo ist die Hauptstadt der spanischen Provinz Toledo. Ja, deswegen weiß ich nicht, warum Dave was von Amerika sagt. Ach, das war nur ein Gag. Ja, klar. Ich hab da schon so komisch geguckt, als du das gesagt hast, mit dem spanischen Namen. In Mexiko, wenn dann überhaupt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das... Ich glaub nicht, dass der in Engel enthauptet. Also, ja, ich weiß nicht, die sind halt sehr christlich, ne? Die Spanier, ne? Hey Paul, ich hab dir da was geschickt. Hab schon gesehen. Porno oder was? Mhm. Ja.
Ja, den er gezeigt hat. Ja, ganz genau. Den habt ihr euch gerade rausgesucht, ne? Ja. Ziege kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Nee, Ziege fällt raus. Never. Also selbst in Spanien nicht. Ich könnte mir Kleid gut vorstellen, aber... Meinst du Kleid? Ja, keine Ahnung. Aber warum sollte er im Kleid erschienen sein? Das ist halt komisch. Jetzt auch die Frage, warum macht man sowas dann? Also in Toledo sind, by the way, im Durchschnitt meistens so 15. Ich weiß nicht wieso, aber... Drin, ne? Ich weiß nicht, bestimmt wegen Amtseinführung hat er irgendwie eine Rakete gezündet und dann ist sie falsch geflogen, auf den Engel geflogen und dann ist der Kopf abgeflogen. Keine Ahnung. Ja, okay, dann nehmen wir Engel. Komm. Okay, Holger. Lass mit Engel gehen, eiskalt. Engel ist es nicht. Ja, vielleicht hat er das gemacht. Ja, okay. Also B ist eingeloggt. Ja. Nee, mies egal. Komm, hau raus. B wer ist also eingeloggt. Nochmal. Was ist nicht, Alter? Die Lösung. Ich lese aber mal die Lösung vor. Der Bürgermeister von Toledo hat mit seinem Feuerwerk eine Engelsfigur an der Kathedrale der mittelspanischen Stadt enthauptet. Ja, der geil! Kopf, ne, ist ja, nice. Richtig. Der Kopf der geil. Steinfigur, die über ein Portal des Gotteshauses angebracht ist, fiel aus der Höhe von 5 Metern zu Boden. Wie ein Kirchensprecher mitteilte, wurde niemand verletzt. Das ist so belastend einfach nur. Es ist so belastend. Holger sagt fünfmal nicht die Engelstatue. Ich lach mir einen halben Ast ab, weil ich gerade gegoogelt hatte. Okay, ist es das? Oh mein Gott, es ist halt wirklich was. Ich sehe nur eine Engelskopfbild, ja, und denke mir so, oh mein Gott. Keine Ahnung, alles andere macht halt keinen Sinn, weil es für 2010 in unserem Zeitalter... Ich sag mal, Europa macht das gar keinen Sinn. In Amerika ja, weil du so einen Scheiß hier gelabert hast. Und da du das so oft erwähnt hast, kannst du da eh nicht baiten. Weil du machst das so offensichtlich. Und ey, du, ich hätte das tatsächlich jedem anderen Amerikaner zugetraut. Und zwar alles. Jo. Das ist mein Ernst. Ja gut, das stimmt. Da gebe ich dir zu. Ja, aber könnte. Kleid wäre keine Schlagzeile, wäre irgendwie nur lustig. Ey, warum? Das wäre schon eine Schlagzeile wert gewesen. Sagen, das wäre ja auch eine Schlagzeile gekommen. Hä? Ganz ehrlich, beim Meeting in einer Präsentation, 2010. Da müsst ihr ja wie soll das einer auch mitbekommen? Da ist ja kein Journalist bei oder sonst irgendwas. Das wird dann eh geschlossen. Bürgermeister, bei. Meeting, Präsentation. Da glaubst ja, du nicht, dass jemand ja, rauskommt natürlich, und sagt, Digga... Wenn du Meeting mit deiner Firma hast, dann ist auch immer ein Journalist dabei, falls was passieren könnte. Ja, aber ich reicht ja, wenn das einer erzählt, der im Meeting war. Ja, ja gut, das reicht doch die Erzählung allein schon, dann kommt ein Journalist da drauf, Digga, yo. Mann. A ist übrigens auch allen passiert, das habe ich auch rausgefunden, deswegen hatte ich das auch mit reingepackt. Aber das ist natürlich... Ja, Janik, gibst du. Kannst du ruhig sagen, dass du das warst? Nee, auf der Seite bin ich nicht gekommen. War das ein Amerikaner? Ich hab nur die Überschrift gesehen, dachte mir, ja gut, das nimmst du jetzt auch. Ich hab mir nicht gedacht. Wäre cool gewesen, wenn das ein Amerikaner gewesen wäre. Ja. Wenn mein Call gar nicht so scheiße ist. So. Aber damit 2-2-1 bisher. Team Rido Folger, alle Punkte richtig gehabt. Mhm. Das ist schlecht. Richtiger Lack, weil sich Holger immer beschwatzen lässt. Nö, ich glaube, weil Holger auch keine Ahnung hatte, so wie ich. Und das war also, am logischsten. Ich hab von nix eine Ahnung. Holger hat fünfmal gesagt, nicht der Engel. Oh doch, der Engel. Ja, den Engel. Ja, ich dachte, komm, wenn er sagt Engel, dann lass Engel nehmen. Das fand ich aber auch gut von mir kommen. Er hat mir gerade gesagt, Feuerwerk, Engel, ja, irgendwie passiert. Und genauso war es. Ja. Ja, vor allem, wir führen noch eh mit einem Spiel. Also kann doch eh Latte sein. Jo. So, dann dürfen Paul und David wieder aussuchen. Hey Paul, mach mal typisch Deutsch, oder? Ja, dachte ich mir auch, typisch Deutsch. Moment, Shining, da kannst du vorbeischauen. Das ist Deutsch auch schnell. Ja, das ist aber eigentlich nicht Deutsch, das ist eigentlich ja Österreich. Ja, Österreich, ja. Ja, trotzdem habe ich Hunger auf Schnitzel. Typisch Deutsch wäre jetzt eine Weißwurst. Naja, hat der Bayerisch. Ja. Das ist egal, es gehört zu Deutsch. Oh Gott, eine Freundin! Ja, aber Bayerisch ist halt... wieder was anderes. Ist nur die eigene Küche. Jetzt versuchen sich hier nur wieder irgendwelche... Bayern ist ja für sich selbst. Warte mal. Das ist halt, als wenn du jetzt sagst, Tracht oder Dirndl, dann wäre typisch deutsch, ist es halt nicht. Das ist halt typisch bayerisch. Ja. Okay, zum Beispiel Currywurst ist auch nicht typisch deutsch. Ist naja, so Ruhrpott-mäßig. Mittlerweile finde ich, dass so einige Sachen einfach typisch deutsch sind. Unter anderem was ist denn Dirndl? Döner, weil Döner halt, würde ich sagen, ne? Das Döner ist typisch deutsch, ja. Typisch deutsch, ja. Ja, wir nehmen typisch deutsch, Janik. Ja, typisch deutsch. Na gut. Dafür soll das doch hier noch beschwatzen. Nö, typisch deutsch. Kurz Smalltalk gefüllt. Mach mal raus.
Na gut, dann packe ich jetzt typisch Deutsch hier oben rein. Jetzt ist eingeloggt. Was habt ihr denn Salat? Ja, boah, Salat. Was für eine Anspielung auf Essen. So. Ich hoffe, seid ihr ja, ready? Scheinlich, ich vergesse mal morgen. In den 1920er Jahren entstand in Deutschland unter der Leitung von Hermann Sögel ein Plan. A. Ein Großteil des Mittelmeers trocken zu legen. Oder es ist B. Ein Teil der Alpen abzutragen. Oder ist es C. Die gesamte Stadtfläche von Hannover zu einem Gefängnis zu machen. Oh mein Gott. Oder ist es D. Helgoland in das deutsche Festland zu ziehen. Erfahren. Ich möchte ganz kurz sagen, dass A und B tatsächlich Pläne sind, die ich kenne. Hast du ja auch schon versucht, umzutragen? Nein, es sind Pläne von Staatshäuptern, die ich auf jeden Fall kenne. Haben wir mit dir geredet, dass sie das machen wollen? Nein, nicht, dass ich die Staatshäupter kenne, sondern die Pläne von denen kenne ich. Und ich weiß, dass die irgendwann mal so um den Dreh rum geplant waren. Wie will man Helgoland an das deutsche Festland ziehen? Das ist doch einfach eine Insel. Das schwimmt ja nicht, oder? Ja, du kannst eine Straße hinbauen. Ja, aber das ist ja was anderes, als irgendwas an das Festland zu ziehen. Das ist wohl wahr. Also selbst wenn du da jetzt wirklich eine Brücke oder was hinbaust, ist ja aber nicht wenn, das Gleiche. Aber wenn du jetzt ziehen mit Brücke hinbauen übersetzen würdest, dann... Ja, kannst du aber nicht, weil das was grundsätzlich Verschiedenes ist. Ja, wie gesagt, die ersten zwei, also das erste auf jeden Fall kenne ich, das zweite ist irgendwo in meinem Hinterstübchen irgendwas. Das mit dem Mittelmeer weiß ich, dass es da mal irgendwie einen verrückten Plan gab, das Mittelmeer teils trocken zu legen, um einen besseren Weg nach Afrika zu begründen, während der Besiedlung in Afrika aus, weiß ich. Es ist absolut weird, aber es ist tatsächlich. Jo! Ne? Als Ziel finde ich auch seltsam, gesamte Stadtfläche von Hannover zu einem Gefängnis machen. Wir brauchen kein so großes Gefängnis in Deutschland. Ja. Das fände ich halt einfach absurd. 1920 auf jeden Fall nicht. Auch heute nicht. Ne, heute auch nicht. Ein Teil der Alpen abtragen, muss ich sagen, finde ich halt ein bisschen weird. Warum? Um leichter rüber zu kommen, eventuell. Es kann sein, ja. Also A und B sind so ziemlich die einzigen, die ich mir vorstellen kann. Wie gesagt, weil, A habe ich halt schon gehört, ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Deutsch war oder ob das nicht vielleicht, keine Ahnung, Griechen waren oder so. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es während der Besiedlung Afrikas war. Aber die war eigentlich ja schon vor 1920. Ja. Das ist richtig. Kolonialisierung Afrikas. Das ist ja schon nach dem Ersten Weltkrieg. Aber der gerade vorbei im Prinzip. Oder war das noch irgendein anderer Plan? Was mit dem Ding? Ich bin jetzt gar nicht mal sicher. Du darfst sowieso nicht mitraten. Ja, dann guck in den Akadari-Stream, da kannst du sie mitlesen. Ich würde A sagen, weil das sagt mir tatsächlich was. Das ist das Einzige, was mir was richtig sagt, wo ich weiß, da gab es so einen Plan. Ja. Ja, warum nicht? Nehmen wir A. Nehmen wir A. Wir nehmen A. Wir nehmen ja, A. Ja, wir nehmen A. Wenn es jetzt, wenn's jetzt C ist, dann fresse ich einen Hut. Hast du einen Hut zu Hause? Ich hab eine Mütze hier. Ja, aber das ist was anderes. Ich halte sie schon mal bereit, ja. Okay, ihr kriegt einen Punkt. Ich wusste es! Sehr gut, Dave. Ich wusste es! Mein Gehirn lässt mich nicht in den Stich. Ja. Den Stream zeige ich dann auch schon mal ein schickes Bild, was ich dazu auch noch habe. Ja, dann guck ich da jetzt eben rein. Guck da jetzt eben mal rein. So. Das hab... Willst du uns noch ein bisschen was dazu erklären? Ja, dann mach ich zu dem Bild. Habe ich natürlich ein bisschen was dazu sagen. Also, wie David schon sagt, es hat mit Afrika zu tun. Man wollte nämlich quasi
das Festland direkt haben. Deswegen hat man versucht, das Mittelmeer vom Atlantik und vom Schwarzen Meer abzutrennen und das dann großflächig verdunsten zu lassen. Also David's Guess ging in eine richtig gute Richtung. Dass man sich quasi den Weg, den sie da gehen wollten, und dann mussten sie... Genau, über Italien drüber, genau. Yes. Dann wird die halt über den Stiefel, dann wird der Italien auch größer, das heißt, Italien würde ja auch davon profitieren. Und deswegen gab es da auch schon irgendwie Staatsgesuche mit Italien und das Ganze sollte auch schon finanziert werden und das verlief dann im Sand, weil dann Adolf Hitler an die Staatsmacht kam. Aber eigentlich hätten wir dann ein anderes Italien als heute. Hitler hätte sich doch eigentlich freuen müssen für den Afrika-Feldzug. Wäre doch sinnvoll gewesen, oder nicht? Ja, allerdings die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland waren zwar noch gut, aber dementsprechend der Krieg hatte halt mehr Ressourcen gefressen. Ja, dementsprechend gut, konnten die Staaten sich nicht gegenseitig so finanzieren, dass sie das Projekt weiter hätten führen können. Holger und mir müssen jetzt mal falsch raten. Ja, ihr müsst jetzt mal falsch raten. Ja, falsch raten ist ja aber doof. Das ist ja das Werk. Nee. Hey, nimm doch einfach Tierwelt. Gut. Tierwelt ist geil. Tierwelt willst du? Ja, Mirko, wo ist Mirko überhaupt? Mirko ist gerade AFK. Ah, okay, cool. Ja, also jetzt wäre dann eure Hälfte, also 6 hat dann jeder. Das wäre eure Dritte. Ja, Schöpfer wäre nicht schlecht. Bist ja 2-2. Eine spannende Nummer. Du, ja. Janik. Du, Holger? Was ist eigentlich das Fragezeichen da in der Mitte? Das ist ein Fragezeichen. Das kann alles sein. Ah, okay. Ich wollte nur mal fragen. Geht dann um Satzzeichen. Ja, geht dann um Satzzeichen. Wie heißt der Strich? Das wäre geil. Welchen Satzzeichen hat Janik als letztes benutzt? Ausrufezeichen? Das Komma? Wie heißt das? Warten wir jetzt erstmal noch auf Mirko, ja, aber. Da musst du wissen, ob du auf deinen Teamkollegen warten möchtest oder nein. Ja, wir haben noch Zeit. Ich bin doch da. Das ist gut. Ja, ihr nehmt jetzt für sich gerade Pause machen, jetzt bist du da, weißt du? Ja, mach doch Pause. Schau mal, ihr müsst jetzt eigentlich das Bild vervollständigen und Tierwelt nehmen. Nee, ich weiß nicht, Tierwelt, bist du so tierfreundlich, Mirko? Dann kannst du abgeben, also nein. Ich würde gerade sagen. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie. Süßkram spricht mich so ein bisschen an, aber weiß nicht. Willst du Süßkram? Ja. Ach komm, ich wollte letzte Runde schon Süßkram, dann machen wir jetzt Süßkram. Ja, dann nimm doch Süßkram. Ja, nicht auch raus, mach Süßkram. Guck mal, ich hab hier auch so ein süßes Testchen jetzt. Guck mal hier. Ja, ich hab auch was Süßes in meiner Hose. Das ist Kaffee, aber das ist so ein Thermalbisch. Süßkram! Ist jetzt eure Hälfte. Ist damit rum. Danach hat jeder noch 3. Ich bin gespannt, wie das denn noch weitergeht. Oh, Süßkram geht wie Süßkram weiter, ne? Seid ihr ready? Ja. Da will ich kurz was anmerken, ne? Was mich momentan ein bisschen nervt im Internet ist, die ganze Werbung von diesen komischen Boxen, diese Süßigkeitenboxen, wo ich mir denke, warum ist das jetzt so gehypt, obwohl man das schon hätte mit meiner Freundin vor 3-4 Jahren gemacht, wo ich dachte. Meinst du diese Süßigkeitenboxen, die für, keine Ahnung, billig Geld und so? Nee, nicht billig Geld. Du zahlst, glaube ich, irgendwie ein Abo. 20 Euro und dann kriegst du das immer halt zugeschickt, so Mix aus verschiedenen Ländern oder so. Aber so Anarchie die Welt und so. Ja, genau. Und das ist jetzt auf einmal so gehypt und ich verstehe nicht warum. Das gab es ja vorher auch schon. Aber in Corona waren die Leute mehr im Internet und haben sich dann gedacht, oh komm, Süßigkeiten. Das ist nicht so. Jetzt können wir weiter machen. Die meisten Sachen sind halt durch Corona entstanden mittlerweile. Ja. Im Zweifelsfall ist es einfach wegen Corona. Irgendwie. So. Ja, Corona ist immer allem schuld. Süßkram! Die sogenannte Panzerschokolade ist vor allem bekannt als. Die ist cool. Schokolade. Die am meisten verbreitete Droge des Zweiten Weltkriegs. Und es ist B. Die am besten von der Außenwelt gesicherte Schokolade der Welt. Oder es ist C. Die bisher einzig verkaufte Schokolade in McDonalds-Filialen. WTF. Oder das ist D. Ein Virus, der schaffte das Unternehmen Meta für einen Tag lahmzulegen. Davon.
Also Holger. Virus fällt viel Bier, ja. Kennst du das Unternehmen Meta? Ja. Okay, dann bist du da mehr up to date? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Facebook. Ist gerade. Ja, doch. Ah. Ach jo, stimmt, der hat das ja mit diesen Dingszeichen geändert. Ja, stimmt. Siehst du jetzt, bist auch wieder am Start. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was Mac ist. Also, ich habe noch nie gehört, ich gehe nach Mac, ich komme in Schokolade. Es ist so. Ich habe zu meinem Big Mac noch eine Tafel Schokolade, bitte. Okay, die haben ja Mac-Café, oder? Haben die das noch? Gibt's das noch? Warum wird es das nicht mehr geben? Verstehe keine Ahnung. Janik, du bist so. Aber die am besten von der Außenwelt gesicherte Schokolade. Moment. Fort Knox. Okay. Keine Ahnung, dann, wenn sowas wäre, wäre es ja die Urschokolade wie der Urmeter oder die Uhrzeit. Uhrzeit, ja. Uhrzeit. Ja, das ist ja dieses Ur-Ding. Es gibt ja Urmeter, das Urkilo. Mhm. Ja. Aber es gibt keine Urschokolade. Also. Nee, du verstehst das falsch, Mirko. Das ist dann wie die Bananen in der DDR, nur andersrum. Ach so. Also da das Ding ja Panzerschokolade so in Anführungszeichen heißt, wäre ich echt bei der Weltkriegssache. Ich würde auch sagen, weil ich glaube, die waren froh, wenn die... Ich glaube, das war auch so mit... Es gab es früher, glaube ich, auch Werbung dazu noch mit Milka und so und so. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwas reingemischt haben, damit die Soldaten bloß hier vernünftig funktionieren im Weltkrieg. Ja, keine Ahnung. Also das wäre halt so, weil McDonald's fällt raus. Virus fällt eh raus, also C und D schon mal weg. Ja, bei B. B habe ich auf jeden Fall schon gehört. Die am besten von der Außenwelt gesicherte Schokolade never. Ja, warum denn nicht? Das ist nein, du. Mal weiter. Also echt. Wie gesagt, ich würde mit A gehen. Ja, komm, mach. Ich habe da echt keine Ahnung, weil bei D, warum soll man ein Virus. Bitte? Du hast doch Süßkram gesagt. Ach so, ja, wow, du. Bei Sport könnte dann eine ähnliche Frage kommen. Der sogenannte Panzerball ist vor allem bekannt als. Siehst du, kann ja alles vorkommen. So, ich gehe mit A. Ja, komm, lock A. Ja, oder? Oder willst du irgendwas anderes? Nee, mir fällt der weg. Bisher einzige verkaufte Schokolade bei Mac ist. Der kann vielleicht auch sein, aber. Ja, wenn die noch so alte Schokolade haben, dann ja. Aber wer nennt den, warum sollte bei Mc's dann Panzerschokolade heißen? Weil das so schwierig ist, die zu verkaufen, dann würde ich die ja nicht mal... Nein, alte Schokolade haben. Hat. Die lassen die einfach liegen ein paar Jahre. Dann ist sie so hart, dann kannst du Scheiben... Ja, nimm dein A da, ich bin da eh bei dir. Das, ja gut. Wird wahrscheinlich B sein, habe ich das Gefühl, aber egal. Wir nehmen A. A ist eure Antwort. Ja, ja. Also ist er eingeloggt. Hast du gar nicht eine schöne Lösung vorlesen? Ja, Panzerschokolade war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in aller Munde. Ja, ja, sag schon aus, alles richtig. Das vor allem um Pervitin ging, heute besser bekannt als Crystal Meth. Die deutsche Wehrmacht bestellte damals über 35 Millionen Einheiten, um Müdigkeit vorzubeugen, um die Soldaten auf Hochtouren zu bringen. Alter, als Hörbuch okay. Das mit Werbung erzählt hat, Alter. Die Milka. Die Milka Panzerschokolade. Was Milka noch Crystal Meth verkauft hat. Ich dachte so, die haben versucht, die Leute mit Schokolade so aufzumuntern, so dachte ich von der Werbung her. Ja, aber die Richtung ist ja nicht verkehrt, die mit der Schokolade. Ja, auch nur das stimmt, ja, aber mit den Drogen. Ja, wer weiß, wie korrupt Milka eigentlich ist. Das ist Milka, ey. Deswegen sind sie so groß. Voll gegen die lila Kuh schießen hier. So, alles belastend hier. Dann denken sich Dave und Paul, so ein Idiot, und dann kriegen die das noch hin. Ey, es ist halt wirklich so. Wie das trojanische Pferd. Aber wir liegen mit der Milka drin. Die haben dann einfach Drogen da drin und dann. Die Kommentare waren auch nur noch so, ja, die nehmen sowieso sowas. Aber. Was lauert die eigentlich da rum? Na, Holger und Mirko haben bisher 3 von 3 richtig. Jawoll, Mirko! Natürlich, Paul und David, 2 von 3 richtig.
Ist jedes Mal, wenn sie strugglen, denken sie so, ja, wir nehmen das. Ich finde es aber bisher sehr schön, immer wenn ich im Chat vom anderen gucke, steht direkt die richtige Antwort, da, wenn die anderen noch direkt anfangen mit dem Diskutieren. Ihr nehmt genau das, was fürs andere Team ist. Also sehr taktisch. Das ist halt Sage. Weißt du, die Antworten bei den Fragen von denen kennt man halt. Ja. Auf einmal. Ja, klar. Warum auch immer. Das ist halt anders. Panzerschokolade habe ich damals im Unterricht durchgenommen. Hast du gegessen? Vom durchgenommen, ne? Weißt du, erklärt Jungs, das so, ja. Schokolade, jetzt gibt's ja. Bam! Damals, mit der Deutschlehrerin, um eine Note besser zu kriegen, teilen sie. Nee, während wir den Zweiten Weltkrieg thematisiert haben, haben wir das dann dementsprechend auch besprochen. Und deswegen wusste ich das auch noch. Ich hab's nur noch mal gar... Sicherheit, aber ja. Ich bin gespannt, ob ihr auch das nächste Thema durchgenommen habt. Keine Ahnung, ich bin nicht. Ja, nehmen wir ein Fragezeichen. Oh mein Gott, das könnte alles sein. Komm, wir nehmen Fragezeichen. Er hat Fragezeichen. Jetzt kommen wir. Oh, jetzt! Wir drei Fragezeichen fragen. Boah, oh, da kenne ich mich aber aus. Da bin ich dann raus. Ich bin gespannt, ob ihr das auch durchgenommen habt. Und es geht los. Der vom Unternehmen Hansen Robotics entwickelte humanoide Roboter Sophia ist der weltweit erste Roboter, der A. eine Staatsbürgerschaft mit mehr Rechten als Menschen besitzt. Scheiße. B. ein eigenes Gewissen entwickelt hat. Ich auch scheiße finden, wenn das ein Roboter bekommt. Nee. Oder C, durch eine Schwangerschaft ein Babyroboter geboren, ne? Oder es ist D, den Turing-Test bestanden hat. Was ist der Turing-Test? Das war nochmal der Turing-Test, bitte zur Erklärung. Der Turing-Test. Na, warte, bevor ich das in eigenen Worten vielleicht falsch... Moment, du erklärst mir das jetzt, was soll das? Das ist ja einfach allgemein. Wenn ich dir das vorgebe, dann muss ich dir das ja auch erklären. Ja, gut. Im Turing-Test muss eine Person mehrmals in der Lage sein, Fehlerverhalten zu bestimmen, ob eine Antwort auf eine gestellte Frage von einem Computer oder einem anderen Menschen gegeben wurde. Kann die Person das nicht, hat der Computer den Test bestanden. Also im Endeffekt ist es, der Computer wird auf die Straße gestellt und dann Menschen müssen dann sagen, ist das ein Mensch oder ist das ein Roboter? Und er hat den, also wenn er quasi aussieht wie Mensch, dann hat er den Turing-Test bestanden. Ach, okay. Also wenn Menschen denken, okay, ja. Die Sophia ist ein Mensch, ne? Dann ja. Turing-Test bestanden. Okay. Ich bin für D. Ist das Einzige, was Sinn ergibt? Eigenes Gewissen kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass die KI mittlerweile so fortgeschritten ist, dass die tatsächlich ein Gewissen. Nee, ich meine, selbst die Google-KI kriegt es gerade mal auf die Reihe, ein Bild zu erstellen. Ja, gut, das ist ja wieder eine ganz andere Kategorie, aber Gewissen ist halt, ja. Emotionen und so was, nee. Schwangerschaft ist, nein, what the fuck. Staatsbürgerschaft ist tatsächlich ein Gerücht gewesen, was rumkursiert ist, weil es einen humanoiden Roboter gab, der halt außer, vielleicht war es auch diese vier, wie halt wirklich Mensch, deswegen glaube ich eher, dass es der Turing-Test ist, als ja, definitiv. Staatsbürgerschaft. Mit mehr Rechten als Menschen vor allem, das kann ja eigentlich ja, nicht sein, weil... Ja, das macht keinen Sinn. Du müsst ja generell weniger Rechte haben. Ist ein Roboter, ist ein Ding. Ja, darf also richtig. Nicht so viel wie Menschen. Also, ja. Ist D. Wir nehmen D. D. Ist eingeloggt? Ja. Okay. Ist falsch. Alter, sieht die also, gruselig aus. Sieht so gruselig aus. Ich habe auch gleich wieder ein Bild für den Stream. Die Lösung ist, Alter. Sie besitzt eine Staatsbürgerschaft in Saudi-Arabien. Wo sie sich weder verschleiern muss und außerdem benötigt sie keinen Vormund, um frei rumlaufen zu können. Logischerweise hat sie dann mehr Rechte als, ja, auch wenn es traurig ist, die Frauen. Also, die geht bei ihr überhaupt nicht. So, Turing-Test, da haben wir einmal noch das Bild von ihr im Stream, das ist die gute Sophia. Merkel hat sie auch mal getroffen, ne? Falls das auch mal drankommt in 5, bei Quiz Battle 8 oder so. Das ist einfach Sage. Na, da haben wir die gute Sophia. Ja, genau. Turing-Test, hätte so, glaube ich, nicht verstanden. Alter, da kriege ich echt gerade, da kannst du einen Horrorfilm draus machen, Junge. Weiß ich gar nicht. Aber sieht doch voll normal aus. Die wird interviewt, ey, das ist voll gruselig, wie die Mundbewegungen sind, so richtig so, wie so, keine Ahnung.
Das macht der Joker mehr Mundbewegungen als sie. Aber ich glaube, wir sind einfach raus. Ja, Mirko und Holger haben noch 3 Fragen und müssen 2-mal falsch antworten. Hm. Kann ja passieren. Alles möglich. Ja, werden so. Ist alles möglich. Ich werde einfach verkacken jetzt. So, was wollt ihr denn? Das ist, Yannick, du musst aber kurz für uns beide. Ja, wohl, das wäre ein Vorteil für uns. Nee, erklär das doch nicht. Ich wollte eigentlich wissen, was mit Verkehr gemeint ist, aber nee. Da kann alles gut gemeint sein, was Verkehr meint. Wer denkt denn an fucking Saudi-Arabien bei so einer Frage? Weißt du nicht ernsthaft gefragt, was er mit Verkehr meint? Ja, nein. Er meint, ob das menschliche oder das Straßenverkehr. Ach so. Nein, das meint denk mal nicht mal Frage so, schon mal gewusst, welche da kommen. Ja, Nerdquiz gewinnen wir. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist mir egal, wenn wir das hier holen. Dann könnt ihr von mir aus auch Nerdquiz gewinnen. Nein, es gibt so ein Prinzip, Holger. Ja, keine Ahnung. Such dir was aus, Holger, wo du meinst, du bist hier sicher. Weil jetzt nimm doch die scheiß Tierwelt. Na komm, nimm Sport. Ihr macht alles kaputt. Ach, Schnauze, ist unsere Runde. Ist eigentlich, also ihr wollt Sport. Mirko, Sport? Ja, nein? Ja, ist klar. Die Frage darf nur um Mirko beantworten. Ja, okay. Sonderregel. Nein, Spaß. Was soll das denn? So. Das war ein Scherz von dir. Ich träume alles zu. Wie aktiv war der 97 im Sport? Da war ich gerade auf der Welt, Junge. Also, vielleicht auch 2 oder so. 97, Janik, da war ich fit. Ne, ich auch. Wie schafft es Jürgen Klinsmann im Jahr 1997 auf die etwas andere Art in die Geschichtsbücher einzugehen? Okay. Ah, okay. Wollt nicht direkt die richtige Antwort sagen? Dann mache ich. Sage ich euch direkt A bis D. A. Er folgte den damaligen Schiedsrichter Jörg Kessler aus Versehen und war deshalb bis Saisonende gesperrt. Oder ist es B, aufgrund vom dichten Nebel spielte er noch 10 Minuten weiter, bis er bemerkte, dass das Spiel unterbrochen war? Das wäre schon wild. Ist es C, er führte während der regulären Spielzeit ein Telefonat? Was? Oder ist es D, er trat wutentbrannt in eine Sanyo-Werbetonne und hinterließ dort ein Loch? Heffern. Also, was war denn was? Sanyo? Also, ja, was eine Werbetonne ist, klar, aber was ist ein Sanyo? Wahrscheinlich einfach der Partner. Ja. Das stand einfach dann da drauf. Also. Ein Telefonat fällt bei mir raus. Gut. Never. Ja, gut, das ist ja scheißegal, ob. Ist ja jetzt die Frage, der hat ja bestimmt. Safe musste der spielen, warum sollte der dann telefonieren? Macht ihr so. Und never spielte der 10 Minuten weiter wegen Nebel, nur weil er dicht war. Das wäre schon krank, ey. Spielt er so, warum passt denn keiner zurück? Wo ist der Ball? Also, was ich mir denken könnte, wäre entweder das Faulen des Schiris oder halt das mit der Tonne. Wobei ich mir das mit der Tonne eher vorstellen könnte, weil die doch immer so komische Tonnen hatten, wo die dann so ihre Getränke und so drin hatten, oder nicht? War das nicht immer so, dann nach dem Spiel? Warum sollst du damit in die Geschichtsbücher eingehen? Toll, ein Fußballer hat jetzt ein Loch irgendwo reingedonnert, weil er dagegen getreten hat. Ja, weil es ein Werbepartner ist. Ja, mein Gott. Okay. Also, wenn mir jemand von Jürgen Klinsmann erzählen würde, dann doch nicht da. Ja, der hat damals doch das Loch da reingehauen. Also, keine Ahnung, so stelle ich mir das halt vor. Das wäre interessant. Ich finde es immer interessant, wenn ihr redet. Ja. Ja, ich denke, ich muss mir das halt vorstellen. Ist das noch gegeben, wenn ich jetzt jemanden mit dem darüber rede, ob der mir darüber erzählen würde? Man muss ja auch denken, war 1997, ne? Da waren die sowieso alle ein bisschen von der Rolle. Ja, wer ist heute nicht von der Rolle? Wenn du sie, wie heißt der, Neymar? Oder der sich 10.000 Mal rollt über den Platz und nur im Foul. Ja, dann siehst du. Oh, ich erinnere nur an Luca Toni. Hey, war der drin? War der drin? Der Dreher. Ja. War der drin? Aber ich meine Tatsache, dass da damals irgendwas mit einer scheiß Tonne war.
Ja, wenn du das Gefühl hast, dann machen wir das. Ich will. Keine Ahnung. Ja, was wäre so dein Ding? Ja, guck mal, ich wäre. Also entweder A oder D, ja. Aber. Ja. Ich weiß nur nicht, zu was ich entstehe, weil A ist schon halt doof für ihn gelaufen, weil es aus Versehen vielleicht war oder nicht. Und dann bis das Saisonende gesperrt, das ist halt scheiße. Halt Pech gehabt. Und das Saisonende ist schon krass. Ja, ich spiele. Weil normalerweise kriegst du vielleicht für ein paar Spiele Strafen. Hier wird's mit der Mikro. Was? Alles gut, Mikro, mal weiter. Mach weiter, Mikro, mach einfach weiter. Yannick weiß, was ich meine. Ne, ich seh's. Ja, keine Ahnung. Ja, sag mal, also ich bin bei D, sag was du willst. Keine Ahnung, was jetzt ich so, was ich ja, jetzt sagen muss. Okay, wir machen, was du willst, hau rein. Ich soll jetzt entscheiden, oder was? Ja, hau raus. Komm, Mirko, jetzt will ich was hören. Also, ich bin bei D, du kannst A oder was weiß ich. Ich kann so ein Telefonat nehmen, wenn du willst. Nee, wenn du selber nicht jemanden anrufst, ist das okay. Nee, schon weg. Oder ein Badwirt. Wir nehmen A. Wir nehmen A. A. A ist eingeloggt. Alles klar. Er folgte den damaligen Schiedsrichter Jörg Kassel aus Versehen. Aber deshalb ist Saisonende gesperrt. Ist leider falsch. Ja, dann war Entschuldigung. Ja, gut. Sorry, bestimmt. Dann Wonne ab in die Tonne. Nach einem erfolglosen Spiel wurde er 10 Minuten vor Ende gegen seinen Willen ausgewechselt. Wurde im Brand, trat ein Loch in die Sanyo-Werbetonne, die man seit 2012 im Vereinsmuseum besichtigen kann. Im Bayerischen Vereinsmuseum kannst du den Scheiß sehen, das ist so geil. Was? Das, damit geht man in die Geschichtsbücher ein. Ja, ist der Paar denkt so wie ich. Weißt du, wenn ich gegen eine Tonne trete, draußen interessiert das keine Sau. Da kriegt so, ja entweder noch eine Anzeige oder so. Genau. Du bist halt nicht hier ein Kriegsmann. Ach so, egal. So, hier ja, sieht man auch einmal das Bild im. Ja, ich wollte gerade sagen. Das Bild ist im Stream. Genau beim N. Jetzt kann ich ja auch mal. Oh, Yannick, ich hab's sogar noch ein Bild. Da tritt er genau gerade rein. Wie langweilig. Ganz ehrlich, wie langweilig ist das denn? Da gerade reingetreten. Langweilig. Telefonat hätte ich geil gefunden. Der Telefonat wäre echt geil gewesen. B ist übrigens auch passiert, B ist einem Torhüter passiert in den 50ern. Der hat dann der stand halt noch 10 Minuten weiterhin im Tor und hat dann gemerkt, dass die Leute alle gar nicht mehr auf dem Platz sind. Hm? Ja, die Note auch keiner raus, oder was? Das ist ja auch asozial. Stehen dann außen, machen sich einen ab. Ich hätte schwören können, dass ihr D nimmt. Einfach, ja, keine Ahnung. Einfach der Random Faktor. Legal, easy. Hol wir eh noch. Wie viel müssen wir richtig haben, damit wir die in die Tonne drehen? Um das mal aufzugreifen. Ihr müsstet jetzt noch eins falsch haben, damit wir unentschieden ist machen. 3-2. Ja, wer redet denn von falsch? Ich rede von Gewinnen. Es sind jetzt noch zwei Runden und ihr seid 3-2. Ja. Wenn ihr gar keinen falsch macht, habt ihr gewonnen. Fertig. Ja, danke. Mehr bin ich doch. So. Wir haben jetzt noch Natur, wir haben Verkehr, Tierwelt und Länder zur Auswahl. Paul, ich gönne denen nicht, dass die nicht die Tierwelt nehmen. Ey, I don't care. Ich nehme Verkehr. Kannst ja abzählen. Ich nehme Verkehr. Ihr, nicht du. Paul auch? Ja, wir nehmen Verkehr. Das ist ein Gruppenspiel. Paul nimmt das andere. Nee, ich hab den Länder. Okay. Verkehrsländer. Dann ist Verkehr jetzt dran. So. Verkehr ist ja auch nicht verkehrt. Also, auch am Becher, ne? Und? Der war jetzt mies. Es geht schlecht. Oh, um rücksichtsloses Autofahren zu mindern, versuchte die bulgarische Verkehrspolizei im September 2009. Bulgarisch. Scheiße. Was haben sie versucht? A. Rasern bei Stillstand die Reifen zu entwenden. Euch den Bulgar und Bulgaren zu. Richtige Formel 1 dort, ey. Rücksichtsvolle Fahrer mit einer Grillwurst zu belohnen. Auch Gönnung. C. Hätte ich nichts dagegen. Einfach selbst rücksichtslos fahren? Warum nicht? Hä? Oder ist es D. Fahrer, die sich an die Regeln halten, mit Lottoscheinen auszustatten?
War da nicht mal was mit Lottoschein? Ich glaube auch. So habe ich. Ich meine, so also habe ich mal gehört. Entweder Lottoschein oder Krivos. Reifen wenden und rücksichtslos fahren, finde ich einfach weird. Ah nee, das war aber was anderes, was ich gehört habe. Und zwar ist man in eine Lotterie gekommen. Bei irgendwas. Ja. In irgendeinem Land bist du im Straßenverkehr. Boah, wie haben die das gemacht? Ich glaube, wenn du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung oder was hältst, kommst du automatisch in irgendeine Lotterie rein. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas. Für mich sind alle Antworten geil. Definitiv. Also C wäre halt irgendwie seltsam, weil da bringt ja nichts. Also auch übelst witzig und ich glaube, das wäre echt in die Presse gekommen. Witzig wäre es, aber damit hinderst du ja keinen daran, rücksichtslos zu fahren. Das wäre irgendwie, weiß nicht, fände ich seltsam. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Rasern bei Stillstand die Reifen zu entwenden, das heißt, du musst sie bis nach Hause im Prinzip verfolgen. Ja. So, ist, und. Ist der Aufwand nicht wert? Fände ich. Oh ja, fände ich auf jeden Fall wieder weird. Ich finde die Grillwurst geil. Grillwurst wäre cool. Ey, wirklich, aber wie machst du das? Dastehen. Okay. Aber warte mal, rücksichtsvolle Fahrer. Okay, gut, rücksichtsvolle Fahrer. Ich habe gerade lose Fahrer gelesen. Naja, wie machst denn du das? Die haben ja dementsprechend. Naja, die haben eine Zange. Was heißt mit einer Zange? Du stellst dich beispielsweise an eine Ampel bei, keine Ahnung, einer Autobahn oder so und für jeden rücksichtsvollen Fahrer, bumm. Ja, nur dann musst du mitten im Straßenverkehr anhalten. Kriegst dann da eine Grillwurst oder was? Und dann sollst du die beim Fahren am besten noch essen. Das ist halt auch wieder kontraproduktiv. Oder beispielsweise auf Seitenstreifen. Einfach, dass die da mit dem Grill standen und dann kamen die Leute so vorbei und dann Gönnung. Ja, aber da kannst du ja auch nicht feststellen, ob da einer rücksichtsvoll gefahren ist. Ja, aber beispielsweise Fahrer, die sich an die Regeln halten, mit einem Lottoschein auszustatten, ist auch ein bisschen weird. Ja, gut, da könnte ich mir noch vorstellen, dass sie zum Beispiel. Du hast ja letzten Endes eine Kartei von Fahrern und Leute, die halt keine Punkte haben oder sonst was, sich halt nichts zu Schulden haben kommen lassen, dass sie dann automatisch Lottoscheine zugeschickt bekommen. Das ist natürlich smart, das stimmt. Weil das musst du ja dann nicht direkt machen. Du könntest also, aber auch ja bei dem B könntest du auch einfach die rücksichtsvollen Fahrer tatsächlich einladen in die Polizeistation Ende des Jahres. Ja, gut. Wer nimmt denn so, würdest du sowas wahrnehmen? Weiß ich nicht, das wäre mir den Aufwand nicht wert. Ich finde den Lottoschein tatsächlich viel praktischer, da hast du eigentlich vollkommen recht. Ja, Lottoschein wäre noch das, wo ich sagen würde, das ergibt am meisten Sinn. Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch besser. Ja, definitiv. Ja, nehmen wir D. Komm, wir nehmen D. Ja, wenn wir jetzt sowieso falsch raten, dann haben sie sowieso gewonnen, Hauptsache sie nehmen D-Welt. Also D ist eingeloggt? Ja, wir loggen D ein. Also ich glaube, das ist... Also wenn ich vorab was sagen darf, ich glaube, D war irgendwas mit Schweden und Schweiz. Da war das nämlich so, dass die Leute, die dann diesen Blitzer vorbeigefahren sind, registriert wurden und dann bei dieser Lottoziehung dabei waren automatisch. Oh, aber glaube ich, ich weiß das nicht mehr. So hatte ich auch. Aber ich meine, das war Schweden oder Schweiz war das. Aber ich weiß nicht, ob die Bulgaren das vielleicht auch nicht gemacht haben. Vielleicht haben die Bulgaren das auch ähnlich gemacht. Ja, kann ja sein, kann ja sein. Vielleicht haben die Bulgaren das auch gemacht im September 2009. Aber ich glaube, das war mit der Grillwurst, glaube ich. Ja, ich glaube das auch. Es ist die Grillwurst. Ich habe nicht gegoogelt, ne? Oh geil. Ja, ich habe nicht gegoogelt. Eine Rücksichtnahme gegenüber Passanten im bulgarischen Straßenverkehr eine Seltenheit. So versuchten sie mit einer gesponserten Aktion künftig rücksichtsvolles Fahren mit einer Grillwurst zu belohnen. Warum haben wir gewonnen? Aber wie? Moment mal. Achso, ja, geht ruhig weiter. Da konnte man dazu nicht finden. Achso. Ja, galt das oder nicht so. Danach gab es, also ob der Versuch geglückt ist oder sonst irgendwas. Warum ihr gewonnen habt? Jetzt die Frage noch falsch beantworten und wir müssen die nächste richtig beantworten, damit es noch unentschieden ist. Genau, unentschieden würde noch. Dann könnt ihr insgesamt noch. Ach so, gehen. Ja, okay. Also ihr könnt nicht mehr verlieren. Ja. Ja, gut, Fall. Aber wenn wir das Spiel jetzt holen, hätten wir den Abend gewonnen. Ist das richtig? Jo. Dann hättet ihr den Abend gewonnen und könntet eigentlich nach Hause gehen und nicht und ein paar machen, das nötig ist. Ja, dann lass doch mal easy den Punkt jetzt machen. Und übrigens, Lotto wäre doch geil. Warum denn Geld geil mir gucken?
Deutschland. Bei Deutschland Geld geil ist. Wirtschaftlich. Kann ich auch nichts für. Hast du, Holger, hast ein Auto? Nee. Ja, dann guck dir mal die Spritpreise an. Und ja, die Penner wollten die eigentlich runter reduzieren und haben es immer noch nicht gemacht, nach gefühlt 3 Wochen. Holger, gehst du Öl einkaufen fürs Essen? Hä? Es gibt momentan Öl damit kein Öl, wie soll ich was einkaufen? Du hast nicht gemerkt, dass die Ölpreise auf einmal von 1,50 auf 4 Euro hochgeschossen sind, oder wie? Jetzt kommt der mit der Weiß. Redest du jetzt von Speiseöl, Delf? Speiseöl. Ja, aber das ist so hochgegangen, weil die ganzen LKW-Fahrer nicht mehr da sind aus der Ukraine. Und dadurch die Transportkosten höher geworden sind. Nicht wegen, generell wegen, weil Deutschland Geld ist, dafür kann keiner was. Ich rede von den Weil das auch an den Spritpreisen liegt, du Vollpfosten. Was hat ein Speiseöl mit den Spritpreisen zu tun? Egal jetzt. Spannt euch mal. Ersatztank dienen kann tatsächlich. Das haben wir ja, klar. Den Punkt holen und dann haben wir es. Kannst du sogar nachlesen, ist bei Dieselfahrzeugen tatsächlich möglich. Ja, ist mir ja egal. Mika, hast du irgendeine Präferenz, was du gleich haben willst, wenn Yannick wieder am Start ist? Bei Tierwelt können die dann mal machen. Die nehmen dann wahrscheinlich Länder oder Natur, je nachdem. Weil oder willst du Tierwelt haben? Mir egal. Es ist mir wirklich egal. Ihr kriegt so oder so Tierwelt, also von dem her. Ja, ich krieg so oder so Tierwelt. Weil wir angefangen haben, das heißt, wir haben die nächste Entscheidung. Ach, dann haben wir es. Ja, also wenn, würde ich jetzt Natur nehmen. Ja, dann nehmen wir Natur. Dann nimmt Natur. Aber Yannick ist gerade nicht da. Aber Mirko, Yannick hat eine Pause ausgerufen. Dass es zwei Gründe für diese Preiserhöhung gab. Ich will nicht diskutieren. Ich will auch über ehrlich gesagt nichts hören. Ja, weil das bringt jetzt nichts. Es gibt jetzt nur doofe Diskussionen. Ja, Diskussionen sind scheiße, also lass mir das. Richtig. Ich finde das zwischen mir und Mirko immer sehr interessant. Nee, lass mich. Das muss ja jetzt nicht. Genau. Wir müssen doch, ja keinen Kinderkram hier ausrufen. Ne? Ah, doch. Nein, jetzt nicht. Haben wir früher schon. Holger, komm. Nein. Ach komm, Holger. Ich bin erwachsen geworden, ich brauch sowas nicht. Richtig. Gut, dass Mirko sich verabschiedet hat. Ja, weil ich meine Lippen eincremen muss. Und das muss ja keiner sehen. Ja. Was? Machen die dann gleich direkt. Meine Lippen sind rot und rau und dann muss ich die eincremen. Wurscht, dann cremen sie doch in der Cam ein. Das ist doch YOLO. Nee. Und wenn das keiner sehen soll, hallo, ein bisschen Privatsphäre. Ja, ist so. Und außerdem will ich eine Nase gerade bohren. Nur siehst du. Also lass ihn mal. Jetzt hast du es auch gesagt, jetzt kannst du es auch in der Cam. Ja, das ist mir egal. Ich mach dann auf deine Cam groß. Ich geh auch in Sauna rein und dann laufe ich auch nackt rum. So. Oh, scheiße. Habt ihr euch denn schon eine Kategorie ausgesucht, die beiden? Ja, die nehmen Natur. Natura. Ey, könntest du mal uns das machen lassen hier? Nö, ich hab's jetzt einfach gesagt, Holger. Ist mir egal. Natur. Ja, Natur, komm. Alles klar. Was hast du denn in Naturbusche? Euer Matchball für diesen Abend. Für den Abend. Ja. Voll geil, wir hatten heute auf Nachtschicht richtig geil Matt gehabt. Das war richtig geil. Oh, ich hatte heute Morgen mit. Matt ist schon was Feines. Ja. Aber Leute, grob oder feinst mit? Moment. Grob? Ja. Jawohl. Was ist denn feines mit? Ist das dann Tee? Das Frühstücksmet, kennst du nicht? Ist das Teewurst? Weil das mit Dave hatte ich schon mal gesprochen. Ah, das ist Teewurst. Das ist Teewurst. Nein, Frühstücksmet ist feineres Mett. Vielleicht geht es mir jetzt darum. Das wird zweimal durch den Wolf gelassen. Holger, das ist aber Teewurst. Na, du kannst sogar. Darum geht's dir nicht. Darüber könnt ihr nachher diskutieren. Natur. Im Death Valley Nationalpark wurde ein außergewöhnliches Naturphänomen entdeckt. Oh. Ja. A. Wo Gras in der Wüste schneller wächst als normal. Ja. Oder es ist B, in der so gut wie jede Woche ein Erdbeben gibt. Oder es ist
C, in denen es trotz Temperaturen von um die 30 Grad ist, eiskalt ist. Oder das ist D, wo Felsen von selbst auf Wanderschaft gehen. Okay. Können wir die Kategorien? Ja, leider nicht. Oh. Holger noch da? Ja, noch da, aber überfordert. Ich sag mal so. Ja. Nee, ich sag mal nicht. Ja, was möchtest du sagen? Ich muss kurz nachdenken. Ja. Der Felly Nationalpark, ne? Also ich denke jetzt bei Nationalpark, ja, ist ja mit Tieren und so und Gebirge, Wald und alles. Ne? Ja, warum heißt es denn Death Valley? Kann ja nur tot sein. Ja, keine Ahnung, vielleicht war das früher eine tote, oder ist das eine tote Landschaft, nur eine sehr schöne? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß, dass das Paul jetzt bestimmt weiß, zum Beispiel. Paul wüsste das, oder Dave auch. Denke ich mal. Aber keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Außergewöhnlichen nee, Tutu echt nicht. Okay. Perfekt. Mhm. Ja. Wir dürfen nicht diskutieren, also braucht nichts. Ja. Ja, 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 ich bin am Überlegen. Also, wir dürfen auch laut überlegen. Gras kann ich mir nicht denken. So. Ich kann Antwort sagen. Fangen wir jetzt mal an. Gras kann ich mir nicht vorstellen, weil der Berlin Wüste. So. Ja. Ja, Erdbeben fällt für mich auch raus. Ja gut, wenn du jetzt zum Beispiel, Wasser kann ja zum Beispiel eher als 100 Grad sieden, wenn du zum Beispiel auf dem Gebirge bist und da hast du, der Druck ist niedriger, dann kann Wasser schon bei 80 Grad sieden oder bei 60 Grad sieden. Zum Beispiel, das deswegen. Chemiker. Das ist Physik. Hat nichts mit Chemiker zu tun, ich bin kein Chemiker. Sagen, jetzt kommt der hier mit Physik, Alter. Oder Chemikant ist mega. Das ist nicht egal, das ist egal. Das ist Ihnen das nicht egal, das ist egal. Ja, was wolltest du uns jetzt damit mitteilen? Weiß ich nicht, ich wusste. Merke wollte einfach Knowledge Storm. Ja. Ich bin bei den Felsen, weil ich es einfach geil finde. Ja, ich bin auch. Ich würde es geil finden, wenn die da. Stell dir vor, dir kommt so ein Fels entgegen, so wie bei SpongeBob, Alter. Auf dem Felsen reiten. Ich bin bei. Ein Fels. Ein wunderschöner Fels. Ja, aber ist doch die Folge, wo die Pizza. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ist die Pizza. Siehst du? Ich bin bei Felsen allein wegen SpongeBob. Ist das, so. Ist das auf die. Ist das auf die. Vielleicht sogar darauf angelegt, deswegen? Könnte. Wahrscheinlich nicht. Ja, komm, wir nehmen das einfach aus Spaß. Komm, das Thema. Ja, wir nehmen D. Komm, scheiß drauf. Ja, D, komm auch rein, Janik. Also, D ist eingeloggt? Ja, D ist eingeloggt. Ja. Ja, dann geht's jetzt zum Abendsieg. Das ist echt? Nice. Ja, Jungs. Das ist richtig. Wie random kann man eigentlich gewinnen? Ja, so kannst du sehen. Nice. Ja, not bad. Not bad. Okay. Yes, yes. Schön gemacht, Miko. Schönes Ding. Ja, ja, das ist mein Hattrick im Arsch. Das ist Sage. Tut mir leid, Paul, dass wir nicht in einem Team sind. Komm, lass nächstes Spiel machen. Also, erstmal kommt natürlich auf die Lösung. Die bis zu 350 Kilogramm schweren Felsen, aka Sailing Stones, wandern durch den Death Valley Nationalpark. Dabei erzeugen sie lange Rillen im Boden des ausgetrockneten Sees. Jahrelang versuchen Forscher, diese Phänomene aufzuklären. Jetzt wissen sie es. Dank einer dünnen Eisschicht, die sich in manchen Nächten auf dem See legt, bewegen sich die Steine. Beim Auftauen des Eises rutschen die Felsen ein Stück weiter auf ihrem Weg durch die Wüstenlandschaft. Ach so, Alter, echt, krass. Ja, komm, lass nächstes Spiel machen. Was wir können doch jetzt noch die Kategorie zu Ende machen hier. Ja, wir machen die Kategorie zu Ende. Jetzt, wenn der Janik sich schon Mühe gibt, ja, dann machen wir das hier schön vernünftig, auch wenn Mirko und ich euch einfach weggeputzt haben, wie so. Ja, random weggeputzt. Weggeputzt überhaupt nicht. So. Hm? Nicht weggeputzt. Erstes Spiel war schon Knipkes. Ja, Gott. Ja, nee. Jetzt können die Holger hat recht, er hat den random Würfel geworfen und immer gesagt, du sollst sagen, was los ist.
Deswegen, du, Freund, war ja falsch. Er hat schon recht. So, also Länder oder Tierwelt? Nimm Länder, ich hab keinen Bock auf Tierwelt, sondern die machen. Wir sind Latte. Okay. Heute ist Länder auch raus. Mir mittlerweile eigentlich auch Latte, aber die sollen Tierwelt machen, weil ich die die ganze Zeit damit nerve. Ja, passt schon. So, Länder. Wie random kann man eigentlich gewinnen? Ich möchte nochmal anmerken. Das ist leider nicht die Frage, sondern so, die Frage ist, was ist das Besondere an der Schweiz? Da gibt's Käse. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Das ist doch voll die einfache Frage. Schokolade gibt es auch als Währung. Und das wäre nice. Das wäre echt nice, wär ich schon extrex ausgewandert. B, es gibt keine geregelte Arbeitszeit. Oder ist es C? Im Inland werden im Schnitt die meisten Motorsportrennen gefahren. Oder ist es D, sie besitzen keine Hauptstadt? Erfahren damit. Ich amüse mich jetzt. Also Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Oder nicht? Ich bin für A. Ja, wisst ihr eigentlich, warum die Schweiz so viel Schokolade herstellt? Damit wir die nicht mit Blutdiamanten und Nazigold in Verbindung bringen. Hä? Ja. Okay. Verdammte Schweiz. anderer Funfact über die Schweiz. In der Schweiz kann jeder... da wirst du zum Richter gewählt. Und du brauchst keinerlei Voraussetzungen dafür. Du musst nur gewählt werden. Paar, wo sind wir jetzt gerade? Ist das Funfacts über Schweiz raushauen? Ja, Funfacts über Schweiz bitte raushauen. Paar, mach bitte weiter. Hilf mir für das nächste Mal, wenn ich skurrile Fälle mache. Ihr müsst euch mal vorstellen, ja? Jeder von uns könnte in der Schweiz Richter werden. Wir müssten nur gewählt werden. Finde ich wild. Ich lass mich aufstellen nächstes Mal. Ich würde es besser machen als einige andere. Ja, vermutlich. Tod, weiß ich nicht. Schokolade gilt auch als Währung, meinst du? Ja. Ich bin ja für B, dass es keine geregelte Arbeitszeit gibt. Das ist Quatsch. Ich weiß, dass es geregelte Arbeitszeit gibt. Hatte jemanden, der in der Schweiz gearbeitet hat? Meisten Motorsportrennen in der Schweiz? Das ist auch Quatsch, glaube ich. Dann ist auch Quatsch, glaube ich. Naja, könnte sein, aber... Könnte auch nicht sein. Das wäre wirklich ein Random Fact. Also, absoluter Random Fact. Ich bin für A. Weil die berühmt für Schokolade sind, warum sollten die das nicht auch irgendwie als Währung verwenden können? Naja, das Problem ist, Schokolade als Währung verwendet. Das heißt, du könntest ja in den Supermarkt reingehen und dir Schokolade kaufen. Holger, ich lege die Antwort einfach in deine Hände. Was? Ach komm, das habe ich nur einmal gemacht. Du hast das dreimal gemacht. Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht, Engel sind's nicht. Ach komm, lass doch die Engel nehmen. Hat doch funktioniert, was willst du eigentlich? Ja, ist so. Ach komm, ich weiß nicht. Ach komm, lass doch das nehmen. Das ist eine Teamentscheidung. Ach Gott, ey. Ich arbeite mit meinen Teamkollegen. Kennst du mich, wa? Holger, wenn du ein D&D-Würfel wärst, wärst du ein 40-seitiger Würfel. Und jedes Ach, mach mal, jedes doch einfach mal die Fragen ich... jetzt, anstatt zu labern. Ja, wie Janik, kannst du mal meinen Buzzer zurücksetzen? Ich hab gebuzzert. Ja, das brauchen wir ja gar nicht. Mach ich gleich. Ja, ich bin für Schokolade. Dann lockst doch ein. Warum? Dann ja, kannst du ja entscheiden. Warum willst du Paul jetzt die Verantwortung geben? Also wirklich, ich gebe Paul die Verantwortung, weil er gerade geile Facts über Schweiz rauskommt. Ja, er hat ja seinen Beitrag geleistet. Jetzt kannst du ja seinen Beitrag leisten. Janik, bei C heißt das, dass im Inland mehr Rennen gefahren werden als dann. Nicht im Inland oder heißt das generell weltweit? Werden in der das Schweiz. Heißt, in der Schweiz sind mehr Rennen gefahren als zum Beispiel in anderen Ländern. Okay. Ach so. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass. Ich weiß nicht, ob das für euch eine Hilfe ist. Aber da fahren doch voll viele Leute mit Motorrad hin, ne? Aber ich weiß nicht, wegen der Landschaften, wegen den Straßen. Ich weiß nicht, ob da Motorradsport so beliebt ist. Keine Ahnung.
sein. Hauptsächlich wegen den Bergen fahren die meisten. Also, mit dem Motorrad. Ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, Schokolade gilt als, auch als Währung, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die das wirklich wie deren Franken verwenden können. Das heißt, du kannst nicht in den Laden gehen mit einer Tafel Schokolade und dir was kaufen. Nee, sondern das ist eher ist wie Gold, dass das halt so ein Gegenwert ist. Theoretisch. Ich habe auch nicht gesagt, jetzt sagt, ein Schweizer Franken ist so und so viel Schokolade wert. Ja, genau. Also wirklich wie Gold. So meine ich das. Also so wie ein Gegenwert. Also nicht, dass du damit bezahlen kannst, sondern dass das einfach irgendwie so als Währung mehr oder weniger gehandelt wird, weil die halt ein großer Schokoladenhändler sind. Dementsprechend wird beispielsweise Gold mit Schokolade aufgewogen, beispielsweise. Aber mit welcher Schokolade? Vielleicht Vollmilch, das sind auch diese Goldtaler oder sowas. Kann auch sein, ja. Ich habe irgendwann mal was davon gehört, dass das irgendwie als... Ja, nehmen wir A. Warum nicht? A klingt ganz gut. Die Schokolade wird eingeloggt. Wenn das jetzt richtig ist... So, lösen wir mal auf. C. es gibt ein Motorsportverbot in Schweiz, ist es schon mal nicht. Oh, B. Fuck. Hat David ja selber schon aufgelöst. Ne? Natürlich gibt es auch geregelte Arbeitszeiten. Ja gut, dann ist ja A richtig, weil... A. Hab ich voll komplett ausgedacht. Es ist D. Wir haben keine Hauptstadt. Hä? Alles klar. Bei der Gründung der Schweizerischen Bundesstaates entstand eine Kontroverse darüber, ob die Schweiz eine Hauptstadt anstelle der bis damals wechselnden Vororte haben sollte. Und wenn ja, welche? So endete sie sehr in einem Kompromiss. Am 28. November 1848 wechselten der National- und Städterat die Stadt Bern als Bundessitz der Schweiz, wogegen Lausanne, Luzern und Zürich Standorte für eine andere hohe Institution des Bundes sein sollen. Also sie haben die Bern ist Bundessitz, aber nicht Hauptstadt. Die haben können. Die ist richtig. Moment, aber laut Wikipedia nimmt für die Schweiz die Funktion der Hauptstadt wahr. Die Funktion, aber es ist ja kein. Okay. Es ist ein Bundessitz. Weird. Also jetzt. Schweiz als einziges ist keine Hauptstadt, geil. Ne, gibt noch ein Land. Welches? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ein anderes Land gesehen. Kommt in der nächsten Frage vor. Komm nächstes Mal. Kannst du halt auch nicht ernst nehmen, die Schweizer, ne? Kannst du einfach nicht ernst nehmen. Ja, die Schweizer. Ja, soweit ich weiß, gibt es zwei Länder und eins davon war die Schweiz. Die haben Gold gewaschen im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das war in Afrika. Ja. Weiß ich aber nicht mehr. Krass. Das ist nicht gedacht. Ich sag ja, Blutdiamanten und Nazi-Gold. Ja, ist halt wirklich so. Jetzt nimmt eure Tierwelt, ihr Spaten. No. Na, welche Kategorie nimmt ihr? Ja. Ich will Süßkram. Nehmt ihr Kategorie oder Tierwelt? Nehmt Kategorie. Oder Team B oder Team A oder Punkte oder 2 oder 4. So, ich will das grüne Kätzchen, was angewählt ist, rechts. So, damit wollte er von Anfang an, dass ihr die Tierwelt nehmt. Mal gucken, ob euch damit ein Gefallen tun wollt. Haben sich zwei gefunden. So. Deswegen. Um das Fleisch besonders gesund zu machen, versuchten die Japaner im Jahr 2002 A. Vertrennt zu pumpen. Kühe ein Leben lang in der Nähe eines Flusses zu halten. Was? Okay, krass. B. Spinatschweine zu züchten. Das glaube ich eher. Das wird C. Hühner mit Fischen zu kreuzen. WTF? Was? Oder D. Es künstlich in einem Labor herzustellen. D wäre aber für warte. Mich... Bis auf A würde ich ihm alles zutrauen. Aber D ist auch einmal gemeint bekannt, dass es jetzt funktioniert. Das haben die ja schon geschafft. Ja, haben die eigentlich damals mal angefangen? Ich könnte mir das vorstellen, weil die Japaner sowieso bescheuert sind. Die haben also, ja auch... Nee, was heißt bescheuert? Was heißt bescheuert? Die sind einfach... Komplett die kommen auf Sachen... Die kommen ja auf so Sachen vorher schon drauf, bevor andere Menschen halt drauf kommen. Nicht im Sinne von bescheuert negativ, sondern bescheuert positiv. Wenn man verrückt ist, fällt ja manche Sachen ein, die einem normalerweise nicht einfallen. Ja. Wie Rationalität, sag ich mal. Mhm. Das ist ja manchmal auch, wenn ich Rezepte sehe, wie bei TikTok und so, wie kommt man auf so einen Scheiß, zum Beispiel Fleisch in diesen Mörser reinzutun, um das klein zu pressen oder so. Ja, verstehe ich genau. In Mörser? Und dann schießt er weg. Ich weiß nicht, wie dieses schwarze Ding hast, wo du das so klein pürierst. So Mörser und Stößel.
So ja, genau. Mütze, was du, okay, ja, nicht die Waffe, genau, der Mörser, ne? Also. Der Mörser, da knallt so ein paar Leute ab, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ja? Oh. Aber so, wer soll man mit spielen? Was soll mit Hühnern, mit Fischern kreuzen? Warum soll das Fleisch dadurch gesünder werden? Weil es Fisch ist. Fisch gilt generell als gesund. Darum, ja, warum soll ich dann mit was Ungesunden kreuzen? Damit das nee, Huhn ist. Huhn ist ja auch gesund. Huhn, ich dachte gerade Fisch und Schwein. Ja, natürlich, Fisch und Schwein kreuzen, eindeutig. Aber, okay, Schweine. Das hätte ich gern sehen wollen. Fisch mit dem Spinatschwein kreuzen. Ja, gut, alter Schweinefisch, Mensch, man kennt ihn. Warum jetzt Mensch? Mein Gott, das ist eine Anspielung auf den Schweinebär, Mann. Ja, ja, das Hauspaar, ja. Ego jagt ihn immer noch. Und will ihn essen. Ich hätte einfach D gesagt, weil die das damals versucht haben, aber nicht hingekriegt haben. Ja, komm, mach D, mir ist das egal. Auch ein. Ja, komm, D. Ja. Das ist jetzt D, weil random 40er Würfel, random Holger legt wieder los und würfelt 40. Och, Alter, Dave, ich schlag dich gleich. Da gibt's schon so ein D. Lösen wir mal auf. Ja, mach mal. Oh, Kühe in der Nähe eines Flusses zu halten. Hab ich mir ausgedacht. Sind wir mal nicht. Dann, nehme ich noch raus. C. Hühner mit Fischen zu kreuzen. Da hab ich mir natürlich auch ausgedacht. Das ist natürlich Quatsch. Dann bleibt noch B und D. B wäre einfach krank. Ja, aber Japaner-Style möglich. B ist es auch. Mir ist richtig. Yes. Wow, okay. Ja, D haben die letztens erst geschafft, aber Japan war auf jeden Fall nicht 2002 damit zugange. Aber die haben Holger nicht also, geschlagen. So. Moment, du willst mir jetzt erzählen, die haben aber nicht geschafft, Spinatschwein schon zu züchten, oder? Japanische Forscher wollen erstmals erfolgreich ein Pflanzengen in Säugetiere eingepflanzt haben. Also erfolgreich. Das Fleisch ihrer Spinatschweine soll besonders gesund sein. Die gentechnisch veränderten Tiere produzierten weniger Fett als normale Schweine, so der Wissenschaftler. Das Spinatgen mit der Bezeichnung FAD2 oder FAD2, keine Ahnung, wie das ist. Wie das betitelt wird, kann Ritani zufolge rund ein Fünftel der gesättigten Fettsäuren des Ferkels in gesünderen Linolsäuren umwandeln. Fettsäuren. Okay. Was man so macht. Also. Das gibt's heute noch, oder was? Ja, kann ich dir nicht sagen. Der Artikel war von 2002. Wahrscheinlich. Ja, ich mach einfach Genmanipulation und esse das dann. Ja, ja, warum nicht? warum nicht? Machen wir heutzutage in Deutschland immer noch. Ich wollte gerade sagen, wir essen schon genmanipulierte Sachen. Ja. Eben. Ist auch nicht verkehrt. Ich war jetzt aber irgendwie bei ja. Ich glaub, bei Getreide und so. Ja, wir bis 2006 haben wir alle Pferd gegessen oder 2010 oder so. Verstehe ich nicht, warum man das jetzt übrigens nicht mehr macht. Ja, verstehe ich auch nicht. Sauerbraten, was aus Pferdefleisch eigentlich? Eigentlich? Ja. Originaler Sauerbraten ist Pferdefleisch. Ja. Also wenn ich Spinatschweine eingebe bei Google, kriege ich nur Rezept übrigens. Ich rede, by the way, nur vom... Ja, aber wahrscheinlich Schwein mit Spinat und nicht das Speine... Spinatschwein aus Japan. Spinatschwein Japan ein. Safe kriegst du da was raus. Auf jeden Fall kriegst du dann den Artikel. So ein Schwein, wo Moos angewachsen ist. Ey, was so eine grüne Moosdecke über ihr sein Kopf hat, Alter. Richtig feucht, das Schwein. What? In das Schwein Japan. Okay. So, Leute. Dürfen wir umdrehen? Wir haben noch ein Spiel offen. Das nennt sich Nerdquiz. Hatten wir schon mal. Sogar zweimal. Und jetzt muss man das Wasser freigeben. David muss doch erstmal das Spiel erkennen. Dürfen jetzt umschalten. Danke. Für die Ehre. So, das Nerdquiz. Ich bin nur Team Duisburg. Duisburg nicht. Stimmt, ich hab die Teams noch nicht umbenannt, das stimmt. Jetzt kommt der hier, wie heißt nicht Cliffhanger, sonst der Plot-Twist. Der Plot-Twist, genau, die Teams werden getan. Ja, nee, nicht schon wieder. Paul hat doch gewonnen. Ey Junge, ich möchte nochmal festhalten. Die mittlere Kategorie finde ich geil. Ja. Ich möchte nochmal festhalten. Wir haben 5 Kategorien. Das Quiz habe ich mit Dave verloren. Ich sehe mich bei so. Ist das Hentai. Ist das Hentai, bin ich auch sowas von drin.
Wir haben 5 Kategorien, Leute. Wir haben unsere Kindheit, wir haben Marken. Wir haben, ist das Hentai? Wir haben Zahlen bitte und wir haben mein Name lautet. Typisch Handy war richtig geil früher. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Genau. Und wie letztes Mal auch, ist es wieder so, ich erkläre die Kategorie erst, wenn sie drankommt. Was aber eine Änderung zum letzten Mal ist, man kann immer noch abstauben, allerdings kriegt der Abstauber halt nur noch maximal die Hälfte der Punkte, um die er spielen kann. Das heißt, er verliert natürlich auch nur die Hälfte, wenn er auch falsch sagt, aber er kriegt halt nur, zum Beispiel bei der 500-Frage, 250 würde er dann nur bekommen. Als kleine Strafe dafür, dass das Team natürlich langsamer war. Aber ich will jetzt hier nochmal kurz was sagen, Yannick. Auch wenn ich mit Holger jetzt quasi Gesamtdings gewonnen habe. Ich würde das hier trotzdem noch als eigene Challenge ansehen, so für Paul, damit er auch ein gutes Gefühl hier heute rausgeht und hoffentlich dann die Runde gewinnen kann. Also so, ne? So als eigene Challenge jetzt hier nochmal ansehen. Ja, nur für Paul, ich verstehe, okay. Ich bin nicht für mich. Dankeschön. Ja. Ja, du hast vorhin gesagt, ja, ich nehme diese Frage, weißt du? Dann darf ich das doch auch mal falsch sagen. Nö, ich habe nur gesagt, welche Kategorie ich nehmen würde. Das hier Teamspiel, ja? Also bitte. Holger und ich haben beschlossen. Da ist aber kein Team in Sieg. Ja. Egal. In Sieg gibt es kein Team. Ihr wisst, was ich gemeint habe. Nö, weiß ich nicht. Ich weiß, dass du mich hast. Ich hasse dich auch. Leck mich. Ja, wir hassen uns alle gegenseitig. Nein, wo denn an meinem Arsch? Komm ich nicht hin, tut mir leid. Am Fuß bitte, ja. Der Zwerchte wieder. Ich hasse Tiere, Menschen, Pflanzen. Steine sind okay. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Individuum. Menschen sind scheiße. Ja. Ey, du bist ein wandernder Stein. Das ist eine sinnfreie Aussage. Ganz einfach, wenn du dich selber nicht als Mensch akzeptierst, sondern dich als intelligentes Individuum wahrnimmst, dann kannst du immer noch sagen, alle Menschen sind scheiße. Aber du bist ein Schwachsinn. Intelligentes Individuum. Intelligent. Du bist halt trotzdem Mensch, spielt keine Rolle, als was du dich selber betrachtest. Ja, wollte gerade sagen. Ich kann auch sagen, ich bin Rasenmäher. Stimmt ja trotzdem nicht dann. Ja, dann bist du jetzt ein Rasenmäher. Ja, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Dankeschön. Nice. Dann gehst du auch auf Frauenklo und sagst dann, ich bin ein Individuum. Ich sehe mich gerade als Frau. Ab hier rein. Oh, oh Mann, ein bisschen doof. Auch ein Individuum kann ein weibliches Geschlecht sein. Ne? Ja. Ja. Das ist auch ein weibliches Geschlecht. Es gibt ein weibliches Geschlecht? Frauen, Was so, können wir das Individuum jetzt mal zuerst wählen lassen? Wer fängt denn jetzt an? Gerade eben hat Team A angefangen, also Team Bock, deswegen darf Team ROH, also Reader of Holger, diesmal anfangen. Wir dürfen die erste Kategorie auswählen. Schade, dann nimm die Hentai. Wie war das nochmal jetzt? Wir wählen jetzt da Punkte aus und dann. Genau, ihr sucht euch eins aus. 100 sind natürlich die leichten Fragen, 500 die schweren Fragen. Und wenn die Frage natürlich genommen ist, ist sie raus. Die Frage, die rankommt, wird dann gebuzzert, ne? Also das Team, was schneller ist, darf dann drauf antworten. Ach so. Das ist wieder, okay, ja, dann kann ich... Genau, nach fast der Hälfte, also 12, wir haben 25, also Hälfte geht nicht, wird dann danach verdoppelt. Also ab Frage 13 haben wir dann 1000 statt 500 als Beispiel. So, nur mal angemerkt, ich möchte die schon 3-0 zerlegen, ne? Also... Weißt du, die liegen auf dem Boden und triffst sofort auf, so richtig. Ach, jetzt bin ich jetzt irgendwie so fertig, mein Gott. Verliert man das mal? Ich hasse das. Allein das war's mir schon. Auch nur den Zweck, Kindern beizubringen, wie man einen Mixer bedient. Das macht nichts, dafür bin ich da. Yannick? Yes. Wer dann buzzert, der muss auch antworten. Man darf sich nicht nochmal irgendwie besprechen. Genau, ne? Buzzern, dann möchte ich direkt eine Antwort haben. So. Natürlich auch direkt runter. Direkt eine Antwort haben. Genau. Okay. Wie viele Sekunden haben wir? Ich sehe von 5 runter. Okay. Aber man darf sich dann nicht mehr austauschen. Man darf nicht mehr im Chat. Langsam oder schnell? Also, du zählst aber erst runter, wenn ich aufgehört habe zu reden, richtig? Okay, Holger, ich fange an. Wenn ich merke, da kommt keine Antwort, dann fange ich an runterzuzählen. Okay, ich merke ja, ob ich direkt eine Antwort kriege oder nicht. Ich nehme unsere Kindheit 300 Punkte, Ding. Ja. Unsere Kindheit. Ich will gucken erstmal, was da kommt. 100 nämlich. Natürlich das gleiche Grau wie vorhin. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen. Geil. So seelisch oder so. Weiß ich nicht. Hau raus. So, unsere Kindheit für 300.
Ihr dürft natürlich dann... Überblinder Fisch! Dann wollen wir mal. Es geht natürlich um Kindheit, ne? Logischerweise. Also Serien, Filme, was man da so als Kind so gemacht hat. Ne? Was? Ist so that Ding. Und jetzt geht's direkt der ersten Frage, die ich im Nerdquiz auch rausgesucht hatte. Kommt direkt dran von mir. Also not bad. Ich kenne das Pattern. Ja. Mal gucken, ob es dann noch so weitergeht. Seid ihr ready? Ja. Gut. Welche Manga-Serie diente als große Inspiration für König der Löwen? Ich hätte natürlich gerne den Namen. WTF? Was? Manga-Serie ausgesucht, ne? Yes. Aber man kann es auch als... Natürlich als Anime bezeichnen. Das wird halt offiziell Manga-Serie bezeichnet. Oh, ich bin nochmal kurz in der Küche. Shakyop, danke schön für den Follow. Er geht einfach währenddessen. Ja, guck eben schnell nach, er hat's in der Küche liegen. Oh, warte. Manga-Serie. Genau. Anime. 5, 4, 3, 2, 1 und schade, wollte keiner. Ich hab doch gepasst. Holger. Danke. Nervensäge. Das ist irgendwas mit einem weißen Löwen. Und der heißt? Das ist... 3, 2, 1... Himba? War das das? Was? Himba? Ja, lass es hin. Ist richtig. Ja, weißt du was, echt? Jetzt muss ich danach googeln. Was war das nochmal? Kimba, der weiße Löwe. Kimba, der weiße Löwe. War vorher da, kam in Japan raus. Kimba, der weiße Löwe ist quasi König der Löwen und Disney hat sich gedacht, komm. Die schlechteste Synchronisation auf Deutsch, die hier. Disney hat sich halt gedacht, komm, den das machen wir jetzt. Das ist jetzt König der Löwen. Das ist auch Carmen. Obwohl das tatsächlich auch immer noch im Streit steht, ob das tatsächlich so ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das geguckt habe. Es gibt halt sehr viele Parallelen. Ich wusste, dass es wahrscheinlich um den geht. Ich wusste nicht, dass es aus Japan kommt. Naja, egal. Jo. Deswegen war ich mir uns. Aber wir dürfen weitermachen. Habt ihr richtig. Moment, warum hast du übrigens gesagt, lässt du gelten? Der heißt doch so. Ja. Ja. Lass ich auch gelten. Du hast recht. Es klang so, als wäre das. Tut mir leid, so, dass, ich das nicht dass ich das gelten lasse. Ja, das klang so, als wäre das so. Dann klang so, als wäre das so. Ja, gerade so gilt das. Ah, willst du aussuchen? Naja, also Mirko und Holger suchen dran. Ich gucke so, die beiden. Sie haben richtig beantwortet, dass wir vergessen. Ja, sorry, habe ich vergessen. Alles gut. Ja, aber wer ist das du? Ich wäre bei Mein Name lautet für 400. Okay, krass. Krieg ich ja schon wieder einen Rappel, ne? Wie sieht das denn jetzt aus? Das macht doch nichts. Unglaublich. Entspannt euch immer. Bei Mein Name lautet geht es darum, dass ich immer einen bestimmten Charakter haben möchte. Jetzt ist eine Frage und dazu möchte ich ein oder mehrere Charaktere von euch haben. Also immer halt den Namen. Bin ich drin. No. So, Buzzer ist hoffentlich frei. Yes, ist frei. Mhm. Okay, seid ihr ready? Ja. Ich gebe schon mal einen Hinweis, jetzt geht's um ein Videospiel. Okay. Aber um den Charakter daraus, ne? Ja. Das ja. Achso. Welche Charaktere aus Banjo-Kazooie sind im Spiel Conker's Bad Fur Day wiederzufinden? Alter, keine Ahnung. Ich geh nochmal in die Küche, ne? Was lachst du mit dem Junge? Fiona, das ist eine schwere Frage, ne? Pokémon alle, das ist doch diese. Das war diese, auf der einen Konsole da, wie hieß sie denn nochmal? Ja, das ist der Bär, der irgendwas auf dem Rücken hat. Ja, diesen Vogel immer mit sich. Ja, drin, aber Vogel keine Ahnung, oder so. Charakter. Charaktere, das sind, keine Ahnung. Alle, die linke Seite schaut nicht auf den Bildschirm. Ich hab gebuzzert. Warte, ich guck mal nach, ob das stimmt. Ja, damit, ja. Ist das Mumbo, der komische Inka-Typ da und der Maulwurf, der da vorkommt? Ich weiß nicht mehr, wie der Maulwurf hieß. Munko. Mumbo. Mumbo. Ich schau mal. Das Fake, oder Mumbo. Das war so das Fake Mario 3D-Ding oder so für mich immer. Quatsch, Banjo Kazooie ist mega geil gewesen. Ja, ich sag nur, das war so. War besser als Mario tatsächlich. Auf der N64. Aber ich hab ja nichts gesagt, dass das schlechter ist. Ich hab nur gesagt, war so quasi Fake davon. Und nach.
Oder war das Format draußen? Nee, kann ich nicht vorstellen. Das wurde extra für die N64 nach Mario entwickelt. Genau, N64 war das, ja. Das ist falsch. Deswegen startet ihr mit minus 400. Das ach jo, das, das gab's ja auch noch. Genau. Wenn ein anderes Team noch antworten möchte, dann bitte jetzt. Will ich auch noch antworten? Ja, ne? Nee, okay, also Frage geschlossen. Die Charaktere Banjo und Kazooie aus der Serie Banjo und Kazooie waren gesucht. Wow, natürlich. Okay, cool. Slap your hands. Einfach gerickt. Ja. Komplett. War das witzig, habe ich deswegen reingepackt. Man hätte mal einen tryen können. Damit hat's getroffen. Nee, hat auch kein Mensch gespielt, außer irgendwelche 14-Jährigen. Ich hab's auch nicht. Ich fand den Fact sehr lustig, als ich das nachgeguckt habe. So. Dann Paul und David. Cool. Paul ist nicht da. Finde ich cool. Okay. Ich bin da. Achso, cool. Willst du aus? Nee, am besten. Paul ja, ist nicht da. Hentai für 500, bitte. Scheiße, Digga. Ja, alles klar. Ja, danke. Was meldet mich rein? Wieso ist das Problem? Jetzt müssten ja alle meine Sensoren innerlich angehen. Ja, Frage wird eh gestellt. Jetzt aber kommt Rido Fiele. Musst du noch erklären. Weißt du, jetzt kommt Rido Fiele. Ja, das ist die Rido Fiele Kategorie. Also. Nein. Es geht einfach um Anime. Nein. Ja. Und viele fragen halt, ist das Hentai? Deswegen habe ich das genommen. Fand ich lustiger, als einfach Anime dahin zu schreiben. Okay. So. Aber warte mal, wie jetzt das Anime? Es geht um Anime-Fragen. Hä, aber warum ist das Hentai dann als Frage? Das ist einfach. Das, nee, das ist. Das ist der Titel. Ja, das ist der Joke. Das ist der Joke, Mann. Weil alle fragen, ist das Hentai? Oh. Ja, ich dachte, es geht dann darum, der fragt, ob das ist ein Anime. Also, der sagt, das ist ein Anime, und dann sagst du, ob das ein Hentai ist oder nicht. Ja, immer 50-50. Ja, deswegen, keine Ahnung, kann ja sein. Na, vielleicht ist es mal. Seid ihr ready? Ja, komm. Bin gespannt, ob Paul in die Küche geht. Wie heißt die weltweit erste Anime-Serie? Die jemals ja, ich bin in der Küche. nochmal die, bitte. Die weltweit nochmal erste Anime-Serie, die erschienen ist. Ist gesucht. Alter, keine Ahnung. Ich gebe euch einen Tipp, die normale Länge ist 20 Minuten, die ging nur ein paar Minuten. Vielleicht hilft das. Ja, ich weiß, aber die ist irgendwie schwarz-weiß oder irgendwas. Ist eine 500er Frage, ist natürlich schwer. Ey, ich kann dir den genauen Namen nicht sagen, aber ich könnte dir beschreiben, um was es in diesem Anime geht. Kann ich auch kurz in die Küche gehen? Das ist jetzt mein Problem. Ich weiß, um was es um den Anime geht. Ich habe erst letztens mir tatsächlich ein Video angeguckt, wo es um ja, den Anime ging. Ich könnte dir halt nur den Anime beschreiben und du kannst ja oder nein sagen. Nee, das geht. Pass doch einfach, du hast eh nichts zu verlieren. Junge, mach doch einfach. Och, so egal. Ich möchte gerne also noch was gewinnen. Also, komm. Nein, willst du nicht. So. Ich hab gebuzzert. Also. Ja. In diesem Anime geht's um einen Typen, dessen Schwert stumpf ist und er kämpft halt gegen verschiedene Leute und verliert jedes Mal. Und der Anime ist tatsächlich in Gelb-Schwarz im Original. Gelb-Schwarz? Gelb-Schwarz, nicht weiß. Ein Junge, als wenn du das so weißt. Ich weiß das ganz genau. Ja. Und das war die erste Anime-Serie, die in Japan produziert worden ist. Oder zumindest der erste Anime. Also ich weiß, wenn das stimmt, gebe ich euch das. Ich weiß, dass das Original ein paar Minuten nur geht. Okay. Warum soll das denn warum gelb-schwarz, Safe? Ja, nein. Frag mich nicht. Ich weiß einfach nur, dass das gelb-schwarz ist. Frag mich wieso. Ja, wie soll das denn aussehen? Gelb-schwarz. Das sieht absolut weird aus, kann ich dir gleich sagen. Ist falsch. Okay. Ja, easy minus 900, let's go. Ich habe extra die Handlung gerade rausgeguckt, das kommt nicht dran. Entschuldigung. Ich möchte, dass du mir dann die Handlung erklärst. Ja, ich habe hier den Artikel, kann ich dir gleich so vorlesen. Ja. Will das andere gegnerische Team auch noch eine Handlung für mich erzählen? Nein, wollen sie nicht. Nee, lass mal. Keine Ahnung. Wir haben momentan keine Minuspunkte, ne? Doch, wer kriegt aber nur die Hälfte, 250 würde denn kriegen. Wie, wenn wir jetzt verkacken? Nee, dann hätte ich 50. Nee, lass mal.
Okay, dann erzähle ich euch erstmal den Namen. Der Anime heißt natürlich Otogi Manga Kalender. Ja. Da ging immer nur ein paar Minuten. So, der Inhalt. Der Anime zeigt in den kurzen Folgen historische Ereignisse, die sich an den jeweiligen Datum ereignet haben. Dabei wird das Ereignis mittels einer Figur erklärt, die dieses zuvor noch nicht kannte und gerade davon erfährt. Dabei bestehen die Folgen nicht aus animierten Szenen, sondern es werden auch historische Fotografien oder Filmaufnahmen gezeigt. Ja genau, alles glaube ich so schwarz-weiß, meine ich. Schwarz-weiß. Ja, das ist das andere. Ja, es gab jetzt... Das war der Weltwert erste. Genau. Ja, das war die Serie, es gab aber einen Anime, der ging ein paar Minuten. Also die erste richtige Animation aus Japan. Ja, und die war gelb-schwarz, ne? Oh. Die war gelb-schwarz. Ich kann dir das Video auch noch später schicken, wenn du es mir nicht glaubst. Aber okay. Holger und Mirko sind dran. Ich glaub's ja tatsächlich nicht. Also, Holger und Mirko sind dran. Ihr dürft auch so. Achso, ja, cool. Ja, mach ruhig. Nimm immer schön die Schweren, finde ich. Ja, nee, mach, wenn du willst, mach du. Also ich wäre jetzt beim Marken 300. Sonst. Ja, wollte ich auch nehmen. Ja, passt. Dann ist Paul wegen den grauen Balken vielleicht dann beruhigt. Ja, dann extrem. Echt? Das sieht ja jetzt auf einmal richtig schön symmetrisch aus. Sehr gut, dann... Dann hätte ich ihn noch ein bisschen quälen müssen. Geht es jetzt um Market für 300. Ich hoffe, ihr seid ready. Wird wieder gebuzzert. Natürlich. Ja, wir haben natürlich auch nachher Fragen, wo man dann schreiben muss. Oh Gott. So. Wofür steht das M vom McDonald's-Logo? Alles klar. Ich geh mal kurz nach Mc's, aber ich Paul. Weiß es. Achso, Paul. McDonald's. Also das M ist quasi McDonald's einfach. Also die Abkürzung. Ja, warum nicht? Das ist falsch. Ich glaube, das ist schade. Das ist tatsächlich eine Abkürzung für den Namen. Ich hatte auch gebuzzert. Ja, aber zu langsam. Ja, geil. War das nicht sogar ich weiß. Ich weiß es sogar nämlich ganz genau. So, Mirko und Holger, wenn Antwort denn jetzt bitte. Dann kriegt ihr noch 150. Ich weiß es nicht. Okay. Dann ist geschlossen. Das war ja Ronald McDonald oder nicht, oder? War das nicht so? Nein. War das nicht so? Ja, aber wenn das jetzt... Ich könnte dir sagen, Mirko, ich hab's vor mir. Wofür steht's denn? Hau raus. Ne? Darf ich raus? Sag mal. Ja, hau raus. Ich hau raus, okay. Das Original McDonald's-Symbol steht für die zwei Bögen, die auf dem ersten Original McDonald's standen. Aber das war doch nicht die Frage, oder? Hat für mich gereicht. Das ist richtig. Das steht so. Dafür. Das ja. ist eigentlich für die Architektur des ursprünglichen Geschäfts inspiriert. Es hatte zu beiden Seiten goldene Bögen. Oh Gott. Der Besitzer wollte, dass die Leute eine McDonald's-Verkaufsstelle aus der Ferne erkennen konnten. Ich habe das anders verstanden. Ich dachte, das ist M an sich bedeutet vom Wörtlichen her. Nein, so. Ja, das auch. Darum ging es nicht. Es ging darum, warum es diese McDonald's-Bögen gibt. Und ja, Dave hat die Frage sofort gelesen und voll verstanden. Na, wofür steht, also dann, wofür der Logo steht. Ne? Mirko, Logo, ich habe dir gerade den Link zum Google-Eintrag geschickt. Zu dem Anime, da geht 2 Minuten. Ja, können wir weitermachen? Nein. Pardon, und David dürfen wieder. Ich suche einfach mal aus. Unsere Kindheit 100. Ehrlich klar. So läppsch. Ehrlich klar. Ja, minus 1200, was möchtest du? So läppsch. So. Geht wieder eine wunderschöne Serie. Aus unserer Kindheit, ne? Von uns allen. Wer die nicht kennt, weiß ich auch nicht. So, hoffen wir, seid ready. Wird natürlich wieder gebuzzert. Mhm. Wie heißt die Zeichentrickserie, wo Joey... Didi. Moment, das hat der David gebuzzert. Joey, Didi, okay, da war ich ein bisschen zu schnell. Ist das die Donkey Kong Serie? Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Ist falsch. So, Mirko und Holger, vor euch sind 50 Punkte drin. Wollt ihr antworten? Keine Ahnung. Weißt du? Der Tagebuch geführt hat mit Douglas, hier, Duck, mein Name ist Duck oder sowas. Ach, du, ist das deine Antwort? Oh, wie hieß das denn? Ja, ist meine Antwort. Ja. Okay, dann seid ihr runter auf 250. Na. Ja. Ich warte, da hieß auch, ja. Ich will jetzt erstmal den Basen. Kannst du die komplette Frage vorlesen? Na klar, wie heißt die Zeichentrickserie, wo Joey, Didi und Marky
Zwei Katzen, die Hölle auf Erden bereiten. Es geht um Oggi und die Kakala. Oh mein Gott. Mein Gott. Die Kakala sind so scheiße. Einfach Kakalaken und Katzen zu schreiben, wäre so einfach. Aber die Frage. So. Diese doppelte Stelle. Hol mal, Mirko, sind wir da dran? Ja. Mirko, sag mal irgendwas. Komm, wir hatten noch nicht. Zahlen bitte. Machen wir 200. Ja, Zahlen bitte. Komm. Zahlen bitte für 200. Jetzt muss ich die Kategorie jetzt. Aber dann haben wir einmal alle Kategorien. So schön. Das stimmt. Bei Zahlen bitte geht es darum, dass ich euch eine Frage stelle und dabei geht es meistens immer um irgendwelche Zahlen. Also ich will halt immer eine Zahl als Antwort haben. So einfach ist es. Ja, aber nicht sagen, unbedingt. Es geht Zahlen bitte. Vielleicht geht es auch um Währung. So. Okay. Also es geht allgemein. Ihr dürft aber jetzt auch schreiben. Nice. Oh, geil. Das heißt, müssen wir, dann dürfen wir. Wenn du es weißt, Holger, darfst du buzzern. Desto mehr Minuspunkte ich habe, desto besser, ne? Also sind das jetzt allgemein Schätzfragen dann oder ist das jetzt genau dann die Zahl? Es überwiegend Schätzfragen, aber es kommen auch Buzzerfragen vor in der Kategorie. Okay, das ist jetzt 3,1. Geschätzt oder? Ja, jetzt wird geschätzt. Jetzt dürft ihr gleich dürft ihr untereinander gleich chatten und dann und einer von euch schreibt dann die Antwort ins Programm. Okay. No. So, hoffe, ihr seid ready. Ja. In welchem Jahr wurde das erste FIFA veröffentlicht? Oh. Scheiße. Wir reden von FIFA, also so wie es auch heute immer noch heißt, FIFA. Es geht das Spiel, wo vorne drauf steht, FIFA. Also ob es jetzt FIFA Football oder so, ist es egal? Da muss FIFA stehen. Das erste Spiel quasi der heute bekannten Reihe. So. Also wenn da jetzt... Reicht dir das Jahr? In welchem Jahr? Also mir reicht das Jahr. Ich brauche jetzt keinen 4.3. oder so. Ich will nur das Jahr haben. Das ist jetzt auch eine nette Frage. Na, ihr könnt beide Teams können hier absahnen. Soll ich es reinschreiben? Ja, ja. Bin mir ziemlich sicher. War auch mein erster Gedanke und da dachte ich mir vielleicht 2 Jahre früher schon. Aber... Kann sein, aber 2 Jahre oder her, ich weiß es auch nicht. Weil vorher hieß es anders, das weiß ich. Es hieß vorher nicht früher. Ja, ist ja egal, wer die Antwort reinschreibt, ne, Holger? Ja, ich schreib. Vorher hieß es, glaube ich, International Soccer oder so. Ab und reingeschrieben. Muss ich noch irgendwie abschicken? Drauf, da. Weiß ich gar nicht, ich muss... So, hab beide eingeloggt? Siehst du bei mir was stehen? Jetzt hast du mich verunsichert. Okay. Jetzt ändere ich nicht ändern, nicht ändern. Nein, nicht ändern. Nicht ändern, Dave. Nicht ändern. Bleib dabei, nee, komm. Bitte. Doch, ändere Nein, mich. Bleib dabei. Oh, jetzt wieder auch. Ja, komm, ich bleib dabei. Bleib dabei. Bleib dabei. Ja, ich finde, du dir wirklich sicher bist, Dave. Gut, ihr habt eingeloggt. Ja. Ja, ich hab eingeloggt. Okay, da stand aber trotzdem was anderes gerade eben da. Ja, ich weiß. Ich bleib dabei, aber ja. Ich bleib dabei. Jetzt bleib ich dabei, Sam. Eine davon, von den Sachen, die du geschrieben hast, damit war richtig. So viel kann ich dir schon mal sagen. Die haben falsch. Okay. Eine der Sachen war richtig. Aber vielleicht reicht's ja immer noch. Na, vielleicht seid ihr da trotzdem näher drin. Ne? Ja. Das ist FIFA. Ich kann erst mal sagen, was ihr habt. Das ist ja vielleicht leichter. Ja. David und Paul haben 1995 eingeloggt. Oh. Okay. Holger und Mirko haben 1993 eingeloggt. Das war letztens bei Pete's mit irgend so eine Quizshow. 90er Quizshow, glaube ich. Ja. Und was kam vor? Ich meine 97. Welches Jahr? Ich hatte meinen halt auch 97, aber Janik hat mich verunsichert, deswegen bin ich noch auf 15. Aber hey, du hattest kurz die richtige Antwort mit 93. Da steht. Ja, das ist nicht dein Ernst, Alter. Ja, das muss ich keine erzählen, Minuspunkte für euch, aber 200 Punkte gehen damit. Dass Sepp ja die 93 übersprungen hat und dann auf 92, 91 gegangen ist. Und stimmt. Der war auch am besten. Ja.
Also ja, genau. Ich hab, als Yannick mich verunsichert hat, 93 angegeben. Das stimmt. Gut, das ist Edge. Das fand ich sehr witzig. Ja, 93 hätte ich nicht gedacht. Da bin ich gerade geboren worden. Das ist, da schon FIFA draußen war. Sick. Boah, ich hieß aber nicht FIFA International Soccer, sondern es hieß, glaube ich, nur International Soccer von EA Sports, aber damals schon. So, Holger und mir kommen richtige Antwort, deswegen dürfen sie jetzt weiter aus. Na, Holger, du. Hau doch mal rein. Mein Name lautet 500, oder? Komm, gönnt euch. Ja, mir egal. Ja, du darfst aber auch so. Es ist kacke, kacke, wenn wir die Hälfte verlieren und Punkten. Ich kann gerade aus, also. Ja, dann. Wenn du jetzt die Antwort weißt, möchtest du antworten? Wenn du jetzt die Antwort weißt, bin ich impressed. Joey, dann halt mal. Okay, komm. Folge mir. Warte. Marken 400. Marken 400? Ja, komm, hau rein. Alles klar. Marken 400. Was an? Ja, aber. Ja, schau mir die Frage mal an. Ja. Kriegt ihr das hin? Ihr dürft schätzen. Schreibt okay. mal. Oh, das ist, scheint sehr lustig zu sein für Yannick. Ach, du Scheiße. Das könnte ja interessant jetzt. Na, ich will mal nett. So. Mal nett. Jetzt super. Habt ihr auch gar keinen Stress mit Buzzern und so. Einfach schön miteinander wieder chatten. Die Frage lautet, Volvo ist aus Willst du nur was Schönes lesen? Ja, Volvo. Volvo ist aus dem Lateinischen und bedeutet auf Deutsch was? Scheiße. Mann, bei Audi könnte ich es dir sagen. Das wusste ich mal als Kind. Wenn ihr nah genug dran seid, dann lass es das gelten. Ja. Wer hatte Latein? Ich hatte Latein, ich hab mein Latinum. Ich auch, aber ich hab alles vergessen. So. Kein Google-Übersetzer übrigens in diesem Fall? Ja, bitte wissen. Wer Andi? Ja, der Hamster kommt mir so vorwurfsvoll an. Warum ich? Ja, weiß nicht, der Hamster kommt gerade so. Ich hab doch nicht gebessert. Du musst ja nicht buzzern, soll ich verschreien. Voll. Ich gebe euch das Tipp, es sind zwei Worte. Würde zu dem passen, was ich gerade falsch geschrieben habe. Nein, aber das ist ein Wort. Was habt ihr gesagt? Rolle? Nein. Ja, Rolle, ja. Eindeutig. Ja, mal zwei Worte. Ich Rolle, wenn die Rolle gesagt haben. Hä? Warte, muss ja tippen. Redet ihr gerade laut? So. Ich bin verwirrt, weil Holger irgendwas sagt. Ja, Entschuldigung, ich muss ja tippen. Entschuldigung. Warte. Ihr könnt auch schon laut besprechen, mir ist das egal. Ja, ich, also. Ich bin. Holger, also, Paul, ich bin für das zweite. Du bist Holger Paul. Was? Nicht das in den Anführungszeichen, sondern eher für das, was du dann hattest. Ich hab keine Ahnung. Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. So, ich tipp's ein, komm. Ich tipp's ein. Hier. Holger, du machst das schon, ne? Ja, ich hab eingetippt. Ja, ich hab gerade laut überlegt. Ja, mach mal. Ne, ist gut. Ich war gerade so im Game. Ihr habt eingeloggt? Ja. Ja. Okay. Ich denke schon. Team Mirko und Holger sagen, ich rolle. Paul und David sagen, ich rolle. Wie geil. Alles klar. Habe ich vorhin irgendwie auch laut gehört? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall kriegen die beiden Teams 400 Punkte. War richtig. Ja. Und habe ich auch noch verzaubert. Was? Egal, ist ja egal. Das ist ja der punktetechnisch ist gleich. Ja, trotzdem scheiße. Wenn ich einen Klopp gewesen wäre, alles easy. Ich finde das gut. Ach, Schnauze. Was denn? Ja. Holger, was ist denn? Ja, ist okay. Viele da die Punkte und dann. Holger, ich habe viel komplizierter gedacht als unser lieber Herr Paul. Wieso hat das denn geschrieben? Ich hatte nicht weder Französisch noch Latein noch irgend sowas. Ich habe einfach gedacht, naja, gut, vielleicht hast du selber Frachtfahrzeug, keine Ahnung. Frachtfahrzeug, ja klar. Ich hatte kein Latein, du. Also von dem her, keine Ahnung. Du, ich auch nicht. Ich hab geraten, weil ihr Rolle gesagt hättet. Wow.
Ey, Holger, du bist wirklich so ein Random-Würfel, ne? Irgendwas. Ja, genau. Du sagst nur random, obwohl du es selber laut gesagt hast. Ich hab's nicht laut gesagt, ich hab nichts von Rollen gesagt. Von Rollen hast du Rolle gesagt. Rollen hab ich auch. Ich hab zuerst bei Holger aufgehört. Aber ich kann mir auch überhören. Du kannst auch überhören. I don't know. Sorry, egal. Ja, beide richtig. Deswegen wechseln wir jetzt einfach auf das Team, was weniger Punkte gerade hat, Paul und David. Weißt du, Holger spielt Lotto und gewinnt und Dave so, boah, Holger, du bist so random, ne? Ja, aber so das immer. Ja, gut, weißt dafür du, ist auch so, random. Also ganz ehrlich, Holger kreuzt irgendwelche Zahlen beim Lotto an und gewinnt. Safe call. Ja, aber doch schön, oder? So funktioniert Lotto. Ja. Wir nehmen meinen Namen lautet für 100. Let's go. Also, sind wir überhaupt dran? Lautet, ja, ja. Ja, hier sind drin. Für 100, geil. Ja, ready. Ja, ist klar. Jetzt wird wieder gebuzzert. Was? Jetzt wird wieder gebuzzert. Ja, dann kann ich reden. Danke. Naja. Du kannst auch die Antwort laut sagen und nicht buzzern. Ob ach, das ein Vorteil ist, ist natürlich wieder anders. Ich suche wieder einen Charakter, Leute. Ja. Das ist ja die Kategorie. So. Wer ist der beste Freund? Und wie heißt er natürlich? Von Donkey Kong. Das ging flott. Drei Leute haben gebuzzert. Oh, David hat durchgezogen. Ja. Das ist Diddy Kong. Ja, das ist richtig. Gott sei Dank war ich nicht der Erste. Ich war einfach zu langsam. Ich hab nur der Donkey gehört. Dachte mir, oh ja, das ist der Freund von Shrek. Ich war noch gar nicht auf der Ballon. Der Esel. Der Esel. Und dann kam Kong und ich dachte, fuck, ich weiß das nicht. Ja, okay, gewesen. Da gab es früher auch eine Serie, glaube ich, auf Superhelden lief. Ja, ja. Mhm. Auf die habe ich vorhin auch sprechen wollen. Ja. Kenn ich nicht. Die ist auch absoluter Trash, das ist 3D. Okay, hey, drei Leute haben gebuzzert. Holger wollte nicht. Ja, ich war zu langsam, sorry. Du hast gar nicht gebuzzert. Ja, ich wollte aber. Na, glaube ich dir nicht. Lass mich mal. David, Paul, du fahr doch mal. Seid auf dem. Ich bin für. Mein Name lautet 500. Oh, warum nicht? Komm. Ich zieh durch. Mein Name läuft in 500. Das ist ein komischer Name. Dabei. Das ist eine Frage für Mirko. Hä? Was soll man noch schreiben? Okay. Ja, passen. Gut. Seid ihr ready? Ja. Der Zwiebelritter aus der Dark Souls-Reihe ist schon bekannt. Aber wie lautet der genaue Name? Ich hol mal kurz Wasser. Tschüss. Warum machst du das mit mir? Das Mirko Wasser. Ja, macht, ich glaube, er hat das schon los. Das ist frustrierend. Das kann man wissen. Das wird dann frustrierend. Ich weiß es ja. Nein. Ich gehe kurz an meinen Kühlschrank. Heißt der nicht Alexander? David hat gebuzzert und sagt Alexander. Heißt der nicht Alexander von was weiß ich? Von? So der Berlin. Ich weiß nicht mehr, wie die scheiß Stadt heißt, Mann. Wenn du die Stadt sagst, ist okay. Ich weiß nicht. Das ist irgend so ein fernes Land. Wie heißt denn der Scheiß? Hello, my name is Alexander von. Ach, fuck mich. Janik, du bist ein Assi! Ich sag dir zumindest den Vornamen, als ob ich mir nach Zwiebelritter, nachdem ich wusste, dass der Typ Zwiebelritter in der allgemeinen Community heißt, merke, dass er wie seine scheiß Stadt heißt. Janik, du machst mich fertig! Hab ich jetzt verpasst? Der heißt Alexander! Nee, heißt er nicht, deswegen wollte ich die Stadt noch wenigstens gönnen. Alexander Markus? Das ist leider falsch. Damit seid ihr wieder bei 1300 negativ. Ist mir egal. Oh Gott. Alexander Markus war auch der hier mit Homo denn. Ist mir egal, Mann. Dein Name lautet Siegmeier von Katharina. Ja. Ah, ja, stimmt. Können wir nächste Dings machen? Ja, okay. Ja, Siegmeier von Katharina. Jo. War witzig. So, Holger, Mirko, ihr dürft. Wir wollen. Ja? Haben die verkackt? Ja. Oh, die haben verkackt. Cool. Ja, heute läuft nicht. Ist das Hentai 400 Punkte. Okay. Ja. Okay. Ich bin heute wie voll nett. Manchmal sage ich einfach, komm, ich muss mit dir schätzen.
Apal, nochmal persönlich. Was, wir dürfen schätzen? Ich weiß nicht, von wann das eine Video da war, wo ich das bei TGC angeklickt habe. Es war, wie gesagt, nochmal echt gut. Ne? Also, du kannst echt immer moderieren. Das ist echt krass. Echt nochmal begeisternswert. Würdest du öfters machen. Ja, ist echt so ein Video gewesen, das kann man echt. Kann ich Janik jetzt die Frage vorlesen? Danke. Freut mich. Nö. Hallo, der darf mir doch mal ein Kompliment machen, der ja, wirklich. Der hätte das auch machen können. Oh mein Gott, ey. Also, ich werde hier sowieso schon wieder zur Minderheit degradiert, also. Ja, dann mach ja nichts, ist ja eh so. Ja, eigentlich ist Holger die Minderheit. Kleiner Hamster. Holger, ey, zügel dich mal. Entschuldigung, ja, tut mir leid. Ihr dürft buzzern, weil ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ja, glaube ich auch nicht. So. What? Seid ihr ready? Ja. Ist das Hentai 400. Wie nennt man das Anime-Genre, das die Zielgruppe Kinder hat? Was hat einen eigenen Namen? PTF. Was? Okay, krass, wusste ich gar nicht. Ich kenne eine Anime-Kategorie und hier ist es nicht. Hervorragend. Wahrscheinlich Edgy oder so. Oder Hentai. Schonen. Paar kennen wir jetzt. Schonen, Na, Shonen ist übrigens für Jungs. Ach, für Jungs, ich dachte, das wäre ein Battle-Anime. Extra noch fürs Geschlecht sogar? Shonen wird offiziell bezeichnet als Anime für Jungs. Okay, das heißt, ich kenne eine Bezeichnung, weiß aber nicht, was sie bedeutet. Nice. Auch nicht schlecht. Sorry, ich dachte, Shonen wäre immer Kampf so halt. Ja, genau, dachte ich auch. Nee, hab ich auch gedacht, aber als ich das gesehen habe. Nee. Und doch nicht. Romance hat auch eine eigene japanische Bezeichnung, ist hauptsächlich für Mädchen angehaucht. Gut, ich höre das Ding ist, in dem Anime mal, Gintama, da liest doch immer so ein Manga-Magazin, was eigentlich für Kinder ist. Jump meinst du? Genau, die Jump. Aber da gibt es doch eine für Kinder. Goody. Ja. Wahrscheinlich ist die Antwort nur einfach Kids oder so. Nee, das heißt Kodomo. Okay. Was? Kodomo. Okay. Ja, es gibt wirklich so Genres für Jungs, für Mädchen. Mädchen wird zum Beispiel für Sailor Moon. Na, dann gibt es für junge Frauen, für junge Männer. Also hat alles seinen extra Begriff. Sailor Moon. Einfach aus dem Grund oder einfach aus Scheiße? Kodomo wäre zum Beispiel Pokémon, wenn Kodomo. Das Beispiel. Für die Zielgruppen halt, ne? Würde ja schon Sinn. Dass sie das so hart unterteilen, Alter. So, die Frage kann nicht beantwortet werden, geht's wieder zurück zu Pal und David. Es gibt sogar eine Kategorie für Bisexualität. Im Japanischen. Nehmen wir Marken für 200 oder was? Hey, nehmen wir Marken für 500. Lollikon, nehmen wir für 500. Absolut reinkommen. Warum nicht? Marken für 500. Alles klar. Ich dachte irgendwie gerade erstmal an Lollikon, aber das ist ja was anderes. Nee, Lollikon? Nein. Hey, Mirko? Mirko. Nein. Mirko, böse. Böse Mirko. So, Leute, das hätte auch in skurrile Fälle kommen können. Aber ich möchte natürlich jetzt einfach direkt von euch wissen, weil es so einfach ist, kam es natürlich nicht rein. Wie kam es dazu, dass aus BMW ein Autohersteller wurde? Ist natürlich eine Buzzer-Frage. Das war's. Nochmal die Frage, bitte. Wie kam es dazu, dass BMW ein Autohersteller wurde? Waren die denn früher? Das kann ich dir erzählen, Holger. Ich kann dir gleich erzählen. Oder David erzählt es dir jetzt. Pass auf, also ich weiß, dass die bayerischen Motorenwerke früher tatsächlich hauptsächliche Traktorenmotoren hergestellt hat und unter anderem auch Motorradmotoren. Und dadurch, dass sie im Zweiten Weltkrieg unter anderem die Motoren für die Motorräder dementsprechend hergestellt haben, bin mir nicht sicher, irgendein General gesagt, hey, wie wär's denn, wenn ihr einfach Autos herstellt? Könnte auch sein, dass es im Ersten Weltkrieg war. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mit dem Krieg zu tun hatte, dass die dementsprechend Autos bzw. Motoren für LKWs hergestellt haben und dadurch halt dann Autos, dass sich das so weiterentwickelt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie mit Motorrädern angefangen haben. Und das hauptsächlich für den Krieg.
Das ist nah dran, aber nicht nah genug. Schade. Leider falsch. Aber erstaunlich sinnvoll. Richtiges Wort. Mhm. Bestimmt. Es hat auf jeden Fall sehr viel mit dem Krieg zu tun und die hatten Motorräder hergestellt, das weiß ich, für den Krieg. Und dadurch ist es irgendwann mal dahin gekommen, dass sie halt Autos hergestellt haben. Wird auch anscheinend nichts mehr geklaut, dann löse ich auf. Löse mal auf. Groben hätte mir gereicht, weil Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Das. Wow. Alles klar. Ja, also das hätte mir gereicht, es hätte mir auch gereicht. Die Firma ging halt Konkurs im Bereich Flugzeughersteller. Das war noch davor. Also danach, danach, also du warst ein Step weiter, David. Du hast ein Step zu weit. Ja, genau. Danach haben sie Motorräder und so gemacht. Die haben Flugzeuge hergestellt? Ja, genau. Flugzeug und weil Deutschland halt verloren hat, mussten sie halt anderes machen. Oh, jetzt weiß ich es wieder. So ungefähr. Das Logo von BMW soll auch gar keine bayerische Flagge darstellen, sondern Rotorblätter. Ursprünglich. Oh. Klingt auch sehr plausibel. Muss ich auch nicht. Ja, auch nicht schlecht. Schreibe ich mir mal auf fürs nächste Mal. Gott, danke schön. Ich habe mir eine Dokumentation zu BMW angeguckt, in der Schule damals noch. Frag nicht, wieso es kam. Und das weißt du jetzt noch, Alter. Das weiß ich jetzt noch. Das ist Respekt. Ja. Wir haben im Geschichtsunterricht mal 300 geguckt. Absolut geschichtlich korrekt, finde ich geil. Nee, darum ging es ja, um zu überprüfen, was davon historisch korrekt ist aus dem Film. Und was kam dabei rum? Dass zum Beispiel diese Orakel und sowas und diese Incels-Tinies, die da auf dem Berg gewohnt haben, ne? Dass das durchaus so stattgefunden hat, dass halt Leute. Dass halt Inzest betrieben wurde und dass halt diese missgebildeten Kinder und so weiter, die dann Priester wurden und dann haben die junge Frauen und so was extrem unter Drogen gesetzt und die haben dann halt irgendeinen Scheiß erzählt und das wurde dann zum Orakel. Ja. Unter anderem. Das ist richtig. Das war so einer der Punkte, die recht akkurat waren in 300. Das ist zumindest. Dinge, die ich nie wusste. Griechisch-technisch gesehen ist das tatsächlich recht akkurat. Ja. Aber sonst, bis auf Leonidas selbst, ist, glaube ich, fast alles erwunden. Ja, die hatten schon eine kleine Streitmacht, die da diese Passage gehalten hat. Die wurden verraten. Ja, es waren nicht so viele, glaube ich. Das war, glaube ich, nur die Hälfte oder sogar weniger. Nein, ich meine, das waren mehr als 300. Mehr als 300? Schon. Kann auch sein. Ich meine, das waren mehr. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja. Eine Frage noch, dann wird es verdoppelt. Holger und Mirko dürfen antworten. Also, raussuchen. Antworten dürfen alle. Holger, mach. Zahlen bitte für 300. Zahlen bitte 300. Ja, da haben wir nur eine Frage von und ich machen wir zwei. Okay. Für Pi, ne? Finde ich gut. Ja. Ihr dürft wieder schätzen. Oh, cool. Soll ich wieder laut reden oder? Das ist ja, bitte. Das ist ja nicht mein Problem. So. Wie viele Digimon gibt es insgesamt? Oh, komm, Junge, ernsthaft? Deswegen buzzern wir jetzt durchwesen. Ich glaube, da die genaue Zahl. Ich glaube, Paul, da ziehe ich durch, oder? Such dir was aus. Ich ziehe durch, alles klar. Also, Digimon an Digimon oder Digimon-Teile? Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Wie viele Digimon gibt es insgesamt? Was bis auf heute, Auto Mond? Oder was? Meinst du? Stand heute. Stand heute. Ich habe die Frage sogar heute rausgesucht. Das war ja Stand heute. Ich habe Digimon die erste und zweite Staffel geguckt und Tamers habe ich auch nie richtig geguckt. Nee, warte mal. Es geht um Staffeln. Nein, es geht nicht um Staffeln. Wie viele Digimon haben Sie? Wie viele? Nur statt Pokémon und Digimon. Ah, okay. Danke. Jetzt bin ich wieder offen. Nur ohne Pokédex. Ja, dafür gibt es ja den. So wurde da. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja so einen sogenannten Pokédex, mehr oder weniger für Digimon. Ja, also ein komisches. Die brauchen kein Pokédex, die Digimon sehen dann einfach direkt, okay, der ist gut. Gut, stimmt, der eine hat immer seinen Laptop bei und dann. Alter, ich fühle mich verletzt, der eine hat seinen Laptop dabei. Ja, hat er ja auch mal der eine. Ey, gibt's mal einen mit Laptop da? Ja, das ist ja die erste Staffel. Ich meine, generell hat da irgendjemand immer was dabei: Handy oder irgendwas. Das ist nicht wahr. Was weiß ich.
Ich habe Digimon Tamers gab es tatsächlich. Ja, das habe ich nie richtig geguckt. Hat es Digivice selber einen Datenspeicher gehabt? Ja, wie gesagt, das habe ich nie richtig geguckt. Diskutiert ihr beiden Digimon? Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir sehen da nichts im Chat. Holger macht auch schon. Ich habe reingeschrieben. Ja. Ich nehme das so. Komm mal, jetzt aber. Drei. Nee. Ja, warte, ich muss kurz. Ja, Google ist. Warte. Ich schreibe, überlege, dass ja die Videospiele auch. Nee, ich habe mir schon mein Guess geschrieben. Könnte schon hinkommen. Keine Ahnung, schreib Volker. Ist das eigentlich? Ja, ich habe geschrieben. Ich hab doch. Ich glaube, das könnte hinkommen, weil die Videospiele sind, glaube ich, auch kanonisch, was das angeht. Mego, ich habe dir geschrieben, was ich reingeschrieben habe, ne? Ja, ja, passt schon. Ne? Okay. Digimon von David, Paul, welche von euren Antworten muss ich nehmen? Die von Paul oder von David? Okay. David. Okay, also nicht 10. Okay. Nee, 10. Nein, nicht 10 safe nicht. Hast du 10 geschrieben? Herr Paul hat 10 eingeschrieben. Keine Ahnung, ich hätte jetzt irgendwas mit 400 geschätzt. Holger sagt 225. Holger, wir geben uns die Hand. Und David sagt 250. Wir geben uns die Hand. Oh. Come on, come on. Oh, come der eine ist 15 entfernt. On. Der andere 10. Oh nee, ich glaube, du hast recht. Ja, ich habe immer recht. Nee, nicht. Ich habe die Fragen vor mir, natürlich habe ich recht. 240, come on, 240. 240. 240. Oh, ja, ach nein. Nice, Dave. Yes. Nice. Wäre absolut geil, ich weiß. Huge. Scheiße. So. Dann geht ihr zumindest wieder runter auf 1000. Holger, du darfst nicht vergessen, du musst ja die, die in den Spielen vorkommen, auch mitzählen, weil da gibt es ja auch die komischsten Formen, beispielsweise Agumon kann sich irgendwie in einen Lego-Digimon verwandeln, bla bla bla. Hey, genau, das waren nämlich 15 mehr, als du dachtest. Das zählt, weil die Spiele, die Spiele sind oft... Safe nicht. Das zählt, weil die Spiele sind kanonisch. Junge! Ist gut, ihr habt. Punkt ist alles easy. Ich hab weiter, Yannick. Komm. Naja, ich muss jetzt gerade erstmal verdoppeln. Danach ja, dürfen wir auch mal. Ich hab nicht Spiele gedacht. Das zählt safe. Weil sonst würden es keine 240 sein. Jetzt würden da 1, 2, 3, so ein paar fehlen, so 10 oder 15. Ja, ja, klar. Ist so. X-Wemon hat beispielsweise auch drei. Wemon hat auch drei Digitationsarten. Die Armor-Digitation. Dann seine normale Champion-Level-Digitation und seine andere Champion-Level-Digitation. Ja, ist ja gut. Genau. So, genau. Ist doch alles okay. Falker, was? Ist doch alles okay, Alter. Falker, kannst gerne weiterklären. Was bedeutet man das? So, ich hab verdoppelt. Ihr dürft weiter. Ja, Dave, so schön wird das. Unsere Kindheit 1000. Unsere Kindheit 1000. Ja, ab 1500 minus, guck an. 1000 buzzern? Mhm. Ja, das ist Skill, Junge. Nicht buzzern. Ist buzzern. Okay. Was denn? Seid ihr ready? Finger auf die Maus und ab dafür. Ja. Okay. Ja. Wie heißt die Antagonistin, die den Hauptprotagonisten aus Hey Arnold verliebt ist? Aus. Was? Wie heißt sie nochmal? Ja, keine Ahnung. Och Mann, wir machen schon. Scheiße. Du machst mich fertig, weißt du das? Das sind 500 bis 1000er Frage. Muss natürlich schwer sein. Ich hab das so oft geguckt. Ne. Bis jetzt bei unserer Kindheit nicht eins davon war irgendwie. Ja, nur, dass ich ihn nochmal krampf von Drahtschädeln dann. Ne, Footballschädel, aber egal. Footballschädel. Stimmt, danke, sorry. Footballschädel. Quadratschädel war ein anderer. Ja, ihr macht es unter euch, ne? Gut. Mhm. Gehen wir in die Küche zusammen, Holger? Ja, klar. Oh Mann, ey, wie hieß die doch mal? Scheiß drauf. All I guess. Oh, Junge. Okay, Mirko hat gebuzzert. Ich würde sie gewinnen, ne? Ja, Mirko? Lilly. Und weiter? Ach so, brauchst du einen vollen? Nein, er trollt. Nee, das hat er nicht gesagt, braucht er nicht. Hab ich nicht gesagt, das stimmt. Ist aber ist so oder so falsch. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht richtig. Gott sei Dank, nee, ich buzzer nicht. Vergiss es, ich hab keine Ahnung, ich weiß nur irgendwas. Violet. L war, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich mich nicht ganz irre. Meinst du?
Ja, kann auch was anderes sein. Ich glaube auch. Ja, also, das ich sag Rachel. Und Buzzard-Pal? Nee. Eigentlich Buzzard-Pal. Nee. Ja, brauchst du auch nicht. Nenn mir deinen Namen. Ja, Violet. Violet. War Helga, Leute. Helga. Klar, die Helga. Helga G. Pataki. Ist die war richtig cool, die Serie. Ja, mit der Monobrau, die Helga. Der Film stimmt. Hat sogar damals alles abgeschlossen. Ich hab die ganze Zeit das Bild von der Mädel von, wie heißt das hier, Phineas and Ferb. Die hab ich die ganze Zeit im Kopf, aber nee. Die hieß, by the way, Vanessa. Isabella meinst du, oder was? Ja, Isabella, ja. Ich weiß nicht, wie die heißt. Isabella. Ja, das weiß ich wieder. Hey, da sind nur 2 Fragen offen, wer weiß. So, Mirko hat falsch geantwortet, Paul und David dürfen weitermachen. Ja, Paul, lass mal unsere Kindheit 800 machen. Ist wieder spannend. Ja, komm. Vielleicht kommt es auch nicht. Wir führen immer noch. Komm, Phineas und Ferb. Push. Ja, Phineas und Ferb auch rein. Warte, warte. Oh, Phineas und Ferb. Phineas bin ich drin. Ne, doch nicht. Hau rein. Ich hab grad gefragt, was ihr gesagt habt, aber was ihr. So. Ist eine Buzzer-Frage, Leute. Ich weiß, darüber habe ich mit einem von euch schon mal drüber geredet. Okay. Mach mir das nicht. So, wir essen die beiden Biber-Brüder aus der gleichnamigen Serie. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Die heißen Peter und Enes. Eingeloggt? Nee. Okay. Hätte doppelt so viele Punkte gegeben, wenn es richtig wäre. So, der eine hat immer diese komische Stimme gehabt. Ich hab die Biber-Brüder gehasst. Nö, war nicht ganz lustig. Ich hab gleich mal eine Folge gesehen. Heute liefere ich gar nicht. Das ist ganz schlimm, ey. Die Musik davon war immer cool. Die hatten so ganz komische Namen, ey. Ich weiß nur noch den einen. Gibt das Teilpunkte? Nö. Schade. Ist das ein Arsch? Wenn du einen Namen weißt. Wie in der Schule, weißt du, wo du alles aufschreibst. Okay, ich lese die Frage. Holger, nenn mir den einen Namen. Der eine ist Norbert. Der andere hat Jo, das stimmt. Jo, aber den anderen weiß ich nicht. Ja, der andere ist Harald. Nee, Daggett. Norbert hat der Bonnen, ne? Wie hieß, was? Norbert und Daggett, ist aber klar. Daggett, Alter. Jo, als ob. Was ist das für ein Name, Daggett? Cool Deutsch, Norbert und Daggett. Laufen die nicht in Deutschland den ganzen Daggett-Leute entgegen dabei? So wie eben bei jemandem. Ich immer so zu scheiß Uhrzeiten, wo ich das immer verpasst hatte. 22 Uhr lief es damals. Gut, ja, und Mirko dürfen wieder aussuchen. Oder sehr früh, dann mal morgen. Ja, Holger noch. Genau. Mein Name lautet, weil ich will die Kategorie fertig haben, für 409. Mein Name lautet für 400. Ja, mach mal. Okay. Wir haben ja eh ein bisschen Spielraum, was Minuspunkte angeht. Ja, okay, das ist egal. Das stimmt natürlich. So, ich muss jetzt wieder umdenken. Buzzer oder schreiben? Das kriegt ihr hin, Buzzer. Das ja, klar. Ja, das ist ja quasi eine 200-Frage. Das ist natürlich easy für euch, gar kein Problem. So, ich hätte natürlich wieder gerne einen Namen. Hättest du, ja? Ja. Bist du sicher? Ja, klar. Okay. Ready? Ja. Oh. Okay, wie heißt die Computer-Ehefrau von Plankton aus... Scheiße. Nee, aus der Serie nicht. Aber David hat gebuzzert. Nein! Doch, hat er. Nein, das ist nicht Karen. Weiter? Nein, nichts weiter. Die ist einfach Karen. Sehr gut, Dave. Karen Plankton und das ist natürlich richtig. Ja, oder Karen Plankton, ja. Alter. Ja, nice. Aber Plankton heißt nicht Karen Plankton. Nein. Nee, da ist ja Sheldon. Ach ja, genau. Sheldon Plankton. Und sie heißt natürlich deswegen Karen Plankton. Was wollt ihr dann? Malzbier. Beste Folge. Was wollt ihr? Malz. Ein Buffer muss noch freigegeben werden. Da hat mir noch gar nichts rausgesucht. Das Spongebob war so lustig früher. Ich bin nicht Mr. Krusty, ich bin Benjamin. Das ist der beste Joke der ganzen Serie. Und auf Englisch funktioniert er nicht. Das ist so nee, auf Englisch nicht?
Nein, nee, geht nicht. Auf Englisch funktioniert er nicht, weil die nicht. Also auf Deutsch anders übersetzt wurde. Okay, ja gut. Also die haben es einfach so gemacht, glaube ich. Weil das nein, die haben im Deutschen halt den gleichen Grundsprecher, deswegen haben sie es so gemacht. Ja, schon klar. Die Frage ist, wie ist der englische Originalwitz? Den kenne ich nämlich gar nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich habe mir das einmal angeguckt, und aber es ist nicht so lustig gewesen wie das. Dafür, die Brunnenfolge ist im Englischen dafür um einiges besser. Weil als der Thaddeus sagt, I'm claustrophobic, heißt das, he's scared of Santa Claus. Und Patrick sagt dann, ho, ho, ho. Das ist ja noch lustiger. Das ist halt einiges besser als die deutsche Übersetzung. Aber Klaus. Er hat für jeden Angst, der Klaus heißt. Hör auf, du machst ihm Angst. Ja, Nick, das kannst du machen. So ein allgemeines SpongeBob-Quiz nur. Ja. So, wir haben ja richtig geraten, ne? Dann, yes, bitte weitermachen. Komm, mach mal eine Kategorie zu. Mein Name lautet 600. Ja, ist schön. Bin ich bei Holger dabei. Wenn die Antwort jetzt nicht so shady ist, bin ich enttäuscht, Janik. Am besten ist auch, wir suchen erstens enttäuscht. Mein, zweitens Namensschild. Namensschild. Ja, schön. Ich bin bereit, ja. Seid ihr... Leute, okay. Wir müssen... Okay. Sind die anderen drei auch bereit? Wir sind bereit. Ja. Alles klar. Ja, nenne mir einen der bekannten Namen, als dir der Hauptcharakter aus Doom bekannt ist. Ja, ciao. Das darf ich. Der Doom-Lord. Ach, ist der Doom-Guy. Ja, ich meine auch, ne? Der Doom-Guy. Ja. Na. Das ist ein bekannter Name. Nee. Doch, der wird als Never. Der Doom-Guy bezeichnet. Okay, Holger, was sagst du denn? Ich sag Doom Marine ist das. Hätte ich auch richtig genannt. Okay. Ich habe die Punkte schon geändert bei euch, ne? War natürlich richtig. Ist der Doom-Guy? Ja, der heißt... bei den Fans wird er Doom-Guy genannt. Offiziell heißt er Doom... Ja. Ja. Dann hat er noch den weiteren Namen Doom-Slayer. Das ist der hauptsächliche Name. Oder D-Slayer gibt's auch. Und natürlich auch Doom-Marine. Unter den vier Namen ist er bekannt. Ja, da war ich einfach zu langsam, so scheiße. Ja, ich kann dir sogar sagen, wie viel. Will ich nicht wissen. Okay. Aber was wir natürlich alle wissen wollen, ist, was nimmt Paul und David jetzt? Ja, ihr nehmt natürlich Kindheit 400. Ja, danke. Aber der Paul ist gerade nicht da, oder? Nee, Paul ist nicht da. Ich kann kurz Fenster zu machen. Wie geil, wenn Paul wieder da ist. Nee, ist er nicht da. So, seid ihr ready? Ja. Wir machen eine Schätzfrage draus, komm. Ja, komm. Okay. Finde ich gut. Nenne alle vier Teletubbies. Oh, nee. Gott. Da passe ich. Hallo? Ich passe auch. Ich kann nicht. Ich hab gesagt, wir machen eine Schätzfrage draus. Komm. Ich hab alle vier. Komm, hier. Ja. Ich habe alle vier. Ich weiß nicht, ob Dipsy richtig geschrieben ist, aber scheiße. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Mir fehlt einer. Scheiße. Ernsthaft? Alter, das Lied drückt mir heute noch im Kopf. Kopf. So, ich habe auch alle, aber ich kann nicht Leertaste drücken. Ne? Geht halt nicht. Ja, alles gut. Hallo. Ich kann es halt wirst du kennen. Hier, reingehauen. Ich weiß das nicht. Mirko, du machst das. Ich hab schon alle aufgeschrieben. Okay, cool. Auch bei Dave, du hast das reingeschrieben. Ja, ich hab Okay. Ja, gut, ich brauch das eigentlich nicht weiter auflösen. Jeder kriegt die Punkte. Ja, danke schön. So, minus. Das Ding ist okay. Dipsy. Lala. Popo. Teletubbies sagen Hallo! Ich bin an Bord. Ja, ich weiß. So ein Teletubby. Einfach weggedisst. Wisst ihr auch noch, warum die Serie eingestellt wurde? Also, beziehungsweise in Deutschland nicht mehr erlaubt war? Also, scheiße. Ich weiß, dass sie in Polen sehr schnell nicht erlaubt war, wegen der rechten Hand, die die oben haben. In Deutschland kann ja, von Polen deswegen verboten. Ja. Die haben ja immer Winkel-Winkel gemacht, aber nur mit der rechten Hand. In Deutschland war es halt nicht mehr erlaubt, weil das
für die Kinder anscheinend zu schädlich war. Haben Studien gezeigt, dass es zu schädlich für die Kinder die schaffen. Ja, hast du auch gesehen, was die Menschen geguckt haben. Merkst du doch an uns, oder? Also ganz ehrlich, die Sonne hat mich am meisten irritiert. Ja, die Sonne, das Kind war irgendwie voll komisch. Ja, die Sonne war, der absolute Kult. So. Habt ihr alle Teletubbies geguckt? Ja, reingeschaut. Ja, wieso? Du nicht? Nicht aktiv. Nein. Ich hab mal reingeschaut. Warum nicht? Habe Teletubbies aktiv als Kind geguckt. Ich hab nicht eine Folge davon gesehen. Was stimmt mit dir nicht? Warum nicht? Was stimmt mit euch los, nicht? Alter? Alter, ich hab die Glücksbärchis gesehen, ja? Ja, das war auch die hab ich nicht gesehen. Die Gummibärenbande. Ja, die hab ich geguckt. Ja, siehst du, das ist doch. Die Glücksbärchis waren die Gummibärenbande auf anders freundlich. Ich durfte als Kind halt auch nur eine halbe Stunde gucken. Das war Gummibärenbande auf Crack einfach. Mit ihren regelmäßigen Bogen und Terzien. Die haben auch Zauberstrahlen aus ihrem Bauch geschossen. Herzchenstrahl! Fall und damit weiter. Meine Lede war noch besser, ja. Weißt du, dass ich auch wieder recht hatten? So, wir dürfen weitermachen. Yes. Ball, dann such du doch mal aus. Aber es ist wie Hentai für 600. Hentai für 600, jawohl. Wir haben noch so viele Hentai-Fragen und Zahlen haben wir auch noch. Oh Gott. Hentai-Fragen und Zahlen. Apropos, ihr dürft wieder schätzen. Ach, oh, geil. Ja, komm, hau rein. Gut, ich will Prozent haben. Das war nicht zu viel, ne? Prozent? Okay. Ja, von zwischen 0 und 100. Um euch schon mal den Hinweis zu geben. Ah, wow. Okay. Mhm. Super. Gut. Welcher Anime hat den prozentualen meisten Fehlerfolgen? Dazu hätte ich dann gerne die Prozentzahl. Und danach dürft ihr dann noch buzzern. Aber erstmal möchte ich Prozent wissen, sagen. Welchen. Aber, ja. Da könnt ihr auch den Anime schon so ruhig zuschreiben, wenn es ist. Und jetzt hauptsächlich über die Prozent sagen. Ups. Ja, Mirko? Ich kann nicht die Leertaste drücken, das ist ja, scheiße. Ich merke schon, den brauchst du bei auch nicht. Ach, du kannst Shift und Enter drücken, das geht auch. Ey, wieso Shift und Enter? Was macht ihr denn? Dann kannst du es. Wie viel prozentual? Nee. Boah. Mirko, schreibst du was rein? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ich bin da. Darf ich einen Rechner benutzen? Nee. Einmal aus. Warum nicht? Ich will schon ungefähr. Einmal kurz rechnen. Ja, so und so viele Folgen. Das Problem ist, ich habe jetzt zwei Animes im Kopf. Ich habe nur einen. Frage ist, wie viel ist prozentual der eine und der andere? Das ist schwierig. Ja, der eine liegt bei 50 und der andere auch. Ja, nee. Oh. Nee, weil ich von einem Anime weiß, dass der absolut zu viele Fehlerfolgen hatte, weil man damals einfach viel zu viel strecken musste. Und ich glaube, Yannick weiß das nicht. Nee, Gott. Ich habe fertig. Ich überlege noch. 5. Ruhe jetzt. 3. Ich glaube. Ich glaube, das waren so viel pro. Na, nicht ganz. Ich würde sagen, so viel maximal, oder? So viel Prozent, glaube ich, waren das damals. Es waren viele Folgen. Deswegen kam ja auch dann das Remake dazu. Ach Janik, reden wir auch von Folgedingern davon oder nur allein die eine? Was meinst du? Also ich möchte nur, mir egal wie viele Folgen die Serie hat, mir geht quasi darum, okay, wie viel Prozent sind davon Filler von den ganzen Folgen. Ich sage jetzt zum Beispiel Dragon Ball und dann gibt es ja Dragon Ball Z. Siehst du Dragon Ball als Einzelding an mit Fillerfolgen oder siehst du das als Das wird allgemein als Einzelding behandelt. Das ah, okay. Also das heißt, Dragon Ball und Dragon Ball Z gehören zusammen dann. Ja, das Einzelne. Dragon Ball Z steht für sich. Ach so, also gehören sie nicht zusammen. Also gehören nicht zusammen. Nicht zusammen. Ja, okay. Dann muss also, ich doch was. Nein, ändern. Shippuden musst du nicht dazu zählen, Mirko. Meine ich doch gar nicht. Ich finde tatsächlich grundsätzlich hat Naruto gar nicht so viele Feuerfolgen. Was weiß ich? Okay, ich weiß nur, dass ein Meme ist, dass Naruto einfach aus Filler besteht. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ja, willst du es nochmal sagen? Warte. Hat mir nicht schon Countdown runtergezählt?
Nee, Janik hat noch gar nichts runtergezählt. Janik, zähl mal runter, bitte. Nee, Janik, zähl mal nicht runter. Ja, doch, irgendwann muss er mal machen. Ich gebe noch eine Minute. Wir fangen mit 10 an. Ihr für schlechte Gewinner. Ihr habt den Abend eh schon gewonnen, jetzt macht man nicht so. Jetzt ein bisschen Spaß haben. Bisschen quälen muss man ihn auch. Also rein von den Folgen her, wenn ich das jetzt... Also, ich musste sogar gerade meine Lösung bearbeiten. Das ist doch übel. Wegen 0,6%. Holy shit. Warte mal, sumpfen wir am wenigsten oder am meisten? Die meisten. Die meisten, ne? Ja, okay. Prozentual. Jetzt fängt er nochmal an zu rechnen. Ja. Komm, David, so langsam bitte, Michel. Ja, komm, nimm das. Ja, komm, schreib Naruto und 30. Ja, nein. Naruto. Ja, ich mag den ganz mal. Du hast einen Anteil weniger, glaube ich. Dann schreib One Piece und 30. Ja, One Piece hat. Prozentual trotzdem viel weniger als Naruto und Dragon Ball. Dragon Ball so viele Filler-Folgen? Nein. Was? Nein. Doch. Nein. So, also, ihr habt alle eingeloggt. Mirko, du sagst Naruto, also nicht Shippuden, sondern nur Naruto. Naruto, ja, genau. Genau, das sehe ich hier. David sagt natürlich Dragon Ball Z. Ja. Naruto hat 41% an Fillern. Dragon Ball Z hat Filler in Prozent von 13. Ist ja knapp, you know. Ist ja echt viel. Ne? Aber geht es ja hauptsächlich um die Prozentzahl. Also, ich kann euch so viel sagen, ihr seid beide falsch. Mit dem Anime. Ja. Ja, das ist schon mal. So. Ja, okay. Ne? Von den Prozentzahlen ist der eine knapp 20% entfernt. Der andere 16. Das ist wieder knapp. Denn es sind 44%. Und ich muss meine Lösung bearbeiten, weil ich hatte vorher 43,4. Bei Bleach. Aber das ist es nicht. Es ist Conan, Detektiv Conan. Oh mein Gott. Mit 44%. Und damit gehen die Punkte an David und Paul. Ja, nice. Alter, Detektiv Conan habe ich gar nicht mehr dran gedacht, weil das so eine Serie ist, die für mich schon lange abgeschaltet ist. Warum kriegen wir jetzt den Punkt? Weil ihr prozentual näher dran seid. Es ging mir um die Prozente. Ja, es ging nicht um den Anime. Wie viel Prozent hattet ihr eingegeben, beide? Achso, 60. Stimmt. Hatte ich eingegeben. Okay, weil das wurde nicht gesagt, deswegen war ich so verwirrt. David 60, Mirko hatte 25 eingegeben. Ah, okay. 0,3. Achso, ich dachte, ich war jetzt auch gerade voll offen. Ja. Weil auf einmal hieß es nur Dragon Ball Z mit 13%. Ich dachte mir, okay, ja, haben wir nur 13%. Ja. Trash. Nee, ich wollte alles so ein bisschen auflösen gerade. Aber ja, nice, Dave. 600 Punkte. Come Mensch. Stolz auf dich. Damit haben wir das erste Mal, so kurz vor Ende, noch einen Führungswechsel. Das ist ja unangenehm jetzt. Aber Dragon Ball hat doch voll viele Filler, deswegen gab es doch Dragon Ball Kai auch. Ja, das ist dann nur eine Zusammenfassung. Das nicht aufgrund der Filler, also die Filler sind natürlich auch... Weil die Folgen so lang gezogen sind. Genau, weil zum Beispiel Son Goku gegen Freezer war der zweitlängste Kampf in der Anime-Geschichte. Da ging ja 19 Folgen. Und das sowas zum Beispiel zu kürzen. Wahrscheinlich Explosion. Lol, okay, das zähle ich halt für Filler, okay. Nee, so wie ich Dragon Ball kenne, waren da zwei wirkliche Moves. Also beispielsweise, wenn Son Goku drei Folgen lang schreit und irgendwelche dummen Kommentare von Piccolo... Das ist kein Filler. Das ist für mich ein Filler. Nein. Wenn du Filler bist, ist nichts für Content. Nichts, was mit dem Content zu tun hat. Welchen Content? Ja. Das ist Son Goku für eine halbe Stunde schreit von Freezer ein dummes Kommentar, kommt er nicht angreift und Piccolo ein dummes Kommentar macht. Das, hat der so, ja, lass. Das ist trotzdem die Hauptstory, ist ja egal. Genau. Paul und David, ihr dürft weitermachen. Ja, das ist ja nur Nebenstory. Ja, gut, alles klar. Hentai 400. Hentai für 400, das sieht aus. Ja, komm, dann pass an, das kriegt ihr hin. Okay. So. Ähnliche Richtung. Mit welcher Folge startet in Full Metal Alchemist Brotherhood der Manga kennen? Toll, ich weiß nur. Wie, warte mal. Moment, meinst du jetzt Anime oder Manga? Apple.
der Anime Fullmetal Manga kennen. Alchemist Brotherhood. Wie der Manga anfängt? Kennen. Sollen wir die Folge beschreiben oder was? Nee, ich will eine Folgenzahl. Welche Folge? Ab welcher Folge ist es Manga kennen? Ich bin jetzt einfach stumpf. So. David hat gebuzzert. Ich bin jetzt einfach ganz stumpf. Der ganze Anime Fullmetal Alchemist Brotherhood ist Manga kennen. Das heißt mit Folge 1. So weitet er das. Okay. Damit geht ihr runter auf 100. Echt, ist er noch nicht Manga kennen am Anfang? Warte mal. Ich kann es auflösen. Wir dürfen auch antworten, ne? Wir dürfen antworten. 8-2. Aber wir kriegen Punktabzug aber dann trotzdem, ne? Die Hälfte. Ja, genau. Die Hälfte von den Punkten, die dann du hast. Dann würde 200 runterkriegen. Dann wäre 105. Ich sag ab Folge 10. Oh gut, dann geht er auf 150. Ist okay. War ab Folge 2, oder? Yes. Lol. Ja. Die erste Folge ist eine Filler-Folge. Nee. Weil da im Endeffekt. Nee, oder was heißt Filler-Folge? Es ist eine Nicht-Kennen-Folge, weil die einfach. Ja, Entschuldigung, mein Gott, hör jetzt auf, mir dazwischen zu reden. Danke, Mirko. Machst du auch ich kann es einfach erklären. Ja, erklärst du. Ich glaube, die fasst nur kurz mal zusammen, was es dann anfängt in der Story. Im Manga geht es nämlich los mit quasi mit Folge 2. Deswegen ist das Manga kennen. Aber im Anime ist die erste Folge quasi noch die Vorgeschichte. Und zählt auch als kennen, aber halt als Anime kennen. Nicht, deswegen habe ich nach Manga kennen. Genau. Also die erste Folge ist auch kennen, aber sie kam halt nicht im Manga vor. Ja, genau. Das wollte ich im Endeffekt sagen. Yes. Guti. Ich bin mal eben zu pieseln, ja? Jo, Holger und Mirko dürfen weitermachen, also Holger. Wir können auch kurz Pause machen. Also Holger kann eine Kategorie aussuchen sonst, oder? Genau. Wir waren einfach direkt. Wie Holger das möchte. Darf man nicht eine Frage richtig beantworten beim Nerdquiz? Hey, Teletubbies, wusstest du? Also, Teletubbies wusstest du. Ich hab's zwar eingegeben, aber du wusstest es. Ja, hab's ja beide eingegeben. Also, er hat beide eingegeben. Deswegen, ich hab auch nicht geguckt, wen lass ich gelten. Ey, die haben wieder verkackt. Geil. Leute, die haben wieder verkackt. Denn Holger gerade. Holger, ihr habt by the way auch verkackt. Ich mach nichts. Ich musste kurz mit meiner Mutter reden. Sorry. Ja. Konnten wir vorhin trotzdem noch. Aber wir spielen. Wir haben jetzt Holger, wir haben 20 Fragen durch und ihr seid gleich. Also Mirko ist nicht da. Ich darf auswählen, Moment mal. Ja, Mirko ist nicht da, aber du darfst aussuchen, ob du jetzt aussuchen möchtest oder ohne Mirko oder ob du irgendwie warten möchtest. Nee, ich warte sowieso kurz. Aber wenn ich jetzt eine Tausender-Frage nehme, dann haben wir doch schon gewonnen, oder nicht? Also wenn die richtig ist. Und wir die beantworten. Habt ihr nicht. Nein, was? Hä? Nee, das hat nichts zu tun. Das ist noch eine 800, die habe ich nicht gesehen. Wieder da. Okay. Man kann außerdem immer noch falsch antworten beim 400er zum Beispiel. Richtig. So. Nein, kann man nicht. Achso. Doch, kann man. Nein. Kann man schon. So, Mirko ist wieder da. Nein. Dann dürft ihr mal. Mirko, wir können auswählen. Doch. Erzähl. Ja, mach. Marken 400. Marken 400. Gut. Mirko hat gesprochen. Ja, ist doch schön. Ist das eine Schätzfrage? Lass den Jungen reden, er hat eine schöne Stimme. Nee. Keine Schätzfrage. Nee, warte, Yannick oder ich? Du. Yannick, den höre ich täglich. Ich habe eine monotone Stimme. Warum? Warte mal, du schreibst doch mal. Ja, weil du sonst nie schreibst. Ja, wie soll ich denn schreiben, wenn du mir täglich schreibst? Ach so. Yannick, ist das eine Schätzfrage? Nein. Okay. Holger und Yannick. Ist eine leichte Frage, deswegen easy wissen. Ja. Was denn? Er hat mich nach der Show dran. Ich will mal buzzern hören, mal gucken. Mich einfach an was zu erinnern, einfach. Ja, okay. Okay. Ich erinnere dich an was. So, Marken, Leute. Ja, komm auch rein. Wofür steht die Abkürzung des Unternehmens Kick? Alter. Bin ich sowas raus. In einen Klamotten. Komm, wir können auch eine Schätzfrage draus machen. Nein. Hä? Weiß ich. Kinderarbeit in Kasachstan. Ich dachte gerade Holger hat gepasst. David, ja? Kinder in Klamotten. Echt? Niemals. Never. Das sind minus 400. Ach, schön. Minus 300, aber egal. Why?
Ja, ihr kriegt minus 400 Punkte. Und jetzt habt ihr minus 300. Ist egal, ne, ist nicht egal. Die könnten immer noch minus 1000 machen. Nein, können wir nicht. Ja, aber was ist das, wir müssen ja nicht antworten. Also echt mal. Holger hat ja schon geantwortet. Hä? Ich hab doch gar nicht gebuzzert, was willst du? Na, aber du hast ja geantwortet. Du brauchst ja jetzt nicht mehr buzzern. Ja, so jetzt meinst du? Nee, das war ja für vorher. Ich weiß, das ist gut. So, wollte ich mehr. Kunde ist König. Ganz simpel. Oh, ja, gut. Okay. Ja, echt? Als. Yes, yes. Also, wenn ich jetzt da reingehe und die machen mich da blöd an, weil die sagen, weil da ist ja eh nie einer im Laden. Ich weiß auch gar nicht, wann ich da zuletzt mal drin. Gibt's das überhaupt noch? Ja. Ja. Was? Natürlich gibt's das noch. Hatten wir schon öfters die Frage heute. Okay. Ich war da ewig nicht mehr drin. Na, ich weiß gar nicht, gibt's hier irgendwo einen Kick? Keine Ahnung. Doch, da beim Rewe hinten bei mir da. Weil, du musst dir überlegen, wir müssen eigentlich nur 800 kriegen, dann sind wir wieder oben auf. Ja, ist richtig. Eigentlich muss ich dich dann nicht schwieriger machen, als es ist. Challenge, du kannst auch 3x200 machen jetzt. So. Ja, ich kann auch ins Knie schießen. So, Holger, Pico, ihr dürft aussuchen. Ja, ist das Hentai 200. Ja, ist klar. Easy. Das ist auch eine Buzzer-Frage. Das Thema hatten wir heute schon, das kriegt ihr. Ja, natürlich, kriegen wir locker. Ja. Goody, ich hätte gerne von euch gewusst die Antwort auf folgende Frage. Was bedeutet der Begriff Filler? Gut, David? Jetzt muss ich so lachen, dass ich nicht wachsen konnte. Okay, also. Der Begriff Filler beschreibt eine Folge eines Animes, die den Anime unnötig in die Länge zieht und nicht canon ist. Das ist richtig. Danke. Aber wichtige Nicht-Kanon wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja. Nicht, dass sie unnötig in die Länge ziehen, hätte ich nicht gegolten, Dave. Eben, weil das ist, ich finde schon, dass es ein Anime unnötig ist. Das ist aber nicht unnötig, das ist ja nötig, sonst würden sie es ja nicht machen. Das ist ja das. Das ist ja wegen. Die müssen es ja in der Regel machen. Du hast doch vorhin selber noch gesagt, das machen die, damit der Abstand besser zum Anime und Manga bleibt. Hast du vorhin selber gesagt. Ah, Klappe. Ich habe die Punkte gemacht, alles andere ist mir egal. Aber sehr gut. Ich hätte gerne mein Buzzer freigeschaltet, danke. Na, würde ich nicht. Mein Gott. Ja, das war noch mal eine Chance. Nee, ja nicht. Bist du bist OP, David. Will du weitermachen? Bald David, dafür was? Weiter geht's. Bald David, den neuen Schlagerstar. Bald David. Oh Gott. Und wenn du mein Herz berührst, dann berührst du es tief in mir. Was? Was? Ich bin da mal weg. Ciao, wa? Ja. Das sind die Teletubby-Gucker, weißt du? Ja. Ja. Wir dürfen aussuchen, ne? Yes, ich bin in der Küche, kommst du gleich? Ah, komm, zahlen bitte 200. Zahlen bitte 200. Later, Holger. Hat Spaß gemacht. Ciao. So, dann weiß man auch so, ne? Auch buzzern, Leute. Easy. Seid ihr ready? Ja. Gut. Seventh Haven, die Bar von Tifa Lockhart, befindet sich in welchem Sektor? In Midgard? Was? Das ist eine Fantasy-Frage. Das ist eine Final Fantasy-Frage. So, da bin ich. Ich hab's gezockt. Ich hab ein Final Fantasy-Teil gezockt. Kannst du bitte nochmal wiederholen? Ja, sobald du willst. Seventh Haven, die Bar von Tifa Lockhart, befindet sich in welchem Sektor Midgards? Du brauchst eine Zahl, ne? Ich brauch eine Zahl. In welchem Sektor? Findet sich Seventh Haven? Von 1 bis 100 oder? In wie vielen Sektoren war die aufgeteilt? Scheiße. Man weiß, wie lange das her ist, du Assi. Wie viele Sektoren gab es das? Fall hat gebuzzert. So. Ich sag 7. Scheiß drauf, 7. Ja. Ja. Ja, klar, das ist der Himmel. Oh mein Gott. Deswegen ist es auch eine 200er bzw. 100er Frage gewesen. Das ist dumm, Alter. Das war mein Gedanke. Ja, ist eine 100er Frage, ist vielleicht drin in der Frage. Vor allem, Janik hat das auch so ganz unauffällig 3, 4, 5 Mal erwähnt.
Seventh Haven, Freunde. Warte mal, wie viele Sektoren waren die nochmal unterteilt? Keine Ahnung, das war nicht die Frage. Weiß ich deswegen nicht. Hätte es sein können, dass du das rausgesucht hast. Ja, komm ich jetzt raus. Gut, in drei Sektoren unterteilt, aber die sind zu blöd zum Zählen, deswegen heißt der eine Sektor 7. Boah, das ist ja wild. Da gibt es doch eine logische. Bei uns heißen, ich weiß auch nicht zum Beispiel, warum unsere Behälter bei B100. Acht. Ja. Ja, Paul und David haben richtig geantwortet. Ich sag wieder drauf. Oh ja, dann nehmen wir Marken für 200. Ja, also ich hätte 100.000, dass einer von denen drückt. Hey, Paul, hast doch gebuzzert und eine richtige Antwort gegeben. Weißt du nicht, was sagst? Das ist okay. Egal, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, wieso? Ruhig. Er hat doch gesagt, ich bin kurz in der Küche. Paul hat aufgegeben. Nein, wird noch spannend. Wieso aufgegeben? Was weiß ich nicht. Quatsch. So, Buzzerfrage, Leute. Seid ihr ready? Die machen das schon. Ja, bitte. Ja, klar. Ich bin ready. Welcher japanische Hersteller produziert die meisten Motorräder? Moment, das ist der Mirko. Suzuki. Stimmt. Ja, ich hab gesagt. Stimmt, finde ich gut. Ja, scheiße, das ist falsch. Könnte sein. Stimmt. Gut. Suzuki ist kein japanischer Hersteller. Sind das Japaner? Nee. Nein. Ich weiß es nicht. Wollt ihr antworten? 100 sind drin? Nee, oder Dave? Willst du antworten? Keine. Ich bin gerade am Überlegen. Auch antworten. Kann gleich nochmal kurz Spaß sagen. Gut, Honda wäre es gewesen. Honda. Ich war noch bei Yamaha. Scheiße. Honda oder Hyundai baut, glaube ich, nur Autos und Honda baut die Motorräder. Honda gibt's auch Autos, aber egal. Ja, aber die bauen also die haben mit Motorrädern angefangen und dann mit Autos weitergemacht. Und Honda und Hyundai gehören zusammen. Ja, okay. Das weiß ich. Man, das weiß. Und Suzuki ist koreanisch, by the way. Kriegst du von mir einen Stern dafür, dass du das weißt. Ein guter Nudelstern. Ja. Ey, Paul, 1000 oder 800? Also, wir haben noch eine Schätzfrage und eine Buzzerfrage. Spielt keine Rolle, kommen beide ran. Bist du sicher? Dann 800. Ja, oder? Wenn wir nach dem Prinzip funktioniert hätten, hätten wir sowieso irgendwelche Fragen nehmen können. Nee, das stimmt nicht, weil die werden ja verdoppelt. Yes. Ja, sehr gut. So, 800. Da ist er wieder, weißt du? Ja, da habt ihr die Schätzfrage erwischt. Okay, das ist sehr nice. Mhm. Bin ich gut. So, wir sind gerade im Digimon. Jetzt kommt Pokémon. Jetzt geht es los. Wie viele Pokémon? Alter, keine Ahnung. Kamen durch die zweite Generation dazu? Ach so. Aber wie viele dazu kamen oder wie viele jetzt dann? Wie viele dazu kamen? Nein, wie viele dazu kamen? Das war die Frage. Willst du wissen, wie viele Pokémon in der zweiten Generation? Mit den ersten bist du, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wäre ich nicht ganz irre. Wir waren insgesamt wieder langweilig. Wir hatten es ja schon mit insgesamt. Ich glaube, es kamen nicht so viele dazu. Ich habe jetzt mal reingetippt. Alter, warum mein Discord spackt? Ah doch, jetzt geht's. Schätze ich nicht, dass so spät. Oh ja, das ist in Ordnung, Dave. Ich glaube tatsächlich, mit der dritten kamen mehr rein als erstes, aber die zweite ich war weiß noch nicht. Wie? Mach mal ruhig, Mikro. Ich sag dann wieso. Ja, okay. Ich mach einfach aus Jux, mach ich den noch. Um 0,5 oder so. Nein, das nicht. 0,1, oder? Das ist jetzt geschrieben. So. Habt ihr eingeloggt? Ja. Yep. Okay. Das hat jetzt einen Unterschied. Ich kann so viel sagen, ihr seid nah beieinander. Ja. Und das Ergebnis ist natürlich jetzt auch nicht so weit weg. Oh, scheiße. Ein Team ist näher dran. Und das, weil es eine höhere Zahl hat. Mirko, hast du was Höheres geschrieben? Ihr seid entfernt von 6 Ziffern nur. Okay, David hat 75 und Mirko hat 81. Fuck, weil es kamen glatte 100 dazu.
Fuck, okay. Oh, oh, Alter. Und hat sogar Dings geschrieben. Oh, Sedge. Fuck it. Damit haben wir wieder einen Führungswechsel. Ja, dann, Dave, muss ich jetzt die Buzzer-Frage beantworten. Nur die tausender Buzzer-Frage. Ja, mach mal, ne? Ja, können wir ja trotzdem auch. Was? Ja, easy, klar. Alles drin. Simon, bitte, war ein bisschen vernachlässigt heute, ne? Kam jetzt gerade am Ende noch ein bisschen was dazu. Na, jetzt ist ja egal, eine schöne Buzzer-Frage. Komm. So, Mirko Holger dürfen noch den letzten aussuchen. Ja, was nehmen wir denn da? Ja, gut. Okay. Ich bin für Team Rohr Punkte 750. Für Spiel 3. Seid ihr ready? Ja. Ja. Okay. Wie heißt die Ingame-Währung in Plants vs. Zombies? Okay, viel Spaß. Ich hab das nie gespielt, außer mal vielleicht früh auf dem Handy. Man kann es auch wissen, ohne es zu spielen. Keine Ahnung. Hat schon jemand gebuzzert? Ich hab gebuzzert, ja. Damit! Oh, geil. Sag an. Sind das einfach Pflanzensamen? Pflanzensamen. Die Antwort entscheidet natürlich jetzt, ob Sieg oder Niederlage. Was natürlich für die letzte Frage natürlich an sich schon mal sehr geil ist. Also was wieder sehr balanced. Kannst du jetzt noch den Holger fragen, was er dann jetzt gesagt hatte? Ja, also David hat jetzt ja rausgehauen. Ne? Ja, Holger, was möchtest du sagen? Ich hätte jetzt hier Sonnenblumen gesagt. Alter, stimmt, Sonnenblumen gab's ja. Also ich habe jetzt zwar nicht gebuzzert, aber ich hätte Sonnenblumen gesagt. Aber du hast ja geantwortet, das zählt ja mit. Ja, du musst ja erstmal, ob da was richtig ist, wissen wir noch gar nicht. Ich mache spannend. Fingernägel. Ihr habt ja schon, also Sonnenblume schon mal falsch, deswegen gebe ich euch schon mal 250. Hä? Bin ich gut? Hä, warum? Bin ich gut? Spannender. Bin ich nice? Ist das denn ernst? Und entweder kommen da jetzt 1000 dazu oder 1000 runter. Achso, ja, okay, das ist ja egal. Dann ist es egal. Eben. Ja, genau. Das wäre sowieso egal, aber trotzdem. Bestimmt sind Sonnenblumenkerne oder so. Sonnenblumenkerne? Ja, ist auch ein Pflanzensamen. Das ist also, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ist leider auch falsch. Goldmünzen. Einfach bestimmt so Münzen. Ja. Einfach ganz normale Münzen. Ja. Einfach Goldmünzen. Sonnenlicht. Sonnenlicht. Oh. Scheiße, Alter. Pflanzen brauchen Sonne, Leute. Komm, ich zahl dir 10 Sonnenlicht, oder was? Ich zahl dir 10 Sonnenlicht. Siehst du, darum habe ich keinen grünen Daumen. Oh, Mann. Ne? Aber spannende Nummer, letzte Frage. Das war nicht gut heute. Keine gute Leistung von mir. Boah, ich finde das gut. Ich fahr noch ruhig weiter. Ne. Ich finde das okay. Ne, das ist auch okay. Aber Yannick, ich sehe dich bei einem allgemeinen SpongeBob-Quiz, aber dann 4-4, also nicht 4-4-4. Ich dachte 1 gegen 3, wolltest du? Nee, das war ein Witz. Ja, 1 gegen 3, komm. Gegen 3, alle ja. Gegen Mirko, finde ich gut. Ja, nee, alle gegen Dave. Ja, Format MW Endboss, ist doch gar kein Ding. Das ist ein guter Pass. Ist doch gar kein Ding, easy. Ja, der Name passt. Yannick, ja? Ich sehe uns hier alle, wenn da sich alle einig sind, auf so ein allgemeines SpongeBob-Quiz, jeder gegen jeden. Nehme ich da gar nicht, weil das allgemeine SpongeBob-Quiz, du hast vergessen, dass du die meisten neuen Folgen gar nicht mehr gesehen hast. Ich rede dann begrenzt auch nicht. Bei Staffeln oder so. Yannick genau nicht. Ich passe das ja immer so an, dass ihr das wissen könnt. Aber ich weiß jetzt bei Paul jetzt nicht, wie der das sieht. SpongeBob, ich liebe SpongeBob, Digga. Ja, siehst du, dann machen wir nur die ersten 2-3 Staffeln und gut ist. Das Problem. Ja, ich weiß nur, wenn Janik auch Bock hat, ne? Ja, das ist ein allgemeines Minecraft. Alles gut, das krieg ich hin. Dann machen wir Spiel 1, wie heißt der Synchronsprecher? Ja, genau. Das ist, eigentlich kann man sowas wissen, ja. Aber ich weiß es nicht. Ja, eigentlich, ja. Ne? SpongeBob hat den gleichen wie Vegeta am Anfang. Ja. Was? Ja. Vegeta hat am Anfang auch so diese quietsche Stimme da von dem. Okay, ja gut, ich hab das nie auf Deutsch geguckt. Ja, das wurde aber halt so gehatet, dass er nach der ersten Saga, nach dem ersten Abschnitt dann geändert wurde. Auch schrecklich.
Ich fand es jetzt nicht so cringe. Also wenn man es im Nachhinein, wenn man es rewatcht, dann fand ich es nicht mehr so schlimm. Ja, dann ging es eigentlich klar, aber so als wenn man das so das erste Mal sieht und dann noch so im Jüngeren denkt man sich, Moment, den habe ich doch gerade gesehen, wie er hier Gary hinterher rennt. Das ist ein bisschen komisch, das zieht ein bisschen raus, aber so. Also mittlerweile wäre das nicht mehr so schlimm. Und wenn du Set ist ja über 900.000. Würde mich auch falsch übersetzen oder so. 9000, nicht 900.000. Achso. Leute, ich verabschiede mich da mal. Ja, Leute, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr auch wieder Interesse hattet. Ja, danke für die Einladung. Heuer und Merkur, natürlich ich wünsche euch einen Sieg. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ja, Glückwunsch, Kinas. Oh, danke. GG. Bis zum nächsten Mal. Ja, eine Konstellation hätten wir im Team mäßig ja noch übrig. Ja, Merkur und ich, das absolute Chaos. Das wird jetzt voll der Streit gehen. Das freut mich jetzt schon. Das würde eine Messerstricherei ablaufen, ey. Das folgt mir auch doch. Naja, ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Haut rein. Ciao. Haut rein. So, Leute. Kamera ist übrigens gerade eben ausgefallen. Deswegen seht ihr die jetzt nicht mehr. Die wurde jetzt einfach rausgegangen. Ging einfach wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Gut, machst du nix. Aber hey, ne? Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr am Start wart und ich wünsche euch allen ebenfalls noch einen schönen Abend. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. War ja auch wieder ein bisschen wild heute. Verteilt euch gerne noch, ich will jetzt nicht über ein bestimmtes Raiden oder so, aber ich kann übrigens den Browser schließen und die Camps bleiben trotzdem, weil der Link richtig immer noch richtig ist. Ja, gut zu wissen. Na egal. Haut rein, schönen Abend noch, kommt gutes Wochenende, hab schöne Ostern. Morgen streame ich übrigens nochmal Elden Ring. Haut rein, ciao.